Ja, Nils, einen schönen guten Abend. Ah, einen wunderschönen guten Abend. Hörst du mich, Maurice? Höre dich, hörst du mich auch? Ja, ich höre dich loud and clear. Erstmal liebe Grüße an deinen Chat. Ja, das mal als erstes. Hallo, lieber Ja, ich Maurice, grüße auch Chat. den Nils-Chat. Wir sind ja schon alte Bekannte inzwischen, alte Freunde. Absolut. Und ich mal eben mal kurz meinen Chat fragen, ob man dich gut hört oder ob ich dich lauter oder leiser stellen soll. Hören alles? Ah, sehr Ich finde, schön. ich sollte ein bisschen lauter sein als du. Einfach nur weil. Weil du inhaltlich nicht lauter sein kannst. Oh, jetzt. Nee, ich finde, weil halt das, was ich sage, offensichtlich wichtiger ist, weil ich ja mit der Stimme des erfahrenen Crusader Kings Spielers heute Ja, spreche ja. und dein Noob-Gebrabbel verwirrt die Leute ja dann nur. Wenn man eigentlich nur mich hören würde, wäre es heute ein echt gutes Spieltutorial. Ich weiß eigentlich gar nicht, was du hier dann, was, also warum du da bist. Also das ist jetzt hart und es trifft mich, aber ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du redest mit dem Herzog hier, ne? Ja, der Herzog. Grad so am Ende noch kurz. Ja, wie kurz. War schon ziemlich knapp, dein Herzogtum. Also, warte mal. Ich drücke jetzt hier erstmal auf Spielen. Ja, das war knapp, du hast recht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich ohne die Wagenladungen frischem Goldes, welche du mir aus deinen erstaunlich reichhaltig bestückten Ländereien im Süden zur Hilfe schicktest. Ohne diese wäre ich vermutlich jetzt noch nicht Herzog. Das muss ich natürlich Ja. sagen. Die haben mir geholfen. Aber am Ende des Tages kannst du nur eingehen, Maurice. Und ich merke, wie sich dein Reich und mein Reich so langsam gen Mitte expandieren. Und am Ende wird natürlich die Frage sein, wer ist denn jetzt hier eigentlich Kaiser? Wer wird der Kaiser? Und das Das muss stimmt. dann natürlich entweder auf dem Schlachtfeld oder auf dem Schlachtfeld der Ehe entschieden werden. Was, wie wir ja letztes Mal gesehen haben, eigentlich mit das schlimmere Schlachtfeld sein kann. Das Allerschlimmste. Grad wenn man so katastrophal darauf verliert, wie ich es getan habe. Wieso Ich lädt mein habe wohl Spiel? auch Ah. schon hier Leute aus dem Nils-Chat infiltrieren meinen Chat und sagen Sachen wie Hoch lebe Herzog Nils. Ich weiß gar nicht, was das soll. Doch, das ist super. Ich nenne sie die Berliner Garde. Die Jünger. Warum die Berliner Garde? Ich dachte, du bist aus Hamburg, Nils, und in Hamburg. Ja, nee, das ist ein kleiner Scherz gewesen, exklusiv für den Chat. Wir hatten gerade eine Ach Diskussion, so. weil ich habe nämlich einen Berliner hier, den ich im Verlauf des Abends irgendwann essen werde. Die Krapfenkrieger, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, dass mir mal jemand erzählt hat, dass Berliner ja eigentlich Krapfen heißen oder Pfannkuchen und so. Und das habe ich natürlich als absurde Fantasiegeschichte eines wahnwitzigen, im Delirium dahin siechenden, dem Tode nahenden, senilen Herrn verbucht habe. Und da stellte sich raus, Natürlich. es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die das wirklich glauben. Sowas. Und was, wie bist du mit dieser Erkenntnis umgegangen? Ja, erstmal war ich total konsterniert. Für einen Moment war ich regelrecht sprachlos. Und Und das dann, bei dir? und das bei mir, Da das wäre würde ich ja was fast gern dabei heißen. gewesen Ja, jetzt. da kannst du ja zurückspulen. Und dann habe ich ein Vote bekommen hier. Und du wirst es nicht glauben, aber die Apokalypse ist nah. 61% sagen lediglich, dass Berliner richtig ist. Nur 61%. Ich bin auch manchmal an solche Sprachbarrieren gestoßen, als ich zum Beispiel, und das ist ja, ich bin ja aus deiner Sicht auch Barbar, weil hier in Bayern sind wir ja bekanntlich, haben unsere eigene Sprache. Und ich hatte einen Freund aus Frankfurt zu Gast und wir haben gedacht, jetzt gehen wir doch mal irgendwie heute Morgen zum Bäcker und holen was. Und ich sage, ja, lass uns doch ein paar Semmeln holen. Du meinst Und der Mann Brötchen, wusste, oder? der Mann wusste nicht, wovon ich rede. Und ich, ja, Semmeln holen wir. Ach, Brötchen meinst du? Ja, Brötchen können wir gerne holen. Und ich fand halt, dass ich weiß nicht, was, also das. Aber Boris, du meinst jetzt schon Brötchen. Nein, ich meine Semmeln, Nils. Ich meine nur Semmeln, Aber das korrekte Wort was sind dafür. denn Semmeln? Kennst du, ich kenne das Wort versemmeln. Ha, du hast jetzt aber dein Herzogtum versemmelt. Das kenne ich, aber. Also, Ja, das das heißt. heißt halt in allen
falschen Part der Welt heißt das vielleicht Brötchen, aber... Also das gibt's ja überhaupt nicht. Du, es gibt ein Wort, was ich als Synonym für Brötchen akzeptiere, und das ist Rundstücke. Okay. Rundstücke. Meine Oma hat mich immer losgeschickt morgens, paar Rundstücke holen. So. Das höre ich zum ersten Mal, das Wort wiederum. Ja, das ist Hamburgerisch. Wir brauchen das ja nicht. Wir haben ja die Semmel, die Noble. Du, aber wie ist denn überhaupt dieses Wort? Nicht Grundstücke, Rundstücke. Halt diese runde Brötchen. Darf man auch Rundstücke nennen. Die Standardbrötchen. Die ovale Form ist ja erst später gekommen. Mit der Fettleibigkeit der Menschen. Früher war ein Brötchen rund. So, und dann wurden die Kinder immer dicker und haben gesagt, Mama, ich habe noch Hunger. Und dann hat der Bäckersmann irgendwann gesagt, okay, ich dehne das, ich mache da noch ein bisschen mehr Teig. Und dadurch ist die Rundform geopfert worden, der Ovalform. Und das ist natürlich keine, okay. So, das sind keine Rundstücke mehr. Aber Semmeln oder Schrippen habe ich gerade gelesen. Kennst du das Wort Schrippen? Nee, das wurde bei mir auch gesagt. Das ist, Weggle heißt mir jetzt, sagt jemand anderes hier gerade bei mir. Weggle? Weggle, also mit W-E-G-G-L-E. Das ist ja absurd. Das ist ja, es wird ja immer. Schrippe ist berlinerisch, sagt Sir Atheldan. Jetzt kommen hier auch irgendwelche dänischen und schwedischen Begriffe noch. Smörrebröt und Mutschli in der Schweiz. Also nee, also jetzt Mutschli? Jetzt. Was? Ja, Mutschli. Ihr verarscht mich doch, lieber Chat. Ihr könnt doch jetzt auch einfach euch irgendwelche Wörter hier ausdenken. Ich habe das Gefühl, das passiert jetzt hier gerade. Ich habe genau das passiert. Aber Michi sagt korrekt, aber alle kennen Semmelbrösel. Semmelbrösel? Ja, schon. Ja, Semmelbrösel. Aber warum benutzen wir dann nicht das Wort Semmel? Ja, weil Semmelbrösel ist so eine Veralberung. Weißt du? Das heißt, das Brötchen heißt Brötchen und wenn dann noch Krümel übrig bleiben, dann darf man die Semmelbrösel nennen. Die Krümel eines Brötchens darf man Semmelbrösel nennen. Ah, okay. Ich bin übrigens schon im Spiel, lieber Chat. Ihr müsst mir gerade nochmal helfen. Wo sehe ich, wenn das Spiel schon angefangen hat, den Lobbynamen, also die Prüfsumme für Nils? Wo klicke ich nochmal hin? Ich vergesse das immer wieder aufs Neue. Wir können ja sonst sagen, ja? Derweil gibt es schon wieder einen Multistream, den haben hier meine wunderbaren Leute angelegt. Multistream, genau, können sie gleich bei dir auch posten vielleicht. Nikola ist ja auch schon wieder am Start. Nikola ist eine Maschine. Nikola opfert sein Wochenende für uns. Muss man auch mal sagen, es ist Samstagabend und Nikola ist wieder da und ich nehme das schon für so selbstverständlich. Ich schicke schon immer ungefragt Nikola mein Teamviewer-Passwort jeden Abend, einfach so ungefragt. Weil ich einfach davon ausgehe, ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass er immer da ist. Irgendwann wird der Tag kommen, wo du komplett auf dem Trockenen sitzt. Ja, wo einfach nicht mehr da ist. Ja, weil Nikola irgendwie Hochzeit hat oder sowas. Ja. Und dann Hashtag Nikola loben wird bei mir geschrieben, ja immer. Was meint ihr denn, lieber Chat, mit oben rechts sehe ich die Prüfsumme? Ich habe, also oben rechts war nichts. Ich brauche diese Lobby-ID. Ah nee, wenn ich auf Charakter wechseln muss ich, glaube ich, gehen. Ne? Und dann wird die nochmal angezeigt. Ja, genau, da habe ich sie. Ich schicke sie dir. Schick sie mir. Passwort. Jawohl. Dann kannst du hinein. Mm. Passwort ist das gleiche wie letztes Mal. Ich sehe hier in der Lobby meine Ahnendynastie. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ja, das ist total cool. Und zwar für alle, die jetzt letztes Mal nicht dabei waren, in der Mitte bin ich, was ein prächtiger jung gebliebener mit 40er, 50er, ich weiß es nicht. Das links ist meine Holde Maid, sie ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und rechts ist mein erstgeborener Sohn Maurice. Und der guckt richtig, also der guckt ganz schön skeptisch, ehrlich gesagt, gerade. Ja gut, ich glaube, der weiß halt, und das wird heute die Herausforderung sein, der wir uns beide stellen müssen, der weiß, dass er vielleicht der erstgeborene Sohn ist, aber nicht der einzige Sohn. Ja. Und das leider ist in diesem Spiel, sie haben es durchaus so gemacht, du kannst irgendwann die Primogenitur einführen, dass nur doch der Erstgeborene erbt. Das dauert aber eine ganze Weile. Da sind wir noch lange nicht, bis wir da hinkommen können. Ach was, echt? Das heißt, wenn du mehrere Söhne hast, wenn du stirbst, dann teilt sich dein Reich. Da kannst du nichts gegen machen. Das heißt, du musst davor
sage ich mal, und damit sind wir auch wieder bei der Frage der Moral, Nils, musst du halt eine Lösung finden. Also ich muss jetzt sozusagen meinen Sohn, also ich habe jetzt noch zwei weitere Söhne, Maurice 2 und Maurice 3, und dein Enkelsohn Maurice, der erste, the second generation. Genau. Und das heißt, ich muss jetzt also einen von denen, oder ich muss die alle irgendwie, also den Enkel ja nicht, aber die anderen beiden Söhne, meinst du, muss ich jetzt quasi um die Ecke bringen, oder was? Das ist jetzt deine, siehst du aber, wie du sofort zu dieser Interpretation springst. Du kannst auch zum Beispiel, du kannst versuchen, sie ins Kloster zu schicken. Das werden sie wahrscheinlich nicht wollen. Du kannst sie enterben, das kostet dich aber Prestige. Du kannst versuchen, sie in einen frühen Tod zu hetzen, indem du sie dazu zwingst, als Ritter zu dienen, wo man ja in der Schlacht sterben kann und dann ganz viel Krieg führst. Ja. Es gibt Mittel und Wege. Einer unmoralischer als der andere. Wir werden es heute sehen, wofür du dich entscheidest. Liebe Mods, könnt ihr vielleicht mal eine Wette bei mir haben? Wird Nils heute in die Hölle kommen? Ja oder nein? Ja. Weil letztes Mal haben wir gesehen, man kann bei Wetten nur Ja oder Nein sagen. Und deswegen würde mich das mal interessieren. Erstmal mache ich Maurice den Dritten hier zu meinem Ratskanzler. Gut, dann, wir können auch direkt beginnen eigentlich. Ich muss das nur machen, weil ich keine, ja, wir können beginnen, ich habe hier nur so viele Sachen letztes Mal unerledigt gelassen. Zum Beispiel, weil du so entschlossen warst, Herzog zu werden, so gierig. Ja, ich habe einfach jetzt viele Sachen einfach nicht mehr gemacht, so zum Ende. Ich war so beschäftigt mit Gewinnen. Ah, hier, guck mal, was, den, ja. 20. Ränkespiel 20. Oh. 65-Jährige werden wahrscheinlich nicht so lange leben, oder? Wahrscheinlich nicht. Wir können vielleicht auch allgemein für die Leute, die nicht eingeschaltet haben, letztes Mal noch einen kurzen Umriss geben, was eigentlich gerade Sache ist. Hier oben sehen wir Nils, Herzog Wilbald, der Ersetzer. Ja. Er ist, er hat Liebesbläschen, wie ich gerade sehe. Ja. Die haben sich an deinem ganzen Hof breit gemacht, offensichtlich. Und deine Frau, ich bin sehr beliebt. Meine Herzogin Frau ist die Einzige, die gesund geblieben ist. Niemand kann sich das erklären. Herzogin Bertha hier. Ja, nee, wobei ist sie ja gar nicht. Die hat es auch. Meine Frau hat das auch, aber nicht von mir. Dann hat sie das von jemand anderem. Ja, das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Naja, du bist ja der Gehörnte, oder? Ja, das stimmt. Ja. Du dagegen bist liederlich. Wilbald, der Ersetzer, verbringt so viel Zeit im Freudenhaus, dass es zu seinem zweiten Zuhause geworden ist. Ja, aber ein Mann muss den Stress ablassen. Also ja, was bringt es meinem Herzogtum, was bringt es den Bewohnern dieses Herzogtums, wenn ihr König, der er bald sein wird, völlig gestresst durch die viel zu kalten Gänge der Herzogburg läuft und falsche Entscheidungen trifft und jähzornig wird und verbittert wird? Das stimmt natürlich. Das bringt doch niemandem was. Das stimmt. Und Nils ist jetzt hier frisch Herzog von Ostfalen geworden, nachdem er zuletzt da seinen eigenen Lehnsherren ihm in den Rücken, muss man schon so sagen, oder? Nils in den Rücken gefallen ist. Ich habe meine Unabhängigkeit erklärt, das ist mein gutes Recht. Und er war der Meinung, nein, ich lass dich nicht gehen, ich leg dich und dein Volk in Ketten, du bleibst bei mir. Ja, und dann haben wir halt das anderweitig regeln müssen. Aber hat der Mann nicht irgendwie dich direkt davor noch irgendwie zum Ratskanzler gemacht oder so? War das nicht auch wirklich so eine sehr undankbare Aktion? Ja, du. Aber er wusste natürlich, was passiert, und er wollte die Kette noch fester an sich ranzerren. Ja, wie so ein Hund, den man zu sich ranzieht. So. Also. Gut, das müssen wir jetzt mal so stehen lassen, diese moralischen Erklärungen. Ja. Derweil können wir noch gucken, dass natürlich, wie es auch sich geziemt, mein Reich ungefähr viermal so groß ist wie deins. Warte, ja, weil du nämlich ein expansionistisches Ereignis im Süden bist. Ja. Ich habe hier ganz Tirol gehört. Also es heißt, es ist noch das Herzogtum Tirol offiziell. Es gehört auch schon ganz Böhmen dazu. Die Sache ist tatsächlich, dass mein Reich so ein bisschen, wie sagt man dazu? Das ist wie die Immobilienblase im Grunde auch. Das kann jederzeit platzen, weil als ich Böhmen in einem eifrigen Religionskrieg eingenommen habe, habe ich nicht ganz kapiert, dass es noch zu großen Teilen
nicht mal ein feudales Reich ist und Och, aus nein. den meisten dieser Städte null Geld schlagen kann. Ich habe die jetzt irgendwelche Vasallen weggeschachert. Hier, Stammesfestung. Und hier seht ihr zum Beispiel, das macht halt null Geld, weil das hier weder Steuern noch Aufgebote liefert. Das ist tatsächlich alles so ein bisschen sinnlos. Aber ich habe hier auch ein paar, zum Beispiel in Czaslau ist eine fette Goldmine, die mir viel Gold im Monat gibt. Und genau, die Sache ist, was auch noch eine Lösung ist, wie man, und da bist du tatsächlich aktuell sogar, wenn man stirbt, wird dein erster Erbe immer deinen Haupttitel erben. Das heißt, wenn das ein Herzogtum ist, zum Beispiel, zu dem dein gesamtes aktuelles Reich gehört, dann verlierst du nichts, weil ja dein Erstgeborener der neue Herzog wird. Bei mir ist es leider nicht so. Das sind mehrere unterschiedliche Herzogtümer hier und die werden aufgeteilt unter meinen Erben. Ich könnte jetzt versuchen, ein Königreich zu bilden, der nächsthöhere Titel, ja. und das komplett, dann würde mein Erstgeborener halt der König werden und würde auch wieder das Meiste behalten. Das Problem ist, die gehören alle nicht zum gleichen Königreich. Das da oben wäre das Königreich Böhmen und das da unten wäre Königreich Bayern, wo ich nicht genug habe. Das heißt, ich muss tatsächlich mir irgendwas überlegen, um meine Söhne loszuwerden. Wohingegen, wenn du jetzt sterben würdest, aber die Sache ist, du bist ja auch erst 47. Ja. Du willst ja wahrscheinlich noch weiter expandieren. Ja, unbedingt. Und da hört man es schon. Ne? Die Gier ist noch nicht gesättigt. Ja, Gier. Wenn man das jetzt Gier nennen muss. Wie würdest du es nennen? Das Befreiungsbedürfnis. Ach so, was willst du denn als nächstes befreien? Hast du schon alles, Ostfriesland, alles. Stade, Dithmarschen, Lübeck, Mecklenburg, Wilzenland, Baronie von Potsdam, Magdeburg, Dessau, Nizia, Brenn, Ukria, Prenzlau, Lebus, Posen, Sieradz, Krakau, Wolodymyr, Thurau, also Czasaria. Die ganze Welt also. Ah, nee, jetzt waren nur so jetzt für den Anfang so ein paar Sachen. Okay. Dann, ja, bei mir ist das, wie gesagt, ich würde schon auch gern König von Bayern werden, muss ich sagen. Komplett. Und ich bin schon weiterhin entschlossen auch. Letztes Mal hat mich meine Frau ja mit einem Bischof betrogen. Darauf habe ich hier diesen Bischof einfach komplett unterworfen, hier Fürstbischof Hermann. Ich bin auch schon ein bisschen gewillt, meinen Rachefeldzug gegen die liederlichen Bischöfe dieser Welt weiterzuführen. Ja. Mach das mal. Ich sehe hier. Warte mal, hä? Oh nee, Entschuldigung, ich hätte fast einem guten Freund den Krieg erklärt, das wollte ich gar nicht. Kennst du das, dass das manchmal einem aus Versehen passiert? Nee, aber es liegt auch daran, dass mein Charakter, glaube ich, nicht wirklich gute Freunde hat in dieser Welt. Ach nein? Er sieht, glaube ich, inzwischen jeden als entweder einen Ketzer oder jemanden, der ihm die Frau ausspannen will. Ja, aber ehrlich gesagt, ich meine, also er ist jetzt nicht unbedingt paranoid, würde ich sagen, oder? Nee, das ist ja die Sache. Er hat ja guten Anlass, leider. Deswegen ist es leider so. Deiner ist ja großer Diplomat, aber. Und du hast ja auch treue Freunde. Du hast doch treue Freunde in. Wo war das? In irgendein Verbündeter hatte ich doch ständig. Ja, guter Freund, ein guter Freund von mir. Ich gucke jetzt gerade mal, wen ich alles den Krieg erklären kann. Damit ich weiß, wo ich als nächstes einmarschiere. Ja, dann wollen wir loslegen. Du, ich bin schon mittendrin eigentlich. Ich habe bereits mir überlegt, wer ist die nächste arme Sau, die ich vom Thronsaal jage und habe mir schon einen ausgesucht. Wow, okay. Ich bin gerade etwas frustriert, dass mein eigener Bischof Rudolf ein kompletter Vollidiot ist. Ja. Der hat Bildung 8, das ist schlecht. Und ich habe hier Fürstbischof Hermann von Salzburg, der hätte auch gerne einen Posten im Rat. Und der hat 23, aber der Bischof ist ja der Einzige, den du nicht selbst bestimmen kannst. Oh, okay. Deswegen, ich habe sogar zwei Bischöfe, die gerne Ratsposten. Das Problem ist, die sind auch nur in Wissen gut, in allem anderen sind sie Mist. Und dann gebe ich ihnen ja keinen Ratsposten. Aber. Nee. Aber Bischof Rudolf ist halt ein kompletter Versager. Der ist auch noch, guck dir das an, der ist hinterlistig und sadistisch. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Bischof? Ja. Also das geht ja gar nicht klar. Der hat fünf Frömmigkeitspunkte, kriegt null Frömmigkeit im Monat. Hingabestufe sündig.
was macht der überhaupt noch in der Kirche? Kann ich den irgendwie, nee. Kann ich hier die Exkommunikation? Oh ja, ich lasse ihn einfach exkommunizieren. Komm, der Papst, wobei, das kostet mich halt mein ganzes Glauben. Kann ich ihn auch umbringen lassen? Ja. Komm. Ey, wie kann ich jetzt nochmal schuld, darf ich mal ganz kurz Pause machen? Ich habe jetzt hier, ich will jetzt mein Militär ausheben, ne? Wie kann ich das jetzt, will es jetzt in dem Fall im Norden, in Hamburg ausheben. Ich habe jetzt da die blaue Flagge hingestellt. So, wie kann ich das jetzt, weil wenn ich jetzt unten auf alle Armeen ausheben drücke, dann kommen sie wieder da irgendwie unten in Oldenburg raus. Du kannst die Flagge direkt anklicken. Und da kannst du dann entweder alles hier ausheben oder nur die aus dem aktuellen Gebiet. Also hier alle ausheben oder alles Kriegsvolk? Was ist der Unterschied? Alle ausheben. Kriegsvolk sind nur deine Spezialtruppen, also deine... diese manuell rekrutierten. Okay. Stark, danke, kann weitergehen. Ich möchte mich entschuldigen für die kurze Pause, das war wichtig. Jawohl, ich kann jetzt tatsächlich, ich könnte einen Religionskrieg um das Königreich Pommern oder Polen führen. Dieser, was hat denn der? Der herrscht ja auch über alles. Und der haut ab. Okay. Aber es ist auch wieder so ein Stammesreich. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja nicht diese ganzen dummen Stammesreiche hier haben. Nee, wer will das schon? Die sollen sie erstmal hier für sich, das sollen sie unter sich ausmachen. Ich musste tatsächlich mich allmählich mal um meine Söhne kümmern. Und weil jemand im Chat es schon gesagt hat, ich verdecke ein bisschen das Menü. Das Blöde ist, ihr seht es ja schon, es gibt keinen, es gibt keine Kameraposition bei Crusader Kings 3, wo du nie irgendein Menü verdeckst, weil das Spiel so viele Menüs hat, ja. Dass du leider, da nicht ganz drum rumkommst. Ich möchte übrigens sagen, Maurice, ich glaube, dass mein Enkel Maurice, the second generation, der wird, glaube ich, echt gut, weil der ist ein Genie und der ist auch jetzt noch fleißig geworden. Geil. Ich glaube echt, das wird ein guter Typ. So, mein zweiter Sohn, Nils der Zweite, geht ins Kloster. Das ist schon mal gut. Ich habe ihn ja bewusst zum religiösen Eiferer erzogen. Ja. Aber eigentlich mehr, weil ich wollte, dass er in meinen Fußstapfen folgt. Jetzt ist er halt einfach schon mal aus der Schusslinie für die Erbschaft. Blöderweise habe ich gerade noch ein neues Kind bekommen. Echt? Was ein bisschen doof ist. Oh, das ist auch ein Genie. Nils der Vierte. Ist ein Genie? Moral. Ja. Ey, ganz ehrlich, Maurice the Second Generation ist ein Genie, ist nachdenklich und fleißig. Jetzt muss ich fast überlegen, ob ich irgendwie die anderen Söhne alle loswerde, weil Nils der Vierte halt offensichtlich besser ist als sie. Guck dir das an, der hat jetzt schon mit 2 Jahren durch diesen Genie-Trade bessere Werte, also fast bessere Werte, als der Bischof, den ich um die Ecke bringen lasse. Das ist ja ungeheuerlich. Ja. Das ist ungeheuerlich. Und ich würde dir überlegen, wie die englische Königin drüber nachzudenken, vielleicht eine Generation in der Thronfolge zu überspringen. Oder? Vielleicht. Ich meine, sagen wir ehrlich, je weiter weg der nächste Thronfolger vom derzeitigen ist in der Ahnenfolge, desto besser, oder? Ist das so? Naja, also, du weißt ja nicht mal, ob die Kinder von dir sind, ehrlich zu sein, oder? Das stimmt. Beim Neuen, das stimmt. Das Neue ist von meiner zweiten Frau. Die war bislang nicht so untreu. Das dauert hier aber lange, bis Ahrensburg fällt. Vielleicht muss ich so ein paar... Wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, dass ich mir ein Regiment... Trebuchets oder hier Katapulte hole, ist dann die Belagerung schneller? Ja. Deswegen sind Katapulte auch sehr, sehr gut. Dann werde ich mal gucken, dass ich einen Katapult mir besorge. Und einen Kriegsgrund muss ich mir noch ausdenken. Da hört man schon die Wahrheit. So, Nils der Dritte, den würde ich halt auch gerne loswerden. Könnte annehmen. Es ist natürlich sehr sonderbar, er ist tugendhaft und sündhaft. Deswegen ist es plus 20 und minus 20. Er mag mich auch sehr. Mhm. Unser Lehnsherr wird angegriffen. So, ich könnte auch ein bisschen mal Gold benutzen, um meine Besitztümer auszubauen. Hier die Grafschaft von Innsbruck. Die Grafschaft von Innsbruck.
Nee, Prag muss ich erstmal ausbauen, weil in Prag kann man gut Geld machen. Oh, scheiße. Ist das ey, ein, das ist ja richtig geil, Maurice. Ich hatte mich mit einem Mann hier sehr gut angefreundet, mein bester Freund, Rokestis. Ja. Und jetzt war ich vom Stress überwältigt, aufgrund der vielen Aufgaben, die in meinem Schoße liegen und nach Aufmerksamkeit schreien. Und jetzt, dadurch, dass ich diesen Rokestis hatte, konnte ich mich bei dem ausheulen. Und das hat mir sozusagen den Stress jetzt genommen. Das ist ein guter Freund. Wirklich ein anständiger Freund, würde ich sagen. Ja, oder? Ja. Und hier in Jungbunzlau kann ich auch noch bauen. Wenn ich nicht mal weiß, was... Ich wusste nicht mal, dass Jungbunzlau eine Region ist, die in echt existiert. Aber nun weiß ich es. Jetzt weiß es. Wir haben einen neuen König. Tatsächlich, wir haben einen neuen König. Und mein schwächlicher Bischof Rudolf wird jetzt hier vielleicht gleich von einer Schlange gebissen. Oh, warte mal, ich glaube, werde ich hier gerade angegriffen? Nee, von einer Spinne. Wirst du angegriffen? Weiß ich nicht. Was? Rudolf hat überlebt, obwohl ich 95% Erfolgschance hatte. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Komm, wir probieren das nochmal. Das muss doch klappen. Der Typ ist auch so unbeliebt und so blöd, dass selbst das jetzt, obwohl er wachsam ist, das zweite Komplott auch noch 95% Erfolgschance hat. Er ist wahrlich gesegnet, sagen wir im Chat zu diesem Bischof. Ich habe eine sogenannte Frage. Jawohl. Woran erkenne ich, dass jemand mir böse gesinnt ist? Inwiefern jetzt, dass er mit dir im Krieg ist? Ja, dass der mich... Also wenn du im Krieg bist, siehst du unten rechts so ein Schild. Oh Gott. Bist du im Krieg? Ja, kann ich abhauen? Kann man flüsten? Mach mal auf Geschwindigkeit 1. Uiuiui. Okay, das war ein Griff ins Klo gerade. Was ist passiert? Da kam, eine Armee, die war fünfmal so stark wie meine. Und ich war mir sicher, ey, hier die Lübeck hat ja nix. Schwuppsiwupps. Ja. Ja, das ist doch... Hat deine Gier und deine Hubris, Nils, dir da ein Problem bereitet? Ich muss mal hier dringend mal erstmal Leute in den Krieg rufen. Ich habe schon so eine Standleitung zu meinen Verbündeten. Und, Das stimmt, die inzwischen sind die, wissen die, was sie von dir zu erwarten haben. Nein. Ey, Maurice, meine Schwiegertochter, Eugenia, schmiedet Ränke. Oh, und gegen dich? Gegen meinen Ritter. Gelder. Sowas. Das ist ja unfassbar. Ich meine, das kann natürlich auch sein, dass sie versucht, ihn einfach zu verführen oder so. Nee. Die schmiedet Ränke. Schlimm. Das ist echt unangenehm. Das ist echt nicht okay. Da muss irgendwie, muss Konsequenzen haben. Unfassbar. So, was passiert jetzt hier? Die belagern die Stadt. Meine Truppen sind irgendwo in der Auflösung begriffen. Wer ist denn das, der dich angreift? Ja, ich hatte Lübeck angegriffen, weil er nichts hatte. Und jetzt hat er aber irgendwelche komischen Verbündeten sich angelacht, die sehr mächtig sind. Nils, findest du nicht, dass da eine gewisse poetische Gerechtigkeit schon auch existiert? Also, dass quasi...
Hast du nicht auch ständig dir komische Verbündete angelacht und damit Leuten auf die Nase gegeben, die eigentlich viel stärker waren als du? Maurice, es tut mir leid, ich muss dir eine Antwort schuldig bleiben in dieser Frage, denn etwas ist dazwischen gekommen. Rokestis ist tot. Oh nein! Rokestis ist tot. Und damit... Bei dir... Das ist ja bei dir, das ist ja schlimm bei dir gerade. Du... Dann bricht ja das Kartenhaus des Nils komplett zusammen. Bremen wird belagert. Das ist ja schlimm. Von einer... Woher kommt diese Armee? Bistum von Bremen. Woher kommst du? Wer ist das? Ich muss jetzt hier mal dringend entsetzt werden. Wo sind meine Truppen? Sie haben sich einfach verpieselt. Hast du Geld? Du kannst Söldner ja noch anheuern. Wenn du auf Militär gehst in den Söldnerreiter, da kann man ein Söldnerheer sich holen. Ja. Ich habe kein Geld. Kann dir nochmal welches schicken? Moment. Oh, geil. Geld nehme ich immer. Ich hänge an deinem... Ich kann einen Krieg erklären, aber nicht dir, sondern unserem Lehnsherren, unserem gemeinsamen. Hier, Geschenk schicken. 172 Goldmünzen sind jetzt bei dir. Boah, damit kann ich was anheuern. Nehme euer Geschenk dankend an. Geh ins Militär und... Nehme mir Söldner. Ich hoffe natürlich, dass du die jetzt auch sinnvoll einsetzt und das Geld nicht verbrätst. Ne? Nee. Nie im Leben. Wie sieht es denn hier übrigens aus? Kann ich jetzt irgendwie mal hier ein Königreich Böhmen? Oh. Nein, ich kann ja nicht König werden, weil mein Lehnsherr König ist. Das heißt, ich müsste irgendwie mal hier. Aber wie stark ist denn der? Der ist gar nicht so stark. Aber er hat Verbündete. Ey, jetzt muss ich erstmal checken. Wo sind denn die? Da. Geht hier ab. Das Herzogtum Österreich bekriegt sich mit irgendwem, aber das soll ja nicht mein Problem sein. Oh Gott. Ich sollte auf jeden Fall nochmal Krieg führen und meine Söhne zwingen, Ritter zu sein. Vielleicht kann ich so einen loswerden. Alter, lauf doch dahin! Oh, das ist allerletzte Sekunde. Ne, hier, genau, Ritter. Gut, Nils der Erste ist auch richtig schlecht als Ritter. Das heißt, vielleicht wird es ihn tatsächlich ereilen. Nein, nicht Nils. Es geht ja nur um... mir liegt ja Nils der Vierte dafür sehr am Herzen. Es wird mir gesagt übrigens, Nils, dass der Grund, warum du so eine fette Armee in die Fresse bekommen hast, ist, dass du zwischen die Fronten eines Kriegs deines Lehnsherren gekommen bist. Och, das ist doch albern. Also das ist eine Armee, die wollte gar nicht zu dir. Die erobert nur einfach gerade Gebiete unseres Lehnsherren und damit eben auch von dir. Das ist ja einfach unglaubliches Pech. Das ist in der Tat, hatte ich auch schon mal. Das ist sehr deprimierend, aber das ist so ein bisschen, wie es halt auch im Mittelalter war. Ne? Du wirst halt Spielball höherer Mächte. Ich habe auch das Gefühl, dass dem so ist. Was ist denn das hier für eine? Die Grafschaft von Ravensburg ist irgendwie unabhängig geworden. Da kann ich doch bestimmt dann irgendwie hier... Ich verliere langsam etwas den Überblick. Wo sind meine Armeen? Wo sind meine Armeen? Vielleicht sind sie alle vernichtet worden. Maurice der Zweite wurde ermordet! Oh Gott! Was? Wie konntet ihr Maurice der Zweite das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn, sein Leben hatte noch so viel vor ihm.
Alter, Maurice ist einfach ermordet worden. Na gut, ein Problem weniger. Ich meine, es ist ja, wenn man genug Söhne hat, ist es ja erstmal kein Problem. Seitens war dein Lieblingssohn. Ja, Maurice, der Zweite ist natürlich echt einer der besten Söhne, die man sich nur vorstellen kann. Also die Sache ist tatsächlich, dass wenn ich mir deine Kriege so anschaue, dann siehst du ja, der Krieg, den du selber führst, den gewinnst du. Du solltest nur versuchen, dich von dem Typen fernzuhalten, der dagegen deinen Lehnsherren kämpft. Ja, ich bin ja hier, ich verliere langsam den Überblick. Ich check schon mal gar nicht so genau, was sind jetzt meine Truppen? Ich weiß, ich sehe auch warum, ich sehe auch das Problem. Weißt du, warum du da genau zwischen die Fronten gerätst? Weil dein König führt Krieg gegen den König von Dänemark. Oh nein, ist der völlig wahnsinnig. Und die laufen durch Dänemark mich durch. Halt also und genau, um da durchzukommen, muss der Däne halt genau durch dich durch. Oh, dieser Däne. Und deswegen ist das Beste, was du machen kannst, so ein bisschen dich rauszuhalten und diesen Sturm über dich ergehen lassen, weil du wirst dann nur Truppen verheizen gegen den. Gegen den, ja. Gegen den Dänen, genau. Du kannst das eh Alter, nicht gewinnen. 7000! Ja, du kannst das eh nicht gewinnen. Das heißt, du musst da einfach abwarten und diesen Sturm über dich drüber rollen lassen, bis dieser Krieg dann vorbei ist. Ja, ich... Alter, alle sterben. Alter, ganz ehrlich, alle sind tot. Bei mir. Ich habe nicht mal mehr Ratsmitglieder. Alle sind tot. Was, echt? Ja. Oh Gott. Kein Ratsverwalter mehr. Maurice muss das jetzt machen. Du kannst ja weiterhin wie letztes Mal versuchen, dir über den Charakterfinder halt einfach tolle neue Typen zu finden und dir neue Freunde anzulachen. Ja, das muss ich ja, dauert einen kleinen Moment. Bis ich jetzt hier erstmal. Kannst auch pausieren, wenn du willst, wenn du gerade mal einen Moment brauchst, um den Überblick zu verschaffen. Ja. Was? Das ist auch das. So. Ich habe jetzt erstmal so Platzhalter da reingesteckt. Die können alle nix. Ich brauche dringend neue Leute. Die sind alle unfähig. Und meine Armee kämpft hier oben. Völlig unnötigerweise. Und verliert natürlich. Alter. Diese Dänen überrollen mich einfach. Weil mein neuer König, der ist ja auch noch nicht lange im Amt, ne? Das ist doch nicht deren Ernst. Der erklärt denen den Krieg, schickt aber keine Truppen vorbei und lässt die Dänen komplett durch mein Land marschieren. Also ich glaube, du solltest auch bald hier einen Unabhängigkeitskrieg erklären, weil offenbar dein König nicht so der Geile ist. Es wird übrigens gesagt, bei mir im Chat weisen sich darauf hin, dass du in deinen Chat schauen sollst. Die haben anscheinend noch Ratschläge für dich. Genau, lieber Nils Chat, mein Problem ist tatsächlich, dass ich Nils Bildschirm nicht sehe, deswegen könnt ihr ihm nochmal Ratschläge geben, die mir vielleicht nicht auffallen. Vielleicht habt ihr noch weisen Rat für ihn, was da gerade passiert. Wilbald ist doch ein großer Diplomat. Kann er nicht seinen König zu einer Friedensverhandlung mit Dänemark bewegen? Blau sind Freunde. Blau sind verbündet. Achte auf deine umkämpfte Gebiete. Blau ist verbündet? Ja. Oh. Blau ist verbündet? Okay, aber haut er jetzt ab oder was? Habe ich überhaupt noch irgendwas? Ich muss meinen Überblick erstmal hier herstellen. Ich habe meinen Bischof übrigens umgebracht, aber es wurde nicht einer von denen eingesetzt, auf die ich irgendwie Bock hatte, sondern ein neuer Typ, der sogar einen Punkt Wissen noch weniger hat. Es hat also tatsächlich absolut nichts gebracht. Ich habe meinen Krieg gerade gewonnen, sagt der Chat. Ja, na klar, das war ja auch genauso von mir gewollt. What? Ja, du hast den du selber führst, hast du gewonnen. Der ist jetzt separat von dem, wo dein Lehnsherr... Wie viele Dan-Gags willst du eigentlich noch
machen, Maurice. So viele, wie ich kann, Nils. So, König Volkmar von Bayern. Kann ich nicht hier irgendwie... Warum will der Papst nicht mir einen Anspruch auf das Königreich von Bayern geben? Okay. Ich muss noch ein Friedensangebot. Warte mal, erstmal mache ich ja das hier. Okay, also ich habe jetzt aus irgendeinem Grund Lübeck. Da habe ich gehört jetzt mir. So, das ist alles jetzt nicht so gut. Das sind alles diese sogenannten Dänen. Ich löse meine Armeen auf. Habe ich nicht noch so eine Geisel? Ihr solltet den Titel Lübeck feudalisieren. Was bedeutet das? Jemanden vergeben oder sowas? Nee, feudalisieren heißt, also das ist aktuell wohl noch ein Stammestitel. Das heißt, der bringt dir sehr wenig Geld. Aber feudalisieren kostet auch eine Menge Geld. Das ist so ein bisschen erstmal ein nutzloses Stück Land für dich. Lübeck ist ein nutzloses Stück Land für mich. Alter, der hat eine Armee über 8000. Und das ist nicht mal alles, was der hat. Das kostet 500 Gold. Genau, das ist richtig teuer. Okay. Ich ignoriere die Dänen. Denen tue ich einfach nichts. Aber Mecklenburg. Wann seid ihr denn mal raus? Als nächstes muss ich mir doch Mecklenburg holen. Ja, immer schlimmer, Nils. Aber gut, ich intrigiere auch gerade und versuche mir das Königreichstitel von Bayern irgendwie zu schnappen. Aber den hast du dir auch verdient. Ja, danke. Finde ich auch. Aber der Papst ist noch nicht der Meinung. Das verstehe ich auch nicht ganz. Was will der denn? Was will der Papst? Was will der denn machen? Ja, er sagt halt, er gewährt mir den Anspruch nicht, weil er offensichtlich nicht der Meinung ist, dass ich von Gottes Gnaden ausersehen bin, dieses Land zu besitzen. Und das finde ich halt auch irgendwie daneben, das kapiere ich auch nicht ganz. Weil König Volkmar, okay, der ist vielleicht fleißig, großzügig und ehrgeizig und ein meisterhafter Philosoph. Ja. Aber ist er wirklich so toll? Nein. Ich habe ihn mal erlebt auf einem Empfang bei Ritter Rüdelhold. Und dort hat er sich sehr rüpelhaft geäußert. Ja, schon, ne? Also. Tja! Oh, hier wird richtig gekämpft, du. Du hast ja keine Ahnung. Hier ist ein richtig harter Krieg. Gerade im Gange. Ja, ich sehe es hier, die erste Armee von Roskilde. Meine ganzen anderen Armeen werden hier gerade belagert. Warte. Muss mal eben, kann ich mal ganz kurz pausieren? Ja, klar. Muss mal eben ganz kurz, das blau. Okay, blau. Okay, Entschuldigung, geht weiter. Jawohl. Oh, warte mal. Oh ne, keine gute Idee. Ich hab's mir anders überlegt. Ich wollte gerade mit 674 frisch ausgehobenen Männern, zum Teil ältere Herren, Kriegsverwundete, Versehrte, gegen ein 6000 Mann starkes Heer antreten. Oh, jetzt haut der wieder ab. Ah, okay, ich verliere alles, was ich hab. Alles klar. Warum, Nils? Was tust du? Ja, die Dänen haben einfach jetzt... Was soll ich denn machen?
Was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht, aber nicht, was du gerade getan hast. Ja, ganz ehrlich, ich gehe doch nicht kriecherisch unter. Ich gehe stehend unter. Okay, das kann ich verstehen. Also wer bin ich denn? Wenn ich mich hier niedertrampeln lasse von dänischen Kriegsbarbaren. Da geht er down. Ey, aber ihr habt alles gegeben. Und verloren. Aua. Ausgerechnet in Hamburg. Das tat weh. Aber ich habe meinem Volk gezeigt, dass ein Herzog Uli von Bödefeld. Oh. Oh. Ah, das ist ja fürchterlich. Ah. Ja, dein Lehnsherr ist auch so ein bisschen, dieser Krieg geht irgendwie noch eine Weile, weil da niemand gewinnt gerade. Ey, Maurice, the second generation, ne? Wird der edelste Mensch, der edelste und klugste Mensch, den diese Welt je gesehen hat. Tatsächlich? Ja, es ist wirklich so. Ich sag's dir. Was hat er jetzt wieder getan? Jetzt hat er noch die Eigenschaft treuherzig bekommen. Nicht schlecht. Also Nils der Vierte ist gerade erstmal nur reizend. Aber ich bin schon gespannt, was er für ein Mensch wohl wird. Und er ist halt der erste Sohn von meiner zweiten Frau, Herzogin Katharina, die mir bislang noch nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, so schäbig untreu geworden ist. Wo sind meine Verbündeten? Wo sind meine Verbündeten? Wo waren sie, als Hamburg fiel? Wo waren sie, als Lübeck fiel? Das Problem bei Verbündeten ist, die kapieren nicht, dass du im Krieg bist, weil er dein Lehnsherr formell genommen nur im Krieg ist. Das ist einfach unfassbar, wie ich hier Opfer der Geografie werde. Alter, hier sind Truppenbewegungen bei mir gerade, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ein Truppenaufmarschplatz. Ich guck's mir ab und an, ich sehe es tatsächlich. Zieh dich und deine Söhne aus dem Krieg zurück. Ja, wie denn? Wenn du jetzt eine Unabhängigkeitsfraktion gegen deinen König erschaffst, kannst du unabhängig werden, während dein König mit Dänemark beschäftigt ist. Das ist eine interessante Idee. Das Problem ist, das kann halt auch richtig sich... Also der ist halt so mächtig, der König, der hat ja 4000 Mann. Er ist zwar mit Dänemark beschäftigt, aber vielleicht schafft er es trotzdem, dich im Vorbeigehen wegzuklatschen. Ja, davon ist auszugehen. Und währenddessen nutzen die Dänen die Zeit, die sie haben, und belagern mich im Norden. Und der andere Typ macht mich im Süden platt. Dann werde ich zerrieben. Oh Gott, ey, ich hasse das. Ich kann nur noch abwarten und zuschauen. Ich bin passiv. Verdammt dazu. Zu hoffen, dass die Truppen sich ein anderes Schlachtfeld suchen. Während Hamburg und Lübeck fallen. Ja, das ist eine der blödsten Situationen, in denen du sein... Vielleicht hat ja mein Chat noch Ideen, was Nils machen könnte. Das ist eine der blödsten Situationen, in der du in diesem Spiel sein kannst, tatsächlich. Das passiert eben, solange du noch ein kleiner Wurm bist, sozusagen. Und höhere Lehnsherren über dir sind. Ich hab mir einfach gerade einen hinter die Binde gekippt. Das kann man immer mal wieder machen. So, hier ist das. Mein Verbündeter ruft mich derweil in den Krieg um irgendeine winzige Grafschaft, die mir egal ist, aber ich ehre natürlich meine Bündnisse. Selbstverständlich. Ah, hier wird richtig gekämpft gerade.
Ich glaube, der Frankenkönig wird diese Schlacht gewinnen. Nein. Oh. Auch bei mir wird gesagt, du musst den Krieg, soweit du kannst, eben ignorieren. Was halt natürlich klar, es gibt eben die Grenze, dass du Opfer des Kriegs wirst, aber wirf da keine Truppen rein weiter, weil da hast du einfach nichts von. Da habe ich nichts von, das ist richtig. Stattdessen baue ich einfach jetzt in Oldenburg irgendwas Schönes. Was kann man denn da mal bauen? Kann ich hier noch was bauen? Neues Besitztum errichten. Nee, das ist erst für später. Damit machst du quasi, schaffst du neue Städte und Burgen. Aber jetzt ist erstmal bei dir angesagt, deine bisherigen Sachen. Am besten erstmal mit Sachen, die Geld zu bringen. Nimm erstmal mal deine Kerngrafschaften und bau da Sachen, also die, mit denen du angefangen hast. Das sind in der Regel die, die auch schon am meisten bringen. Und bau da noch Sachen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Aha. Oh. Oh nein. Sag mal, Maurice ist doch bereits verheiratet. Und jetzt will er eine Liebschaft beginnen. Oh. Mit einer jungen Dame. Der. Ja, also. Das kann ich doch nicht erlauben, oder? Na, ich weiß nicht. Bist du so jemand, der seinen Kindern nicht erlaubt, weißt ihrem Herzen was? Zu folgen? Als jemand, dessen Kompass sich oft in der Lende aufhält und seine Entscheidungen halt danach ausrichtet, da kann ich nicht glaubwürdigerweise meinem Sohn verbieten, sich mit anderen Damen zu vergnügen. Das kann ich einfach nicht. Da mache ich mich ja lächerlich. Soll er doch. Soll er tun. Das ehrt dich, Nils, dass du ihm diese Freiheit gewährst. Das würde nicht jeder Vater tun. Okay, ich sollte mir den bayerischen König anlachen. Hier. Ah, König Volkmar von Bayern. Ja, das ist der, den ich, dessen Königreich ich gerne hätte. Ich werde mich bereits mit ihm anfreunden, er muss mir helfen. Oh Gott, meine Städte werden einfach so weggewämst. Seinen Enkel mit seiner Tochter. Okay. Oh ja, mein Enkel mit der Tochter, das ist eine gute Idee. Capitalism 81 hat abonniert, vielen Dank. Ein schöner Username, ein interessanter Username. Ja, ich bedanke mich bei Plox, El Gueno und Don Camillo, die das auch in letzter Zeit getan haben. Das ist eine wahre richtige Gentleman. Entscheidung. Wahre Gentleman. Und jetzt Raptai hat bei mir auch abonniert, vielen Dank. Übrigens nochmal der Hinweis für alle, ihr könnt uns beiden zuschauen mit einem Multistream-Link. Dann könnt ihr zwei Fronten gleichzeitig sehen. Ey, darf ich dir was sagen? Jawohl. Meine Gattin ist verschieden. Und mit ihren, mit ihren Pusteln auf dem Gesicht sieht sie noch älter aus, als sie war. Werte Bertha, ich mag euch zwar nicht geliebt haben, und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es je für möglich gehalten hätte. Wow. Okay. Das heißt doch, ich kann jetzt vielleicht irgendeine andere Tochter heiraten. Und damit ein neues Bündnis schließen, ja. Und wenn ich dann aber noch einen Sohn kriege, uiui, dann wird's gefährlich. Das stimmt. Du musst auch leider bedenken, dass wenn du durch sie ein Bündnis hattest, ist das jetzt weg. Oh. Weil, Muss schnell heiraten. Bevor ich vom Markt bin. Bündnis macht. Du bist auch sehr pragmatisch geworden und du sortierst nur noch nach Bündnismacht. Mhm.
Ja, also ich jetzt ist es jetzt in der derzeitigen Situation bayerisch. Herzog von Tirol. Das bin ich. Beatrix von der Moral. Ach so, Wir tatsächlich. können uns aber gerne verbünden. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob ich meine, was ist das, meine Die ist ein Beatrix, Jahr wie, alt. ob ich die jetzt mit irgend so einem Ich bin 50-jährigen Knacker, wie die 51. Sie heiraten ist ein will. Jahr alt. Ja. Aber ich meine, Nils, wir können über alles reden. Also, die Staatsräson gebietet ja manchmal, dass man halt Dinge tut. Ja, absolut. Du hast völlig recht. Also das ist ja für alle einfach. Nur die beiden müssen es halt aushalten. Ich meine, da wird ja nichts passieren. Die ist ja, das ist ja rein formell. Die kriegt dann da ihr Kinderzimmer, da kann sie dann spielen und ich mache Politik. Ja. Und ich habe auch Herpes, aber das ist ja, also ist in dem Fall irrelevant. Oder halt Beatrix, Prinzessin Beatrix vom Ostfrankenreich. Dann hätte ich ein Königreich Ostfranken. Das ist auch nicht schlecht, oder? Oder Auch die nicht schlecht. Bayern. Herzogtum Tirol, ist das mächtig? Das bin ich wieder. Ach, stimmt, Ich das war's ja. bin Ach, der ich Herzog von verwechsel Tirol. das immer. Woran sehe ich? Ach, ich heirate diese Vierjährige. Boah, sie wird auch noch annehmen. Das ist ja fürchterlich. Bist halt eine gute Partie, Nils. Was? König Volkmar deutet meine Freundlichkeit in der Zeit als Zeichen und kam zu mir, um in mein Gefängnis zu sprechen. In meine können. Ja. Oh Gott. Ich habe jetzt eine neue vierjährige Frau und. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, Nils. Ja, aber. Oh Gott, ey, sie sieht auch so wenig begeistert aus. Sie hat so wirklich gar keine Lust an dieser Verbindung. Sie ist. Oh, ihr gefällt das überhaupt nicht gut. Sie hat sich. Sie sah aus, als wenn sie tagelang nur geweint hätte. Aber ich kann Oh sie auch mein echt nicht übel Gott. nehmen. Ich muss. Ja, ich kann sie ja wirklich einfach nicht übel nehmen. Nils, du Monster. Ich will diesen Anspruch. Weißt du, um 2 Punkte will mir der Papst nicht das Königreich Bayern geben. Ich finde das ganz schlimm. Jetzt wollte ich den König ermorden und es ist aufgeflogen, dass ich das tun wollte. Das ist auch echt nicht gerecht, finde ich. Ja. Und ich kann ihn auch nicht exkommunizieren lassen. Was kann ich denn machen? Ich habe halt eine Unabhängigkeitsfraktion, aber irgendwie will da auch niemand Mitglied sein. Ich verstehe Ein. das gar nicht. Ey, ich habe mich voll angefreundet mit dem einen Typ. Mit wem? Mit dem König von Bayern. Wir sind richtig Ich gute. versuchte ihn gerade umzubringen, Ey, nein, aber das, es wir sind klappt richtig gute nicht. Freunde. Ja, aber er ist halt König von Bayern und ich wäre gerne König von Und Bayern. ich kann seiner Prinzessin Engeltraut von Bayern, die ist 5, die kann ich jetzt mal schön mit. Die werde ich mal mit meinem Enkel vermählen. Und du Ich musst. versuche jetzt derweil mal. Wo ist mein Enkel? Ich werde versuchen, hier schlimme Geheimnisse auf den. Am Königshof von Bayern aufzuspüren. Damit ich da halt einfach Oh, dem Papst sagen kann, guck dir an, was das für ein Typ ist. Maurice. Du weißt doch Ja. vorhin noch, ne? Baron Köpke, Gemahl von meinem Vasall Baronin Bertha, hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Meine Vasallin, Baronin Bertha, soll eine Affäre mit meinem Sohn und Erben Maurice haben. Oh. Ich weiß nicht, was dieses aufheben soll. Lust ist schließlich keine widernatürliche Krankheit. Das stimmt. Und ich meine, du bist auch wirklich, du hast gerade eine Vierjährige geheiratet. Du kannst jetzt wirklich niemand anderem vorwerfen, Eben. wen er heiraten möchte. Eben.
Wie kriege ich dieses Königreich von Bayern? Das kann doch echt nicht sein. Das ändert sich auch nicht, ne? Weil ich muss irgendwie den Papst dazu kriegen, den König von Bayern weniger zu mögen. Und der Papst, Leute, es bringt nichts, die Meinung vom Papst zu erhöhen, der hat schon 100. Da bin ich an der Schwelle. Da bist du an der Schwelle. So, wo finde ich denn jetzt hier eigentlich meinen Sohnemann? Maurice, da. Maurice the Second. Ehepartner. Genau, Lakusa, Geheimnisse ausspähen. Das probiere ich gerade. Ich versuche gerade, irgendwelche schmutzigen Geheimnisse im Hof des Königs von Bayern zu finden. Damit ich dann... Warum? Ich bin doch gerade dabei, mich mit Bayern zu verbünden. Wo ist sie denn? Wenn ich Bayern bin, können wir uns ja auch verbünden. Ach so. Warte mal. Wo war sie denn? Ist sie schon versprochen? Bauernaufstand? Es gibt einen Bauernaufstand bei mir? Nein, 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 nein. Du, ich bin mir nicht sicher. Da bayerisch. Susanna? Wer ist das? Unehrenhaft. Unverheiratet. Pilsen. Nee, nee, nee. Ich will die... die Tochter war doch unverheiratet. Oder etwa nicht. Haupterbe. Unverheiratet. Ja. Prinzessin Engeltraut. Die ist krank. Aber die ist auch intelligent. Die würde mit dem Genie gut klarkommen. Engeltraut von Bayern. Engeltraut von Bayern. Die suche ich jetzt. Kann man bewusst suchen? Nee, ne? Nee. Wonach? Nach Engeltraut von Bayern. Wie alt war die? 8, ne? Hast du jetzt von 4-Jährigen auf 8-Jährige umgewechselt? Ja, der ist für meinen Enkel. Der ist ja selber so alt. Ach so, okay. Das ist dann legitim. Wo war die denn jetzt mal? Rechtsklick auf die Tochter. Ach echt? Das geht? Rechtsklick auf die Tochter. Heirat arrangieren. Mit. Was? Da. Da, mit Maurice, the second generation. Wird nicht annehmen. Wer, warum denn das nicht? Hans, wenn du auf die Zahl gehst, siehst du, was die Gründe sind. Engeltraut steigt durch die Heirat ab. Oh ja, das ist natürlich ein wichtiger, relevanter Faktor. Patrilineare Heirat. Ach, okay, das ist seine Alleinerbin. Ah, okay. Das ist der Hauptgrund. Ich hab nämlich... Er hat eine richtig krasse Meinung über mich, 72. Aber, ich muss ja eine patrilineare... Du weißt, was ich sagen will. Heirat arrangieren. Ne? Ja, natürlich. Ja. Deswegen, das will er nicht. Verstehe ich. Oh, was ist besser, zufrieden oder sprunghaft? Zufrieden? Sprunghaft? Nee. Bildung. Nee. Ich werde schon wieder überwältigt von Anspannung. Ich muss schnell irgendwo in den Puff. Du kannst übrigens, wenn du ein bisschen Geld hast, kannst du unter Entscheidungen entweder Festmahl veranstalten oder Jagd veranstalten. Ja. Das reduziert deine Anspannung. Das kostet aber immer Gold. Ich glaube, die Jagd ist ein bisschen billiger. Ja. Ah, ich werde nicht mehr von der Anspannung übermannt. Das ist gut.
Das freut mich. So, ich habe jetzt, kann jetzt irgendwen angreifen. Ich glaube, es war Stade. Ach, du bist schon, obwohl hier Dänemark und so noch weiter. Ah, nee, das ist sogar schon durch, oder? Der Krieg. Bist du schon weiter auf der Suche nach deinem nächsten Opfer? Schade, jetzt ist die Bertha, ne? Die, in Ja. die sich mein Sohn verguckt hat. Jetzt ist die auch noch bei einem Jagdunfall verletzt worden, weshalb mir die Beute entkommt. Die macht mir nur Ärger. Das war Das ist keine gute hart. Idee. Ich bin unzufrieden. Grafschaft Kassel. Ah. Na toll. Und jetzt habe ich deswegen nichts bekommen. Ich mache mal wieder einen kleinen Krieg. Es wird Zeit. Oh, ist der verbündet? Ey, wenn ich Krieg erklären mache, ne? Sehe ich dann sozusagen das Gebiet, was rot ist? Sind das seine Verbündeten? Oder Ich glaube. ein Verbündeten? Herzog von So, Thüringen? ich Nee. wollte mich unabhängig erklären und er lehnt es ab. Seid gegrüßt, mein ekelhafter Vasall. Euer schändlicher Versuch, mich zu erpressen, ist fehlgeschlagen. Gleich ganz, wie viele verderbte Seelen ihr dazu verführen konntet. Ich werde nicht kampflos aufgeben. Okay. Dann eben Krieg. Oben rechts. Zu viele Domänen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich habe zu viele Domänen, ich muss irgendwas machen. Aber ich weiß auch nicht, was. Ich weiß auch nicht. Ja, du kannst du kannst Domänen abgeben. Bleibt das dann in meinem Reich? Es wird an einem von deinen Vasallen verliehen. Okay. Du musst halt nur aufpassen, dass du ihnen nicht so viel gibst, dass du sie zum Herzog machst, weil wenn sie dann auf dem gleichen Level sind wie du, werden sie unabhängig. Okay. Aber das dürfte eigentlich nicht keine Gefahr sein bei dir, weil du hast ja nur ein Herzogtum. Okay, ich habe auch falsche Besitztümer, die ich irgendwie abgeben kann. Aber wo weiß ich das denn? Die hätte ich da oben ausheben sollen. Das passt schon. Lübeck dem Sohn, gib Lübeck meinem Sohn. Okay. Wie gesagt, ich soll Lübeck meinem Sohn geben. Lübeck, wir geben an. Maurice. Titel vergeben. Maurice von Bödefeld ist euer Vasall geworden. Ja, das will ich aber auch hoffen. Das ist, hier ist passiert aber viel, mein lieber Freund. Ich traue mich gar nicht, meinen Berliner, zu essen. Oh, ich sag's dir, wir werden jetzt richtig unabhängig hier. Ich habe keine Lust mehr, Vasall zu sein. Vor allem, nachdem ich bei dir sehe, was das, worein einen das bringen kann. Willst du dich frei machen? Ja, ich mache mich gerade frei. Ich werde erneut einen Krieg beginnen. Grafschaft von Dithmarschen. Was ist denn mit Dithmarschen eigentlich? Da kann ich ihr den Krieg erklären. Wird übrigens gerade gefragt, und das habe ich tatsächlich versäumt. Es ist ja in Civilization eine hohe Tradition, dass man seine Städte umbenennt, um ihnen Ja, ja, düsteren ja, Namen ja. zu geben. Du kannst das auch hier. Mit jeder Stadt, die du hast. Okay, das werde ich natürlich selbstverständlich mit Freude. Du musst nur auf die Stadt klicken und dann siehst du hier oben in diesem Menü eine Feder neben dem Namen. Und damit kannst du Ja. den Titel umbenennen. Aber ich halte Hamburg und Lüneburg. Ich bin ja bei mir in der Heimat, weißt du? Das stimmt. Deswegen möchte ich schon, dass sie auch so heißen, während ich jetzt hier mir hier mal was Itzehoe klaue. Dithmarschen wird jetzt bald mir gehören. Los, hol dir die Stadt. Warum belagert er sie nicht? So, komm her, König. Hä? Was, er flieht? Er flieht wie ein schäbiger Feigling? Wieso wird hier diese Stadt nicht belagert? Ist sie jetzt schon meine? Was soll denn diese feige Flucht hier? Ja, da haben wir es. Das schaffen wir doch wohl. Vielleicht stirbt auch noch einer von meinen Söhnen. Oh, das wollen wir nicht. Oh, ach, es war, du hast ja so viele, du kannst hier drauf Ich verzichten. will ja tatsächlich das eine. Ich will ja einen loswerden.
derweil hole ich mir hier die Hauptstadt und mein Verbündeter ist auch am Start. Oh, ein Dynastievermächtnis ist für mich parat. Das ist immer cool. Das sind Boni, die das ganze Spiel übergeben, selbst wenn dein Charakter stirbt. Bevor ich das jetzt alles durchlese, empfehle mir mal eins. Ich nehme als erstes immer die Blutlinienvermächtnisse. Ich weiß gar nicht, wie ich in das Menü komme. Blaues Blut? Genau, also das, was dir eine höhere Chance auf gute Eigenschaften gibt. Das habe ich jetzt gemacht. Erbliche. Weil ich finde halt, das ist am Anfang einer Dynastie sehr schlau zu nehmen, weil es dir halt das ganze Spiel über deine Wahrscheinlichkeit erhöht, dass deine Söhne zum Beispiel Genies werden, wie wir ja schon gesehen haben. Und deswegen bringt das dir... Hat, finde ich, einen schönen Schneeballeffekt, dass deine ganze Familie ab da besser wird. Wieso wird übrigens im Lakusa empfiehlt, wir sollten keine Sachen umbenennen. Ich werde hier angegriffen. Das ist doch ungeheuerlich. Oh nein. Warum? Oh oh. Kann ich hier noch irgendwas ausheben? Komme ich noch rechtzeitig? Ah, wir haben hier schon was eingenommen. Sehr gut. Es wird schwierig werden. Das kostet uns halt hier. Gut, aber jetzt. Muss mal kurz, ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal eben ganz kurz jemanden in den Krieg rufen. Entschuldigung. So, geh weiter. Oh oh. Heil dich, bevor diese Stadt fällt. Oh, er haut ab. Huhu. Oh, ey, das war richtig knapp. Mich hat hier einfach so ein Frechdachs einfach. Einfach so überfallen. Wow. Also einfach so. Ohne. Dich, der du nie jemandem was getan hast. Und jetzt werde ich natürlich jetzt gleich bei ihm einmarschieren, ist ja völlig klar. Ja, absolut. Ich habe übrigens gesagt, wir sollten vielleicht besser nicht Städte umbenennen bei mir im Chat. Das kann wohl. Synchronitätsprobleme im Multiplayer. Oh, ja, das machen wir nicht. Derweil hier los. Du Eschenlohe kriegst, dauert das noch lange. Danach kommen wir hier runter. Unglaublich, Maurice der Dritte hat gerade eine richtig gute Arbeit geleistet. Tatsächlich. Ja, ja. Alle Maurice, ich gehe davon aus, dass die nur gute Arbeit leisten. Wo sind meine Verbündeten? Ich habe sie gerufen. Zieh davon. Ich werde jetzt hier gerade. Ich werde schon Schritt für Schritt hier. Meine Unabhängigkeit mir holen, sage ich dir. Das ist ja wohl ganz klar. Macht er jetzt belagert der Hamburg? Ey, weißt du was? Der zieht sich wie ein geprügelter Hund, zieht er nach Hause ab. Und nach 100 Kilometern fällt ihm auf, ja, okay, jetzt kann ich wieder angreifen und zufällig steht er vor Hamburg und jetzt greift er Hamburg an. Wow. Wo sind meine Verbündeten? Wenn man sie braucht. Da. Du gehst mal nach Hamburg. Ja, du gehst nach Hamburg, das ist gut. Ja, 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 ja. Allmählich bin ich 54, habe immer noch 3 Söhne. Das wird schon allmählich ein bisschen ein Problem, gebe ich zu. Nils der Dritte von der Moral will auch. Was will er? Zu 50% könnte ich ihn ins Kloster schicken. Aber vielleicht auch nicht. Danke, Sigibert und Patrick.
Felix, stark. Ja, es ist so, ey, mein Verbündeter kommt gerade rechtzeitig. Ja, und jetzt verpiesel dich, Tschüssikowski. Jawohl, mein zweiter Sohn geht auch ins Kloster, sehr, sehr gut. Echt? Ja. Der Herrgott ruft ihn zu sich. Ich habe einfach keinen verfügbaren Ehepartner. Ich muss auch mal wieder heiraten zwischendurch. Wen heiratet? Ach ne, die. Nächste 50-Jährige. Eieiei, wo war das? Charakter finden. Oh, das wird eine knappe Schlacht und mein tapferer Verbündeter wird sie bestimmt rausreißen. Ha, ich habe König Volkmar als Geisel genommen. Weil gewinnen wir jetzt auch noch diese Schlacht hier schnell. Was? Was ist er denn? Boah. Halt. 63. 50. Kommen noch mehr hier. Wow! 200 Gold kriege ich für die. Wie geil ist das denn? Weil ich seine Tochter gekriegt habe und seine Erbin. Hammer. Wen hast du dir jetzt da geraubt? Ich habe mir die Unabhängigkeit erkämpft von meinem ungerechten Lehnsherren, der zufällig dein Freund und Verbündeter ist. Das ist unfassbar ernsthaft? An den weltabgeschiedenen Herzog Mauritius, von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China, sagt er mir. Das ist ja ungeheuerlich. Was? Wertvolle Geisel jetzt genommen. Könnte ich auch König von Böhmen werden, aber es bringt mir gar nicht so viel. Böhmen ist halt gar nicht so geil. Ich will ja Bayern. Der belagert da, das ist ja ultra gut. Maurice, ich bin da richtig guten Sache auf der Spur. Was denn? Ja, ich habe obere hier Ländereien. Und Maurice the Second ist erwachsen. Und er ist ein richtig. Ey, das ist ein richtig guter Typ. Bildung 19. Natürlich. Bildung 19. Verwaltung 15. Geiler Typ. Er ist ein Genie einfach. Und er ist einfach fleißig, treuherzig, zufrieden. Scharfsinniger, Intellektueller und Genie. Ich fühle mich so repräsentiert von diesem Charakter. Also er ist der Beste. Du hast mein perfektes Ebenbild gezeugt, Nils. Oder? Deinen Lenden ist es entsprungen. Ja. Das ist völlig richtig. Das sind alles Verbündete. Oh, das macht voll Sinn. Ich hole sie mir alle. Ich kann jetzt auch Frieden schließen. Kriege ich dann da oben Dithmarschen auch? Ne, erstmal zu Ende belagern. Was ist das hier? So, ich hole mir jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt pilgern nach Jerusalem, damit der Papst überzeugt wird, mir die Krone von Bayern anzutragen. Ich brauche dafür 1000 Frömmigkeit, ich habe 500. Das kriegen wir irgendwie hin. So, ich bin jetzt auch schon 2 Söhne losgeworden. 2 habe ich noch. Also einen muss ich halt nur loswerden. Hier den Nils von der. Den ersten, Nils von der Moral. Der ist ein. Der ist halt auch ein. Aber der Haupterbe wird halt nie ein Gelübde ablegen, was ein bisschen schade ist. Oh, der Arme. Gut, meine Pilgerreise wird immer teurer. Das Geld, das ich mir gerade erkriegt habe, ist schon wieder weg. Ist das gar nicht mein Kumpel? So, ich beende jetzt den Krieg. Stark. Ich bin wieder reicher an allem. Ihr seid das Kulturoberhaupt der Sachsenkultur. Ja, stark. Ja, Mensch. Aber wieso sind die da jetzt nicht in mein Reich eingegliedert worden? Ich muss übrigens gerade mal kurz, was mich sehr amüsiert. Ja.
Ich habe dir ja gesagt, dass dieses Spiel Menschen schlecht macht. Mhm. Und es ist jetzt schon soweit, dass der Twitch-Auto-Mod Nachrichten zurückhält, die mir Zuschauer schicken, weil sie halt zu aggressiv sind. Hier zum Beispiel hat mir jemand einfach geschrieben mit einem lustigen, lachenden Smiley, töte deinen Sohn. Nein, nein, Und natürlich sagt Twitch, Leute, was redet ihr denn hier? Das ist ja, wird hier Mordkomplott geschmiedet. Nein, das macht man ist ja, nicht. In Wirklichkeit sind es nur taktische Ratschläge in Crusader Kings. Ja, das macht man aber nicht. Ich weiß ja nicht, Nils. Du hast auch schon Dinge getan, wo andere Leute sagen würden. Ja, was denn? Was habe ich denn getan? Oh, ich kann? Warte. Wenn ich meinen Sohn exkommuniziere, kann ich ihn dann ohne großen Malus enterben oder halt verstoßen? Weil ich bin ja so Best Buddies mit dem Papst, dass der das einfach machen würde, wenn ich ihm sage, exkommuniziere meinen Erstgeborenen. Geht das, lieber Chat? Welche Optionen gibt mir das dann? Also Titel aberkennen kann ich dann, aber das ist ja was anderes als Familienbande gehen über. Aber wenn ich dann verstoßen mache? Oder einkerkern? Nee, einkerkern bringt ja nichts. Titel aberkennen ist ja nicht, was ich brauche. Genau, ich brauche ja was anderes. Dann kannst du ihn einkerkern und zu Tode foltern. Wie bitte? Wow. Ich kann einfach ein neues Königreich jetzt gründen, das meine aktuellen. Das ist ja perfekt. Dann muss ich das. Alle meine aktuellen Herzogtitel werden da reingeballert. Welche Herzogtitel habe ich denn aktuell? Das würde mich auch interessieren. Habe ich schon das Herzogtum von Coretia. Das habe ich. Ich habe Herzogtum von Tirol, Coretia, Salzburg, Böhmen. Einzige, was noch nicht mir gehört, ist hier die Grafschaft von. Ne, doch auch. Ja, perfekt. Dann mache ich doch einfach mein eigenes Königreich. Wo waren das jetzt? Gerade hatte ich es doch noch. Na? Da war es doch gerade. Ein neues Königreich gründen. Ja, perfekt. Nee, ich brauche noch. Ich habe das. Ich halte da. Ja, ich kann das. Perfekt. Ja! Ich bin jetzt. Gut, das Königreich wird automatisch benannt. Ich habe jetzt das Königreich Tirol gegründet, Nils. Was? Das gibt's doch bestimmt schon. Nee, jetzt gehört es mir. Und mein Haupttitel ist jetzt Tirol. Und jetzt müsste die Erbfolge eigentlich sicher sein. Mhm. Die Sache ist, ich will halt eigentlich trotzdem noch meinen anderen Sohn loswerden. Weil. Gut, das Einzige, was weggeht, ist hier so, sind zwei Herzog. Achso, okay, es wird doch noch ein bisschen was weggetan. Aber gut, ich behalte noch einen Anspruch darauf, weil das da gehört. Aber trotzdem will ich ja eigentlich den anderen hier, den Prinz Nils von Tirol, loswerden. Weil Nils der Vierte ist halt ein Genie, der ist viel besser. Ja, den willst du sicherlich in deinen eigenen Reihen wissen. Richtig, richtig. Das kann ich gut verstehen. Ey, woran erkennt man nochmal, wenn ich muss doch auf Charakter suchen gehen, wenn ich jemanden befreunden will, ne? Ja. Und woran erkenne ich nochmal, ob der Potenzial hat, zu meinem Hofe zu kommen? Du kannst draufgehen auf auffordern, an deinen Hof zu kommen. Und dann siehst du die Gründe, die dagegen sprechen. Ah. Und wenn das nur ist, dass er keinen Bock hat, dann wird das in der Regel dann klappen, sobald er dein Freund ist. Aber wenn da noch Sachen stehen wie ist Ritter oder ist Ratsmitglied seines Lehnsherren, dann ist es wahrscheinlich, ist er stark genug an seine aktuelle Situation gebunden, dass er auch als dein Freund dann sagen wird, ja, bist ja ganz nett, Nils, aber gibt halt auch Grenzen. Ja, der hier. Matthias von, aber der ist ja schon alt. 47, nee. Den freund ich an. So, ja, perfekt. Ja, genau, das war immer. Das wird mein Freund. Und er kommt dann zu mir in den Rat. Brauchst aber diplomatische Reichweite. Aha, aha, aha.
Ah, jetzt kann ich das auch nicht mehr machen, weil ich selber schon König bin. Gut. Nils der Vierte möchte seit langem nur noch eins. Nähzeug. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch erfüllen werde in 3 Monaten, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er antwortet, dass er mit seiner derzeitigen Hingabe an seine Studien zufrieden sei. Belohnung hin oder her. Wir müssen alle lernen, mit unserem Los im Leben zufrieden zu sein. Dann bleibt er zufrieden. Ich sollte ihm eine anpassungsfähige Denkweise lehren. Oder Nils muss lernen, dass er mir vertrauen kann. Dann wird er treuherzig. Was bringt denn treuherzig? Auch Diplomatie. Ja, treuherzig ist gut. Ich will ihn ja auf Diplomatie skillen. Kann ich meinen Enkel nicht verheiraten mehr jetzt, wo er erwachsen ist? Gute Frage. Ich glaube, du kannst nur Sachen verheiraten, die dir gehören, also deine Kinder. Ah, von der hätte ich ihn fast noch verheiraten können. Legend Trash schreibt, treuherzig ist Müll. Was? Warum? Offenbar sind die Stats nicht so toll. Sind sie auch eigentlich nicht, aber ich fand jetzt, der Diplomatie-Bonus ist ganz gut. Ist ein Gold vom Papst noch. Was? Besitztum errichten? Nee. Landberg. Oh. Nicht genug Kohle. Du hast wahrscheinlich überall in deine Städte dann so Höfe und so gesetzt, oder? Genau, ich nehme immer das, was Geld bringt, ja, als erstes. So kenne ich dich. Und dann später andere Sachen. Aber guck, dass du nur in denen baust, die dir direkt gehören. Weil die Vasallen von dir halten, irgendwelche Städte oder sowas, ja, da kriegst du dann deutlich weniger Geld raus. Weil nee, du ja nur weil es erst dein Vasall bekommt und du kriegst dann einen Teil der Steuern. Nee. Das wollen wir ja wirklich nicht. Bertha möchte einen Ratsposten. Ja, Bertha, was kannst du denn? Ja, dann bist du halt hier Baronin Bertha von Pferden. Da, bitte. Tschüss. Das hier bringt halt so viel Geld, dieses Gebäude. Da sollte ich... Ja. Ich kann auch mal ein bisschen jetzt eigentlich auf Truppen mehr gehen. Das hier sogar eher so, das will ich ja verteidigen. So, Stade, was geht ab? Wir haben ja gar nichts. Mächtige Verbündete. Auch neue Ritter. Hans. Was mir hier für Ratschläge gegeben werden. Wenn du deinen Sohn einkerkerst und dann durch Folter kastrierst, kann dieser keine Titel mehr erben. Nee, das finde ich jetzt aber ungehörig. Oh Gott. Ihr Monster. Also das muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Dass jemand auf so eine Idee kommen kann. Ach, dem kann ich den Krieg erklären. Du schreibst doch die ganze Zeit schon mit. Du weißt doch, dass du auch bald das Problem bekommst. Nein, aber meine Leute sind ja alle anders geartet. Die wissen Loyalität und so weiter. Nein, das passiert mir nicht. Mir passiert das nicht. Wer ist hier? Oh. Oh, das ist der zu Dänemark war. Wem gebe ich das hier am besten? Shit. Eieiei. Was geht ab? Oh. Wir haben alle hier schon irgendwas. Wer ist die Frau?
Oh nein. Ich habe mich in so eine Frau verliebt, aber die ist halt überhaupt nicht. Ich will die aber nicht heiraten. Ich will nur. Ihr verliert 27 Anspannung, ihr verliert 117 Anspannung. Gott, das ist ja gefährlich. Nee, ich gehe. Ach, ich mach. Ich geh mal da ran. Ich geh mal ran an die Toilette. Oh. Sie will mich nicht. Geistiger Zusammenbruch. Ich muss schnell zurück ins Hurenhaus. Schnell zurück ins Hurenhaus. Denk dran, ab und an eine Jagd oder ein Festmahl abzuhalten, Ja, Nils. Das aber erstmal muss ich schnell ins Hurenhaus und meinen Stress Nein! abbauen. Nein! Ja, das stand da gerade so. Das hast du dir selbst aufgeladen. Also irgendwann hast du ja aktiv die Entscheidung getroffen, dass dein Charakter auf diese Weise, sage ich mal, seine Ja. Ja, Also irgendwann musst du ja die Entscheidung bekommen haben, Nils. Wie willst du mit Stress umgehen? Und du hast das Hurenhaus gewählt. Du, ey, das ist einfach. Zwischen drei Optionen, die da. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Das sind drei Optionen. Du hast das Hurenhaus gewählt. Ja, aber das alles andere war völlig unrealistisch. Dass alle anderen Optionen waren nicht realistisch. Wow, ich wollte den Papst habe ich um einen Anspruch auf Österreich gebeten, weil ich finde, ich kann ja nicht König von Tirol sein, ohne dass mir Österreich gehört. Und der Papst sagt, ich habe bitte nachgedacht, entschieden, auch einen Anspruch auf das Herzogtum von Österreich zu gewähren. Da Herzogin Gebirg nur eine Frau ist, seid ihr durchaus im Recht, dort einzugreifen. Wow. Ja, aber ich meine, ich habe es ja angefangen, deswegen jetzt. Aber sie ist auch unzüchtig, also das erklärt auch. Also das ist ja auch ein bisschen daneben, finde ich. Okay, sie hat jetzt gerade ein Bündnis, aber sie hat eigentlich keine Chance. Das heißt, auf geht's. Wie ich hier eigentlich, also ich lese vor, was in diesem Spiel für Optionen stehen. Das sind nicht meine Worte, das möchte ich nochmal klarstellen, sondern falls ihr das nicht lesen könnt, weil die Schrift zu klein ist. Das sind die Worte des Spiels, nicht meine Worte. Ich würde das natürlich nie im Leben so sagen, das nochmal ganz klar hier auszudrücken. Das muss man in diesem Spiel halt wirklich immer wieder nochmal klarstellen. Also Was dieses Spiel macht auch, verdirbt einen auch sprachlich, ne? was hast du denn für Optionen, Nils, die du so ungern vorlesen willst? Naja, also gerade zum Beispiel dieses schlimme Wort mit H, dieses Das stimmt, H-Haus, das stimmt, dieses ja. unsägliche Wort, welches selbstverständlich nur über meine Lippen kam, weil ich es vorlas. Ja. Ich werde dies gar nicht in meinem Vokabular auffinden können. Das verstehe ich. Und vor lauter Schreck baue ich jetzt mal irgendwo eine Farm. Das ist vielleicht ein besserer Weg, den Stress zu verarbeiten, als ins Haarhaus zu gehen. Absolut. Ich werde es jetzt nur noch Haarhaus nennen. Wobei Haarhaus klingt auch wie ein Friseur, oder? Das stimmt. So, was ist das? Ach so. Bremen, ich soll Bremen abgeben. Ah, lieben Dank, Seppi der Deppi. E-Rider 96. Jetzt kommt wieder hin. Für euer Subs. So. Ich fühle mich zu friedlich, Maurice. Ich fühle mich zu friedlich. Ich muss irgendwann wieder
bisschen zur Befreiung warum? Greifen. Kannst du nicht auch einfach mal ein bisschen... Oh, jetzt wird Nils der Vierte, mein Geniesohn, wird auch noch ein religiöser Eiferer. Weil sie das irgendwie bei mir alle werden. Wobei, wenn ich ihn ruhig mache, nee, das ist besser. Dann wird er zum... Ich glaube, ausnahmsweise will ich ihn jetzt mal nicht als religiösen Eiferer haben, weil er soll ja mein perfekter Erbe werden. Und er soll auf Diplomatie und Verwaltung skillen, bitte. Auf Diplomatie und Verwaltung. Ja, er ist wie du, er ist halt eine... Weil du bist ja gar nicht mehr so. Du bist ja aus der besonnenen Silberzunge Nils ist ja einfach ein brutaler Kriegstreiber geworden. Also du bist ja überhaupt nicht diplomatisch. Du holst ja einfach alles, was dir zusteht in deinem Wahn mit Gewalt, mit roher, blutiger Gewalt. Alter, wie sieht Maurice der Zweite denn jetzt aus? Ey, Maurice... Second Generation. Der hat jetzt so einen richtig prächtigen Vollbart bekommen. Ist gerade 18 geworden. Das ist so ein toller Junge. Er ist leider, also ist unverheiratet. Aber er ist, also was eine gute Partie dieser Junge ist. Ich bin richtig stolz auf ihn. Ist ja oft so, dass Stolz eine Generation überspringt, ne? Ja, das stimmt. Oder halt in meinem Fall eine Ehefrau. Also ich bin jetzt auch, setze ja alles auf den Sohn meiner zweiten Frau, weil die erste sind ja alle Bischofsbastarde offensichtlich. Ja, absolut. Denen kann ich ja auch nicht trauen. Ich will ja auch in deren Hände, also ich als religiöser Eiferer kann ja auch nicht das Königreich von Tirol in die Hände von Sprösslingen der Unzucht geben. Das ist völlig unmöglich. Das wäre Ketzerei. Bei mir schreibt Queen Silvia, ich bin seit 10 Minuten da. Und was ich als erstes von Crusader Kings erfahre, ist, dass Nils wieder ein Bordell besitzt, der Papst die Sexismuskeule schwingt und der Chat empfiehlt, das eigene Kind zu kastrieren. Ich glaube, das Spiel ist zu komplex für mich. Was heißt da komplex? Meinst du jetzt, was philosophisch-moralische Fragen angeht? Weil das hat jetzt erstmal noch nichts, also dass das alles mit philosophisch widerlich ist, hat ja noch nichts mit spielmechanischer Komplexität zu tun. Und derweil habe ich irgendwie... Oh, mein Typ will irgendwie... Eine Brille. Wie kann ich mehr Verbündete anlachen? Es gibt... Ich weiß nicht, ob es im Diplomatie-Tree was gibt, wo du Bündnisse schließen kannst, ohne... dass du heiratest. Ansonsten ist Heirat die einzige Option tatsächlich. Die einzige Option. Ja, jetzt aber es gibt eben wieder, lieber Chat, das wisst ihr doch bestimmt, in welchem Skilltree ist die Option, ein Bündnis einfach so zu schmieden? Das geht ja auch. Brauchst du nur einen Skill dafür. Ich glaube, es war Diplomatie und Diplomatie bist du ja. Das heißt, du könntest darauf skillen, genau. Da müsstest du dann beim nächsten, wenn du das nächste Mal in dein Skilltree gehst, dir das mal anschauen, wo das ist. Aber da gibt's eine Fähigkeit für. Im linken Diplomatiebaum. Ich habe vergessen, Berthold aus dem Knast zu lassen. Jetzt ist er gestorben. Ich habe dich einfach vergessen, Berthold. Nee, ich habe ihn einfach vergessen. Das ist was anderes. Du hast ihn umgebracht. Nein, wenn man jemanden vergisst im Kerker, dann ist das nicht umbringen, sondern das ist einfach, das kann jedem mal passieren. Ups, da kam halt was anderes kurz, was meine Aufmerksamkeit bedurfte und schwupps ist er halt, ja. So, Söldner holen. Wieso, werde ich hier angegriffen oder was? Nein. Ich habe übrigens heute sehr amüsant, wie ein Wink des Schicksals, nachdem ich wusste ja schon, dass wir heute zusammen spielen und auf dem Weg zum Friseur bin ich bei der Anwaltskanzlei eines Dr. Nils Bronhofer vorbeigelaufen. Tatsächlich? Und ich dachte mir, das kann doch kein Zufall sein. Nee. Aber ich weiß nicht, praktizierst du hier unter einem sehr unkreativen Pseudonym Recht in München, Nils? Und alle wissen es nicht? Tatsächlich ja. Tatsächlich ist es so. Verführung. Ja, das ist mein... Oh, jetzt hast du es rausgeplappert. Dankeschön. Es tut mir leid. Dankeschön. Es war daneben auch noch ein Werbeplakat, aus dem aus irgendeinem Grund das Wort innere Unruhe drauf stand. Also ich habe hier ein Foto von der Anwaltskanzlei Dr. Nils Bronhofer mit links unten im Bild das Wort innere Unruhe. Innere Unruhe. Das ist einfach eine Info, die ich jetzt einfach mal nur so hier so... Da kann man nichts mit anfangen, aber ich dachte mir, vielleicht wollen die Leute sie haben.
Innere Unruhe. Ja, danke, jetzt hast du das rausposaunt. Jetzt, es tut mir echt leid. Ja, vielen Dank. Jetzt ist es raus und mein Doppelleben hat ein Ende. Muss ich auch meine zweite Familie wahrscheinlich aufgeben, deinetwegen. Bist du deswegen auf Twitch gegangen, um dein tristes Anwaltsleben mit so einem wilden Gaming-Ding abends noch irgendwie, dass du dir da deine kreative Erfüllung holst, während du tagsüber nur irgendwie, ich weiß nicht, Leuten dabei hilfst, Steuern zu hinterziehen? Hey, das war aber mir tatsächlich mit der Zeit wirklich langweilig geworden. Dieses ewige, was da auch immer für Leute kommen in meine Kanzlei, ne? Neulich wollte einer... Was war der Schlimmste? Der Schlimmste war irgend so ein Typ, der wollte unbedingt alle verklagen, die zu Berliner Krapfen sagen. Ah, okay. Weil er der Meinung war, das heißt Pfannkuchen. Und also, manche Leute sind echt durchgeknallt. So, ich will jetzt was machen, ich will jetzt jemanden wieder angreifen, aber ich habe keine Verbündeten, ich brauche Verbündete. Wie soll ich denn Verbündete... Mehr Ehen, ja, aber ich brauch, wen soll ich denn noch, ich kann, wie viele Ehen soll ich denn noch schließen? Ich kann doch nicht alle heiraten. Ich kann doch nicht alle heiraten, die es gibt. Leute, doch, wie stellt ihr euch das vor? Dank. Ich habe jetzt meinen Sohn exkommunizieren lassen und der Papst sagt, am schwersten verstören mich die Geschichten, die ihr über die Missetaten von Nils erzählt habt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und jetzt, weißt du, jetzt, das kann nicht sein. Eine Sekunde... Nachdem ich meinen ersten Sohn exkommuniziert habe, kommt die Frage, ob Nils der Vierte, das Genie, das ich ja als meinen wahren Erben heranzüchte, ob er wirklich mein Sohn ist. Oh mein Gott, ob meine neue Gattin, Herzogin Katharina, mich auch hintergangen hat. Deine Dynastie endet einfach, weil du keinen Sohn mehr hast. Aber inzwischen muss ich halt auch einfach da jetzt mal, also... Früher habe ich ja blind vertraut und wurde bestraft dafür. Jetzt kann ich nur noch die Option klicken, ich muss mir sicher sein. Dass unser Kind, es hat sich als unbegründet erwiesen. Was ist denn hier schon wieder los? Hier wird schon wieder gefochten. Loyalität oder Angst? Was? Ja, egal. Ey, hier wird schon wieder auf meinem Gebiet gekämpft. Und ist schon wieder der wahnwitzige Dänenkönig oder was ist das hier? Was sind das? So, Nils ist mein Kind. Ich bin so froh. Echt? Das hätte mich jetzt zerstört. Ja, mich auch. Wenn gerade nachdem ich Nils den ersten exkommuniziert habe, Nils der Zweite, Nils der Vierte nicht mein Sohn wäre. Das hätte mich... gebrochen, glaube ich. Oh Mann. Ey, Baumkuchenhaus fragt, es gibt ja keine Sub-Emotes. Nee, liebes Baumkuchenhaus, ab nächste Woche gibt es hier richtig coole neue Emotes. Tatsächlich? Ja, ich bin gespannt. Ey, es werden richtig gute Emotes werden. Nächste Woche. Was macht ihr? Habt ihr einen Künstler beauftragt? Ja. Macht ihr Fotos oder was? Also was macht ihr für Emotes? Gib mal einen Teaser. François de Louvre. Das ist ein, wie man vom Namen jetzt hören kann, ein sächsischer Orgelbauer, der in seiner Freizeit gerne so kleine Bildchen malt und die als NFTs verkauft. Und ich habe jetzt, weil die recht günstig waren, 5 NFTs zum Stückpreis von 50 Cent gekauft. Und die werde ich nächste Woche integrieren als Emotes. Geil. Gibt's wirklich. Also, bleibt. Ich bin gespannt auf geduldig. Deine Emotes. So, ich habe meinen Sohn eingekerkert. Prinz Nils von Tirol. So. Wenn ich jetzt verbannen. Verbannen, verbannen. Reise von dannen. Lass dich nie wieder blicken, sonst muss ich die Herrscher schicken. Dann, wenn ich ihn verbanne, bleibt er mein Erbe, oder? Oder ist er dann... Also dann siehst du ihn ja nie wieder, also. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie... Er ist halt dann landlos, deswegen... Warum reisen hier Leute durch mein Land? Ist es einfach kann nicht... Kann der noch erben, oder ist das dann... Das steht in den Sternen, das kann dir eigentlich niemand so wirklich beantworten. Lustigerweise, eine Sache hat der Chat nicht bedacht, ich auch nicht. Ich kann ihn
ich kann ihn jetzt nicht zum Gelübde zwingen, weil ich habe ihn ja exkommunizieren lassen. Sind die gezeichnet oder Fotos? Gezeichnet hat jeder fast. Also. Ja, das, genau, deswegen habe ich gefragt. Noch kann man das ändern, also noch kann man Wünsche einreichen. Ihr wollt lieber Foto-Emotes? Ich habe ja Foto-Emotes bei mir. Ja? Ich hab von einem Crusader Kings Event sogar Kronen tragen. Oh, geil. Emotes. Nein, keine Fotos. Fotos, nein. Der Chat ist komplett gespalten. Die einen sagen komplett, ah, auf keinen Fall Fotos. Und die anderen, ja, ganz klar Fotos. Es ist komplett 50-50. Why not both? Gute Frage. Why not both? Vielleicht so zwei Fotos, drei gezeichnet oder sowas, oder? Neue Ansprüche. Oh, eine Möglichkeit. Ihr beiden seid das perfekte Kontrastprogramm zum Battlefield-Spielen. Während man auf den Schlachtfeldern der Welt unterwegs ist, diskutiert ihr, ob ihr eure Einjährigen kastriert, sagt Kius. Ja, Battlefield spielt ja auch gerade jeder, ne? Hier sind wir halt originell. Hier gibt es besonnene Strategie und moralische neue moralische Abgründe. Ey, du. Guck mal hier. Von allen Posten, die ich schon erlebt habe, in Maurice, dem dritten geistlosen Bemühen, meine Beziehungen zu meinen Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiziell Herzog Leuderichs Anspruch auf Grafschaft von Lüneburg anerkannt. Alter. Ich bin tot! Oh nein! Herzog Wilbald, der Ersetzer von Ostfalen, hat Frieden in den Armen Christi gefunden. Im Alter von 59 Jahren. Er starb eines natürlichen Todes. Einst war er berühmt gewesen ob seiner Schönheit, doch das Schicksal verfluchte ihn mit einem Leben, das so lang war, dass ihn am Ende sämtliche Anmut verließ. Herzog Maurice besteigt den Thron. Da er als sparsam und genügsam gilt, sollte er dem Reich sicher zu Wohlstand verhelfen können. Ja, das ist doch klasse. Dann, Tschüssikowski. Ich mach mal auf Pause, jetzt musst du dich ein bisschen erst mal umgucken, was, Was er hat, alles bei dir er hat nur ist. Einen Sohn. Zu wenig Erben. Was, Pause? Also du bist jetzt nicht das Genie, ne? Du hast immerhin 19 Verwaltungen. Oh, oh. Ich muss hier mal ganz neue Seiten aufziehen. Ja, dein Reich könnte jetzt zerfallen sein. Aber warte. Vielleicht auch gar nicht so sehr, weil du hattest nur den einen Herzogtitel. Bildung. Wofür braucht man Bildung? Für irgendwas? Ach, Bildung ist schon Glaube. Verwaltung. Ratsverwalter macht mein Sohnemann. Aber der ist auch. Oh Mist, der ist leider auch sehr gut. Ritter Martin, der hasst mich. Ja, der ist leider sehr gut im Verwalten. Da musst du das machen. Und dann macht Maurice den Kanzler. Den Spitzel. Ach, der. Okay. Okay. So, warte. Was ist geschehen? Ja, Dithmarschen ist mir abhanden gekommen. Und, das kann auch nicht sein, oder? Doch, doch, dein Reich wird jetzt aufgeteilt. Ja, aber was ist denn, wieso ist denn Herzog Maurice der Dritte? Der alte Sack, der alte Verräter, der gerade noch irgendwie die Ansprüche von irgendeinem anderen Herzog an meinem Land durchgewunken hat, der schnappt sich jetzt hier einfach mal fucking nochmal Dithmarschen. Der olle Sack. Ja. Nee, also. Und der hat ja nicht mal Söhne gezeugt. Der hat ja nicht mal einen Sohn bekommen. Der ist ja ist unfähig, Nachwuchs zu zeugen. Ein undurchschaubarer Intrigenspinner ist das. Zynisch auch noch. Und ein Trunkenbold. Wow. Maurice? Du hast ihn doch erzogen. Du hast ihn doch herangezogen. Du, Maurice, er ist Herzog. Maurice. Ja. Und was bin genau ich? Wie du. Ich bin auch Herzog. Ich habe zwei Herzöge.
Aber der wird doch eines Tages, wird er mich doch angreifen wollen. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich meine, er ist ja ehrgeizig. Also, das kann gut sein, dass er irgendwann sich denkt, der andere Maurice ist der falsche Maurice. Das, ey, das ist doch einfach frech. Ich muss jetzt hier mal irgendwo, muss ich mal expandieren. Was ist denn hier mit Witzelschnitzel da? Das wird gerade von wer belagert, Witzelschnitzel? Häuptling, bla bla bla. Ich werde jetzt gerade versuchen, meinen Sohn zu Tode zu foltern übrigens. Alter, das ist ja einfach das Widerlichste, was ich hier erlebt habe. Was machst du da? Ja, ich will halt, dass das Nils der Vierte erbt. Weil er ist ein reizendes, ruhiges und treuherziges Genie. Und Nils der Erste ist halt ein schüchterner, sprunghafter, religiöser Eiferer. Aber, also du hast jegliche Moral über Bord geschmissen, oder? Nee, das ist alles im Namen des Glaubens. Hein um. Kein Sohn, dann fällt es an Nils zurück. Ach, das heißt, wenn der andere Maurice keinen Sohn hat, dann kann es tatsächlich sein, dass du siehst ihn. Stimmt, du bist sein Erbe gerade als sein Bruder. Wenn du ihn ermorden lässt, wenn das klappt, dann erbst du diese Herzogtum direkt zurück. Das wäre lustig. Aber er ist auch mega schwach. Also er hat ja 84 Mann. Du kannst auch einfach nochmal, vielleicht hast du sogar einen Anspruch drauf schon, weil es Teil des Alten Reiches war. Ich soll mit meinem jüngeren Bruder Krieg führen? Wie? Da ziehst du jetzt die Linie, oder was? Ja, also ich kann doch nicht einfach mit meinem Jüngeren... Du hast sogar schon einen Anspruch, Nils. Du hast einen Anspruch auf das Herzogtum von Holstein, weil du die... Ich glaube, du hast einen Anspruch auf alles, was du bei der Erbteilung verlierst. Mhm. Und was du auch noch tun solltest, ist, das wird mir gerade im Chat gesagt, dass du zu viele Regionen hast. Du hast 8 von 7, das sind 8 von 6, die du halten darfst. Das siehst du oben rechts. Aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn du da drauf gehst, dann siehst du eine Liste deiner Regionen. Dann scroll mal durch und am besten die, die am wenigsten Geld geben, das siehst du da rechts. Da kannst du draufklicken und dann auf Vergeben an unten links. Und dann kannst du das einem deiner Vasallen geben. Und am besten nimmst du vielleicht eins von deinen Ratsmitgliedern oder jemand, der hohe Werte hat, also dass er das auch gut verwaltet für dich. Aber wenn ich das jetzt einem Ratsmitglied gebe, dann bleibt er aber Ratsmitglied, oder? Ja. Er wird dann nur mächtiger, aber ist auch ganz gut, wenn deine Ratsmitglieder mächtig sind. Dann verschenke ich das erstmal an Maurice. Der wird ja eh irgendwann Erbe werden. Der Second Gen. Oder so, ja. Was? Lübeck. Titel vergeben. Haha! Und außerdem, der kann das gut machen. Das ist ein eifriges Genie, der... Ah nein, ich denke dir, der darf... Du hast doch gesagt, der darf bleiben. Doch. Der soll Ratskanzler sein. Was sagen? Jetzt hat er sich... Hat er gedacht, jetzt ist er, muss er nicht mehr im Rat ackern. Wo er in der eigenen... Nee, du bleibst schön hier, mein Lieber. Und eine muss ich noch verschenken. Wölpe. Ach nee, da baue ich doch jetzt gerade so einen Getreideäcker. Nee, Wölpe muss ich behalten. Oh, ich will nicht Hamburg verschenken. Das tut mir zu sehr in der Seele weh. Nee, also kannst du eben aussuchen, welche du verschenkst. Tschüss, also oh, das Bremen gibt mir auch 0,0. Bringt mir gar nichts. Okay, Bremen. Der soll mich aber schon auch mögen. Gelder. Was auch noch wichtig ist, ist, wenn du jetzt wenn du frisch neu geerbt hast, dann mögen deine Vasallen dich noch weniger, weil du noch kein bewiesener Herrscher bist. Entschuldigung. Das heißt, du kannst, wenn du auf Hof gehst, beziehungsweise nicht auf Hof, wo sieht man all seine Vasallen? Bei Reich und dann Vasallen, genau. Kannst du dir mal durchgehen, ob es da jemanden gibt, bei dem du jetzt im Minus bist, nennenswert. Bin ich auch bei ein paar. Dann kannst du versuchen, die ihm noch mit Geld beschenken oder mit halt dieser Beeinflussungssache dir ein bisschen wohler zu stimmen. Oder du gibst dann denen Länder, dann mögen sie dich mehr danach. Aber dann muss ich mir die ja wieder zurückholen.
Genau, also wenn du es schon vergeben hast, geht das erstmal nicht mehr. Aber guck mal, ob da irgendwer ist, der mächtig ist, vor allem mächtige Vasallen, die haben so ein Faustsymbol neben dem Bild, der dich gerade überhaupt nicht mag. Und dem soll ich was geben? Nee, dem sollst du vielleicht, du kannst ihn auch, kannst ihm schmeicheln mit Beeinflussung oder kannst ihm ein Geschenk machen oder sowas. Also halt irgendwie gucken, weil wenn dich zu viele Vasallen nicht mögen, dann können sie sich halt gegen dich auflehnen. Okay, wie komme ich da rein? In welches Menü? Auf Reich, oben rechts die Krone. Ja. Und da dann auf Vasallen. Ah. Okay, zum Beispiel die Bürgermeisterin Stanislava von Gifhorn. Die mag mich nicht. Und der soll ich jetzt mal... Aber wenn es nur kleine Bürgermeister sind, ist eigentlich okay. Dein Reich ist ja noch gar nicht so. Ist erst, wenn du zum Beispiel... Also bei mir ist... Ich habe halt... Wolltest du gerade sagen, dein Reich ist ja noch gar nicht so was? So groß, Nils. So groß, Maurice? Ja. Wolltest du sagen, mein Reich ist wie so ein kleines, zertrampeltes Kaugummi, was irgendwo also auf dem Boden der Landkarte liegt und unbedeutend und... Wenn du jetzt mal rauszoomst, Nils, und dann kannst du oben rechts auf die Schriftrolle klicken, dann siehst du uns ja beide. Und dann kannst du mal zwischen den beiden Spielern hin und her klicken. Also das ist ja dann schon... Wer bist du jetzt? Der Unterschied ist da schon sichtbar, findest du nicht auch? Aber wer bist du nochmal? Zordrath. Also du kannst einfach, wenn du oben rechts auf diese Schriftrolle klickst, siehst du die beiden Spieler. Du gieriger, gieriger, expansionistischer, imperialistischer, das sagst du. Kriegslüsterner, blutschlürfender, mordlüsterner, Söhne kastrierender... Fiesling. Ich bin dein Spiegelbild, ich bin nur erfolgreicher. Nein. Nee, so tatsächlich bei dir, da dürfte noch kein Vasall mächtig genug sein, um dich überhaupt herauszufordern. Also irgendwelche Bürgermeister sind nicht mächtig genug. Aber wenn du irgendwann mal Grafen oder andere Herzöge im Reich hast und die mögen dich nicht, dann muss man tatsächlich aufpassen, wenn das zu viele werden. Weil die können dann Stress machen. Wird mal eine Pause aufheben oder gibt es noch Dinge, die du klären musst? Ach so, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, mach mal. Mach mal ruhig, Pause aufheben. Jawohl. Ich könnte natürlich jetzt, ich müsste mal wieder ein bisschen mehr Kinder bekommen, damit ich wieder heiraten kann. Aber der ist halt einfach nicht lüstern genug. Der hat halt original einen Sohn bekommen. Ist natürlich auch direkt ein Ehebrecher und ist auch reuevoll. Oh Gott, ich hätte ihm nicht die Ehe brechen lassen sollen. Du hast es ihm erlaubt, stimmt. Das ich habe es ihm erlaubt. Dein Fehler. Ja, aber er ist auch Manns genug, es hätte er auch selber wissen können. Das stimmt. Gebe ich zu. Ah, ja. Aber weißt du was? Die Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft Ehebrecher ist plus 10. Ja, das ist oft so. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es gibt auch, du kannst auch, das hat ein Hack quasi, den Denzel entdeckt hat. Es gibt die Eigenschaft Perverser, die man am Anfang wählen kann. Mhm. Die hat auch keine Nachteile erstmal, keine Wertenachteile. Die gibt dir sogar Punkte, die du anderweitig investieren kannst. Was? Und sie bringt halt auch noch, dass andere Perverse dich mögen. Weil Perverse untereinander sich mögen. Aber ich glaube, es hat dann manchmal in irgendwelchen Charakterinteraktionen kann es Nachteile haben. Aber Denzel war dann direkt pervers ab der Charaktererstellung, weil er entdeckt hat, ja guck, das hat keine Nachteile. Unglaublich. Also, nur, dass du auch mal weißt, mit was für Leuten du zusammenarbeitest bei Rocket Beans. Ja, ich glaube. Perverser ist ein Einkerkerungsgrund, sagt Hawk. Genau, da hat es doch Nachteile, aber keine Werte-Nachteile erstmal. Ich kenne den ja schon eine Weile, den Denzel. Und daher kann ich, schockt mich das jetzt nicht. So, Verwaltung und jetzt habgierig. Reichtum. Okay. Reichtum. Mal einfach mal Reichtum. Mein Ratsmarschall und mein Ratsverwalter bekriegen sich in meinem Reich. Ernsthaft? Weil sie wollen sich gegenseitig die Grafschaften abjagen. So, jetzt kann ich endlich meinen Sohnemann verheiraten. Höchstalter? Na gut, das
Höchstalter 25, ich will ja auch nochmal Kinder kriegen. So. Oh, Prinzessin Beatrix von Ostfrankenreich. 12. Ah. Mögliches Bündnis Königreich Ostfranken. Oh, was? Warte, war das nicht die? Haus Karling? Fleißig und ehrlich. Bucklig. Was ist da los? Amazone? Kampfgeschick plus 8. Gesundheit gewaltiger Bonus. Anziehungsmeinung plus 15. Du meinst doch, man sollte sich immer so Leute holen, die so ein vererbliches Talent haben, ne? Amazone ist super. Ja? Ja. Wie geht's denn hier derweil Nils von der Moral bei meinem Erfolg, bei mein, in der Folter? Bist du gemein? Okay, liebe Freunde da draußen, ich muss mal kurz meinen Chat was fragen. Oh, was? Verwaltungsverfügbar? Was? Wählt jemanden für Graf? Ey, Leute, soll ich Prinzessin Beatrix von Ostfrankenreich vermählen? Oder soll ich hier die mit dem Ursula Unrochinger, Herzogtum Friuli? Kann man das eigentlich, wenn man das. Was hat die denn? Ungeduldig und tapfer. Welche ist es? Nicht die Prinzessin? Ursula? Die Amazone natürlich. Aber ich brauche jetzt bitte ernsthafte Antworten, bitte. Ich bräuchte bitte ernsthafte Antworten. Sind doch alle noch zu jung? Ja, die werden ja relativ früh auch dann soweit sein und dann so. Er lebt halt jetzt immer noch mit der Folter und dass Nils jetzt schon gerade gestorben ist. Vielleicht nehme ich einfach den Treffer und enterbe ihn. Prinzessin heiraten, dein Enkel erbt einen Anspruch auf den ostfränkischen Thron. What? Nils der Vierte ist entschlossen, ein religiöser Eiferer zu werden und zu bleiben. Jetzt kann ich mich nochmal diese Eigenschaft ausreden. Okay. Aber ich glaube, ich mache ihn lieber tapfer. Amazone, schlau, intelligent, Wohlgestalt, ist auch nicht schlecht. Kerngesund. Hübsch, 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 hübsch. Oh, hübsch, ganz viel hübsche. Wunderschöne. Oh, es gibt hier sogar wunderschöne. Ist wunderschön etwas? Die ist 3. Ach, hör doch auf. Hier, die ist 15. 15 und wunderschön. Und eine Grafschaft, aber sie ist gefühllos und eine religiöse Eiferin. Aber was ist denn jetzt hier schon wieder los? Die Karpfen. Lass ich meinen Sohn jetzt einfach hinrichten. So, bauen wir einen Karpfenteich, mir egal. Du lässt deinen Sohn hinrichten? Das ist jetzt nicht dein Ja, Ernst. es ist zwar ein Akt der Tyrannei, aber ich will halt wirklich gern, dass Nils der Vierte erbt, statt Nils der Ursula? Erste. Lieber Chat, was machen wir? Hinrichten, hoffen, dass er noch durch die Folter stirbt oder enterben. Hat alles seine Nachteile. Schlau und Stammler. Schlauer Stammler. Robust. Robust. Wohlgestalt. So. Leute. Genie, wunderschönen Amazone. Also, wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich stelle nochmal Folgendes zur Wahl. Ursula, die mir hier das Herzogtum von Friuli bringt. Und das Herzogtum von Friuli hat auch recht. Ist auch ganz gut bestückt. Oder alternativ intelligent. Aber die ist noch sehr jung. Und die haben auch wenig Diplomatie. Ich glaube tatsächlich, Ursula ist die beste, oder? So, ich heirate jetzt Ursula. Sie sind verwandt. Und ihre Kinder könnten inzüchtig sein. Wie bitte?
Ist die Frage, hält dich das auf, nachdem du vorher schon eine Vierjährige geheiratet hast? Nee, ich meine, die Frage ist doch, auf welchem Wege bin ich denn mit der Dame verwandt? Ich meine, Genie... Leute, wir haben eine Umfrage, schaut mal, was mit meinem Sohn passieren soll. Und du derweil, ja, ich was, red weiter, Nils, ach so, über deinen Inzest. Das steht da immer, sagen die. Graf Maurice und Ursula können sich nicht verloben, ja warum denn nicht? Also mein Chat ist auch relativ grausam. Die Hinrichtungsoption gewinnt hier gerade sehr eindeutig. Chance auf Kinder moderat. Ah ja, also. Naja, ich meine, die ist 12, er ist 21, gib denen noch ein paar Jahre, das müsste doch funktionieren. Hover über den Button? Nein. Leute. Können sich nicht verloben. Warum? Schau mal in den Dynastiebaum, wie nah die verwandt sind. Ihr habt entschieden, Chat. Hinrichtung it is. Nein, Maurice, du kannst nicht Nils hinrichten. Der Chat hat mit 72% dafür gestimmt, statt enterben oder abwarten. Eltern? Und es geht quasi gar nicht. Ihr habt die Eigenschaft Familienmörder erhalten. König Mauritius von Tirol. Ey, sorry, aber... Was für ein Monster. Er ist zwar eine eifrige Frohnatur. Ach, sie und ist ein schon weiser verlobt? Mann. Oh nein, sie ist schon verlobt. Was? Warum ist jetzt mein Enkel mein neuer die Erbe? Die hat sich in der Zwischenzeit verlobt, wo ich im Menü war. Das gibt's doch nicht. Wir hätten pausieren müssen. Oh nein, jetzt ist sie gar nicht mehr auf dem Markt. Maurice... Sie ist nicht mehr auf dem Markt. Das tut mir leid. Jetzt ist mein Enkel mein Erbe statt Nils der Vierte. Was soll denn das? Weil mein Sohn schon Kinder hatte. Wenn ich den jetzt hinrichte oder enterbe, sind dann seine Schwestern? Gelten dann selbst die Schwestern noch vor meinem männlichen? Nee, gell? Das heißt, wenn ich den enterbe, weil der ist ja nichts. Den enterbe ich jetzt einfach. Also das geht mir gegen den Strich. Nee, nee. Weg. Komm. Jetzt muss ich mir jemanden... Ja, jetzt. Machen. Mein neuer Sohn Nils der Vierte ist mein neuer Erbe. Ein Genie. Tapfer, reizend, ruhig und treuherzig. Das ist, wie ein Erbe zu sein hat. Mach den Verlobten weg. Tod dem Verlobten. Mit wem ist sie denn verlobt? Ja. Ich würde das natürlich machen, aber... Schlau. Schlau. Sie ist aber auch schlau. Stur, fleißig, arrogant, mitfühlend. Aber sie ist auch schon 21 Jahre alt. Das ist fast ein bisschen alt. Was ist denn mit ihr hier? Sie hat Ansprüche. 72, das Bündnis bringt mir nichts. Sie ist intelligent. Aber intelligent ist nicht schlecht. Das ist das Zweitbeste. Wollen wir die hier nehmen? Das stimmt. Wollen wir die hier nehmen, Leute? Wollen wir Angelika nehmen oder wollen wir Agathe nehmen? Agathe hat nämlich gar keine... Die hat einen Anspruch noch. Die hat hier gar nichts. Gefechtskopf, danke für dein Prime-Abo. Nimm lieber wunderschön. Sie hasst mich. Oh, du hast völlig recht, die hasst mich. Oh, scheiße, man sollte niemanden heiraten, der einen hasst, oder? Nee, dann kann dir passieren, was... mir passiert ist. Dass sie es derweil mit einem Bischof nach dem anderen treibt. Hm. Das willst du wirklich nicht, glaub mir. Das tut weh. Warte, ich muss auch kurz Pause machen. Also ich muss die Jahre galoppieren ins Land und ich muss jetzt hier einmal kurz für meinen Sohnemann. Es ist jetzt wichtig, dass, und ich habe eben schon die ich wollte, verloren, weil ich zu lang rumgeguckt habe im Chat und wir müssen jetzt einmal gemeinsam hier eine Entscheidung treffen. Älter als 25 macht ja keinen Sinn, nach vererblichen Eigenschaften suchen wir jetzt und dann machen wir mal hier nach... Bündnismacht? Weiß ich nicht. Dann haben wir die Amazone, aber die ist null. Das bringt mir ja gar nichts. Die ist schlau. Okay, die ist hier intelligent. Sie ist aber auch erst 6.
Das dauert noch richtig lang. Wenn du eine nimmst, die auch Genie ist, wird das garantiert weiter verirbt. Ja, aber ich musste erst mal, wo ist denn hier? Ich habe, ist da ein Genie auf dem Markt? Ich sehe keinen. Ich sehe die, sie ist wunderschön, aber sie ist halt einfach. Wie alt ist die? 3. Nee, das geht nicht, Leute. Bis die erwachsen ist, sie ist intelligent und sie hasst mich. Es gibt leider. Warum hassen die dich alle? Geh mal drauf, warum? Du siehst, also, es würde mich jetzt interessieren, warum hassen die dich alle? Katholizismus ist böse und religiöser Eifer. Und eventuell verstehe. Irgendwas mit Ehebrecher. Daran erinnere ich mich aber nicht mehr. Was ist dann hübsch? Ach so, hübsch, okay, ja. Okay. Hübsch, hübsch. Was ist mit wunderschön, hübsch? Robust. Es gibt kein Genie auf dem Markt. Die ist auch zu jung. 11. Hübsch, die ist zu jung. So, was sagt ihr? Jetzt schreibt mal was. Agathe oder Gunhilde? Also du brauchst jetzt eine, die schon, mit der du schon Kinder kriegen kannst, oder wie? Weil du schnell Erben brauchst, oder was ist der Plan? Ja, genau. Also Agathe, Gunhilde, Agathe, einige sagen Agathe. Agathe, ich habe jetzt vielfach Agathe gehört. Agathe Power. Margarete von Bödefeld, das ist ja, also, entschuldigen Sie bitte, was ist das für ein ungeheurer Vorschlag? So, wo war jetzt Agathe? Agathe? Agathe. Wo war sie denn jetzt? Da, diese hier, oder was? Intelligent. Lüstern. Oh, die ist lüstern. Yes. Maßvoll. Fleißig. Ja, komm, die ist es. Oder? Hey, das sind gute Eigenschaften. Agathe ist gut. Und sie ist halt intelligent. Sie ist kein Genie, aber sie ist intelligent. Und sie das ist. Erhöht, glaube ich, auch schon mal die Chance. 23 Jahre alt. Wird. Oh, sie ist im besten Alter. So, jetzt muss sie aber sich mal ranhalten. Alles klar. Ich glaube, das war eine okaye Wahl. Ich möchte mich beim Chat für diese demokratische Vermählungsabstimmung bedanken. Das war wichtig, dass der jetzt mal unter die Haube kommt. Weil die ist von niederer Geburt, ist mir doch egal. Du kannst auch noch, wenn du Rechtsklick auf sie machst, kannst du sie auch noch aktiv verführen, dass du aktiv beschleunigst, dass ein Erbe produziert wird. Was? Wie kann ich das machen? Mit Rechtsklick auf sie und dann ist da unter persönlich, müsst du dann vielleicht unter zwei weitere, kannst du Verführung oder Liebesdinge machen. Also entweder sie schnell ins Bett kriegen oder sie versuchen, sie zu deiner Seelengefährtin zu machen. Ja, aber warte mal, aber wenn ich jetzt Verführung mache, macht dann, also ich spiele ja quasi den Vater von Graf Maurice. Oder macht dann Graf Maurice. Stimmt. Dann das solltest du nicht Maurice. Tun. Maurice? Nein, ich habe die Situation verkannt. Ich habe aus irgendeinem Grund noch einen Sohn erhalten. Wie bitte was? Ich habe noch einen zweiten Sohn. Du hast noch einen Sohn, ja, das ist ja immer schön, mehrere Söhne zu haben. Oh Gott. Ich habe gerade einen enterbt, einen hingerichtet, Maurice, einen ins Kloster geschickt. Ja. Second Gen der Zweite. Okay. Nein, krankes Kind, nein, 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 alle Kinder weinen. Doch bei Wilbald, der Ersetzer, hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert, aber ihre faltengelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt seine Hand. Ah nein! Nicht kleiner Mann! Was ist, die überschlagen sich ja schon wieder die Ereignisse. Was ist das hier? Dämonenschwelle. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich erstmal habgierig werden. Irgendein Vertrag läuft ab. Tschechischer Söldnertrupp. 155 für einen Vertrag. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nils der Dritte hat, obwohl er schon im Kloster ist, eine Bürgermeisterin verführt. Leute. Es ist doch eine Unglaublichkeit. Hat Maurice eine Tochter? Ja.
Nee, die hat er nicht. Maurice hat nur... enterbte Söhne. Ja, also er hat nur zwei Söhne. Der eine, das ist lustig, der eine ist 22 und der andere ist von derselben Frau. Wie lange haben die sich Zeit gelassen? 22 Jahre? Ja. Die ist 45? Die ist 45, da gerade nochmal ein Kind gekriegt. 22 Jahre liegen dazwischen. Der ist fast genauso alt, also der ist eine Generation übersprungen. Wenn jetzt Maurice endlich mal Vater wird, dann... also... was ist hier in Braunschweig los? Wer wagt es, sich Braunschweig zu nehmen? 45 ist genau das Grenzalter in dem Spiel. Nils, du bist nicht Wilbald, sondern Maurice. Ja, das stimmt. Hofarzt suchen. Kann ich nur. Achso, wie kann ich einen Arzt suchen? Nochmal. Unter. Eine Entscheidung. Auch unter Entscheidungen ist das. Und, beeinflusst das noch? Nee. Oder? Was? Also die, mein Sohnemann, beeinflusst das noch? Nee, vielleicht, wenn nochmal ein Event kommt, dann erst, ne? So, ich habe jetzt mein Nils den Vierten auch noch mit einem Genie verheiratet. Die ist zwar schon 35 und er ist 15, aber dann ist er ja bald soweit und dann wird die Genie-Erbschaft, Eigenschaft auf jeden Fall vererbt. Das ist doch gut. Die sind ja ein Schwindler. Die sind ja, die können ja beide nix. Ich habe jetzt hier zwei Leute, die beide keine Ärzte sind. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Haben sie zumindest einen hohen Wissenswert, also Bildungswert? 14 und 10. Ja, komm, ey, dann kommst du hier. Bist du jetzt mein neuer Arzt? Wer ist ja kurz das denn hier? Warum habe ich den überhaupt? So Quatsch. So, wir müssen mal wieder ein bisschen was bauen hier. Hey. Da. Oh, ich kann Thronanspruch gegen meinen Lehnsherrn verwandeln. Das ist auch interessant. Das ist natürlich eine Schurkerei. Ja, aber dafür fehlt mir die militärische Stärke jetzt momentan. Das sage ich ganz ehrlich. Und, was habe ich hier? Was haben wir in Dannenberg? So. Einfach jemanden am Hofe mit Bildung und Intelligenz zum Arzt machen geht auch gut. Ah, okay. Das wusste ich natürlich nicht. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Euer Nachbar Herzog Leuderik hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Graf Udo von Braunschweig. Mir egal. Das interessiert mich alles nicht, was um mich herum geschieht. Ich will jetzt einfach, dass mein Enkel mal langsam mal hier seinen Sohn kriegt. Und es beschämt mich, dass das noch nicht so weit ist. Das stimmt. Er ist nicht seines Vaters Kind, offensichtlich. Gott, oh Gott. Nee, aber Maurice Second Gen, der Zweite, ist wirklich kränklich. Er leidet an einer kränklichen Gesamtverfassung. Vielleicht soll ich ihn schnell verheiraten. Was hältst du denn davon, solange er noch lebt? Aber wenn er stirbt, ist das Bündnis weg, ne? Das stimmt. Ah, Mist.
Verpeiere deinen Hof, um günstig gute Kämpfer oder kluge Frauen an den Hof zu bekommen. Ast des freien Mannes Glück. Gelder, ein freier Pächter, verdammt, dankbar. Mein Charakter ist gerade 60, lieber Chat, aber ich bin ja auf, mit dem Bildungsbaum kriegt man auch Gesundheitsboni, das heißt, der wird wahrscheinlich länger leben. Und ich krieg zum Beispiel auch was ganz Cooles, durch meine gelehrte Eigenschaft kriege ich noch einen besseren Hofarzt angeboten, weil er in gelehrten Kreisen weithin bekannt ist. Volkhard von Tübingen. Er ist zwar auch lüstern, aber er ist immerhin ein Arzt und Kräuterkündler und Mönch. Also so viel denn auf einmal, das ist ja echt schon... Also der ist ja schon wirklich sehr talentiert, außergewöhnlich. Eindeutig. Nils der Vierte ist erwachsen. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Nils, das kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Mit einer wirklich silbernen Zunge kann er Grafen wie Könige auf seine Seite ziehen. Wenn er etwas sagt, hört der ganze Hof in gebanntem Schweigen zu. Wow, der hat die beste Ausbildungseigenschaft gekriegt. Graue Eminenz mit 4 Sternen. Das heißt, er ist jetzt Genie. Alter, es war richtig, dafür meinen anderen Sohn hinzurichten. Guckt euch diesen Prachtkerl an. Der hat mit 16 jetzt schon 20 Diplomatie. Boah, echt? Und in allen anderen Werten mindestens 10. Boah. Ist Genie und 4 Sterne ausgebildet. Tapfer, ruhig und treuherzig. Mit einer Geniefrau, die zwar ein bisschen unzüchtig ist, okay, man kann nicht alles haben, aber und eigenwillig, arrogant und rachsüchtig, okay, da hätte vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen sollen. Aber... Also, ich meine, da geht doch, mit diesem Sohn wird die Welt uns tatsächlich wird auch gerade sehr korrekt gesagt, ich sollte direkt dafür sorgen, dass er bitte nicht als Ritter kämpft. Weil, auch wenn er sicher auch da ein Naturtalent wäre, wie überall, sollte er bitte 17. nicht in der Schlacht sterben. Oh, die ist aber zu alt. Wie alt ist er denn? 22. Das kann ich mir nicht übel nehmen. Wenn ich meinen Hof verheirate, ist das egal, wie alt die sind? Ich glaube schon. Weil ich habe hier eine mit 26, die könnte ich, wenn die heiraten, dann könnte die ja für mich arbeiten, ne? An meinem Hofe. Ja. Ja, also dann... Es ist nur, du musst nur gucken, dass Frauen können... nicht alle Ratsposten benutzen. Ich glaube. Oh. Ah. Ach, meine Frau ist auch noch meine. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, wo ich nicht drauf geachtet habe mit Nils dem Vierten, dass seine Frau auch noch lesbisch ist. Das wird dann vielleicht die Erbschaft ein bisschen erschweren. Aber vielleicht kriegt man es ja trotzdem irgendwie hin. Also ein Erbe reicht ja. Sie hat auch schon ein Kind. Mit wem anders? Okay, das ist okay, offenbar eine katastrophale Partie. Da hätte ich genauer drauf hinschauen sollen. Gebe ich offen zu. Das war vielleicht ein Fehler. Jetzt, ich habe hier noch einen Gefangenen. Gräfin Sophia. Die sitzt schon seit 8 Jahren dort drin. Ich fordere mal ein bisschen Lösegeld. 25 Gold kriege ich. Sie ist ja auch echt alt geworden in der Zeit. Na gut, ich lasse sie mal. Sie darf jetzt gehen. Entschuldigen Sie, die sieht ja richtig. Ja, sie hat wirklich keinen Spaß mehr am Leben. Sie sitzt seit 8 Jahren vergessen in so einem Kerl. Und ich bin das Monster, Nils. Ja, ja, es passiert mir häufiger mal. Es passiert mir häufiger mal. Ich kann das echt nicht gutheißen, Nils. Ja, ich möchte mich entschuldigen. Monster. Ab und an geschieht sowas mal. Uiuiui. Ei der Daus. Heute gehen wir nicht nach Haus. So lautet der Spruch der Leute, die bei mir einsitzen. Jetzt gucke ich mal, wen ich hier alles verheiraten kann an meinem Hof. Wen haben wir denn hier noch? Ilse Trude, wieso kann die nicht heiraten? Ah, der ist verheiratet. Achso, das war meine Frau. Der Bischof will nicht heiraten. Maurice Second Gen, ach du Scheiße. Der ist krank und kränklich. Oh Gott. Ey, Maurice, der zweite, the second one, ist krank und kränklich. Hat die beiden Eigenschaften krank und kränklich. Er tut mir ein bisschen leid.
deutet nicht darauf hin, dass er es im Leben noch weit bringen wird. Du, ich befürchte, du liegst nicht so weit auseinander damit. Ja. Von der Wahrheit, wollte ich sagen. Nicht so weit weg von der Wahrheit damit. So, ich brauche noch ein bisschen. Nee, kann ich jetzt schon? Gut, aber aktuell will ich ja gar keine neuen Ansprüche. Ich will ja erst eigentlich weiter erobern, wenn ich... Wenn ich jetzt noch ein Herzogtum erobere, lieber Chat, kann ich das dann noch in meinen Königstitel eingliedern, den ich gegründet habe? Du willst König werden? Ich bin schon König, Nils. Du bist König? Ich habe doch mein eigenes Königreich gegründet. Ich bin König von Tirol. Du bist König von Tirol? Ich bin König von Tirol. Ja, aber... Da habe ich aber nicht aufgepasst. Tirol erstreckt sich über Tirol, Salzburg, Österreich und Böhmen. Ja, Eider Daus. Das dauert 100 Jahre oder so, wird gesagt. Nee, gut, dann sollte ich erst nachdem ich geerbt habe, nachdem der gestorben ist, wieder erobern. Und jetzt konzentriere ich mich auf Mist, das war die falsche auf Frage. Den Ausbau des bisherigen Reiches. Wen haben wir denn hier noch? Humfried. Gelder von... Erneut übrigens der Hinweis an alle lieben Zuschauer, es gibt einen Multi-Chat, den kann vielleicht auch nochmal jemand bei uns beiden im Chat, ein Multi-Stream, könnt ihr bei uns beiden im Stream vielleicht gerade nochmal posten im Chat, dann könnt ihr da mit uns beiden zuschauen, wenn ihr Bock drauf habt, das ist doch sicher sehr amüsant. Und natürlich lasst sowohl mir als auch dem lieben Nils ein Follow da, also jeder bei mir lässt bitte Nils ein Follow da und umgekehrt, denn wir wollen uns ja hier gegenseitig, wollen ja voneinander profitieren, wie ich weiß nicht wie Ungeziefer, also das Gegenteil, symbiotische, wie so symbiotische Pilze, die aufeinander wachsen. Ja, das gefällt mir gut. Symbiotische Pilze, das gefällt mir gut. Ich verheirate erstmal alle an meinem Hof, weil ich finde, niemand soll alleine sein. Und wer bei mir am Hofe dient, der bekommt nicht nur Wasser und Obst umsonst, sondern der bekommt natürlich auch einen Ehepartner gestellt. Und Gestellt. Wie alt ist der? 33. Der sieht aber ein bisschen, ach, was für ein zwielichtiger Ding. Der kann auch mal so eine ältere Dame bekommen. So, hier sind nur so 60-Jährige auf dem Heiratsmarkt gerade. 67. 65, 63, 61, 63, 67, 62, 64, eine 48-jährige junge Maid ist dabei. Niemand will diesen Typ ehelichen und ich kann es ihm auch nicht verübeln. Schuppig. Oh, weißt du was, der mag mich nämlich nicht. Ich gebe ihm eine schuppige 64-jährige zur Braut. Oder? Einfach so, weil er mag mich nicht. So. Aber vielleicht würde er dich mehr mögen, wenn du ihm keine schuppige 64-Jährige zur Braut geben würdest. Ja, aber dann, also sorry, das kann ja auch jetzt... warum muss ich erstmal was leisten dafür, dass er mich mag? Also sorry, aber wer... Nee, der kriegt die schuppige 64-Jährige. Ich habe mich entschieden, Inga, die 64-Jährige Schuppige, die kriegst du zur Ehefrau. Und wehe, mein Freund, du vollziehst die Ehe nicht, wie sich das traditionsgemäß gehört. Das stimmt, oh, er guckt wie jemand, der sich richtig freut über diese Vermählung. Jetzt hast du eine schuppige 64-Jährige. Selber schuld, wenn du mich nicht magst. Ich frag nicht, wie irgendwer darauf kommen könnte, dich nicht zu mögen, Nils. Ja. Soll er sich doch zusammenreißen. So, der mag mich, der kriegt jetzt hier was Gutes. Ich habe gerade ein amüsantes Event. Meine Gemahlin Königin Katharina ist in der religiösen Welt mittlerweile recht bekannt. Sie fördert Theologen, Gotteshäuser und Orden und sogar das Oberhaupt dieser Religion, Papst Gregorius, ist schon auf sie aufmerksam geworden. Wäre der Priesterkönig mir zur Dankbarkeit verpflichtet, brächte das enorme Vorteile mit sich. Meine Gemahlin hat mir angeboten, für mich Kontakt aufzunehmen. Und eine Option ist tatsächlich, was kann er uns denn bieten? Wir reden vom Papst. Ah. Wenn du als mittelalterlicher Herrscher keine Idee hast, was der Papst dir bieten kann, dann mangelt es dir vielleicht an Kreativität. Aber der Papst ist ja schon auf 100% Meinung. Nee, ist noch nicht auf 55% Meinung von mir. Ach komm, ich will aber lieber nochmal Frömmigkeit. Wie ist es eigentlich mit... Wie viel brauche ich, um eine eigene Religion zu gründen? Also langsam ist es ja wirklich blasphemisch. Erst König werden, jetzt eine eigene Religion. Fast. Nur noch 1062. Also, ich bin fast so weit. Und was kann ich dann machen hier? Es ist wahrscheinlich... Ja, das machen wir. Ich will jetzt noch... Sobald du was änderst, steigen die Kosten. Ah, schade. Neuer christlicher Glaube nicht. Also das Mönchstum hier mache... Ja gut, es kostet alles mehr. Stimmt, ich muss dann was ändern. Aber vielleicht komme ich ja noch drauf.
Mein Sohn Nils der Zweite hat Schwindsucht. Gut, aber er ist ja eh schon Mönch, deswegen. Wie alt ist er? Aber komm, 63. ich mache noch mal eine Pilgerreise. Genau, das wird mir auch gerade gesagt. Vorher konnte ich keine Pilgerreise. Ich habe schon eine Pilgerreise vorher gemacht. Hä? Ich hatte doch gerade schon einen Hofarzt. Warum muss ich jetzt einen neuen suchen? Ich hatte doch gerade einen richtig guten. Ist der jetzt schon wieder weg? Warum? Ich hatte gerade so einen guten Hofarzt. Ey, wie dumm ist das denn? Du, du machst doch einfach eine eigene Religion, in der es keine Krankheiten gibt. Das ist eine sehr gute Idee. War das doch. Ketzerei! Priscillianer in Kärnten. Herzogin Richardes aus Kärnten hat der Oh. Welt verkündet, dass sie und ihre Vasallen zum priscillianischen Glauben konvertiert sind. Desillusioniert von den Lehren der katholischen Priester sehen die Adeligen aus Kärnten die Klerus nicht länger als rechtschaffen und treu an. Als Priscillianer sind sie der Überzeugung, dass ihr neuer Glaube den Willen und die Gottheit entspricht und sie distanziert sich von ihren ehemaligen religiösen Institutionen. Aha. Und man kann es direkt darüber konvertieren. Aber natürlich ist das ein Never. monströses, Never. Das mache ich ein nicht. monströses Zerrbild unseres Glaubens ist Widerlich, das. Maurice. Und ich frage mich, ob ich da direkt einen Religionskrieg führen kann. Grünes Land. Geh mal direkt. Ich finde, dass du kannst doch nicht einfach eine einfache Religion und vor allem eine Religion, die nach der Ehefrau von Elvis Presley Nee, nee, das die benannt nicht. ist. Wenn, dann will ich schon meine eigene machen. Ich soll, glaube ich, die Leute wollen, dass ich Göttingen erobere. Was hältst du davon? Ich glaube, ich kann dich eh nicht aufhalten, alles zu erobern, was dir irgendwie in die Quere kommt, oder? Ja, so einer bin ich ja eigentlich nicht, aber. Also, Moment. Das, also, lieber Nils Chat, ihr habt doch, ihr seid doch Zeuge, dass das eine Lüge ist. Alter, Dass er nicht so einer ist. willst du dein Königreich behalten oder was? Ja, Weil ich vergrößere es gerade ich sogar. meine, wer so frech quasi mich beleidigt, der muss Hier, natürlich damit König. rechnen, dass die Koalition der freundlichen und ehrvollen und moralisch intakten sich das nicht bieten lässt. Nehmen So. wir mal die Grafschaft, die ich gerade erobern will. Grafschaft von Krems. Was waren das nochmal? Hier, genau, die hole ich mir Muss jetzt. Göttingen haben. Okay. Ich hole mir jetzt Göttingen, Leute. Ich muss mal ein bisschen Geld tanken. Da habe ich jetzt so ein bisschen was gebaut für mehr Geld, aber ich habe jetzt eine ganz gute Bilanz. Was hast du eigentlich für monatliche Einnahmen? Gerade habe ich minus 2,5, aber es liegt daran, dass ich im Krieg bin und all meine Truppen ausgehoben habe. Sonst habe ich plus 14 oder sowas. Ah. So, wo hatte ich jetzt nochmal Göttingen verortet da? Oh, an den unversöhnlichen Maurice. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Graf Maurice, Second Gen, und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Ja, okay. Schön. Danke. Why? Wird überfallen. Irgendwelche Leute werden überfallen. Das ist mir doch egal. Oh, das will ich haben. Okay, so der Rubel rollt und ich muss mich an Göttingen ranschmeißen. Mir So wird gerade hier. empfohlen, dass ich mir Göttingen holen sollte, weil es da wohl ein Sondergebäude gibt, mit dem man günstiger neue Religionen gründen Nun, kann. du hast ja aber gerade auch gehört, dass Göttingen jetzt sich in meinem Das stimmt, das stimmt. Es ist jetzt ein Gierbereich, Nilsiges. in meinem Gierbereich befindet. Aber Nils, was befindet sich nicht in deinem Gierbereich, würde ich fragen an dieser Stelle. Also. Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt noch keine Antwort habe. Aber ich beauftrage einer meiner Leute, sich dazu Gedanken zu machen. Gut. So. Ich habe noch keine Kriegsgründe, aber ich werde den Bischof welche auftreiben lassen. Und, was ist das? Ach, die Wikinger kommen hier wieder die Elbe lang gefahren. Mit ihren Booten. Was steht hier? Was ist das hier schon wieder? Räuber von Hotzenplotz. Bewegt sich auf meinem Territorium. Was ist denn los?
Der greift mich an, der belagert mich. Wow. Jetzt muss ich hier meine Armee ausheben oder was? Nee, er haut ab. Ja, aber gut für dich, mein Freund. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber hopp, hopp, hopp. Sonst kommen meine Armeen, aber... Es war richtig viele. Richtig viele Armeen. Ich habe so viele Armeen, mein Land heißt Armenien. Ich krieg's doch nicht. Ich sollte diese Wortwitze nicht ermutigen, eigentlich. Eigentlich, aber dann jetzt... Aber ich tue es trotzdem. Wenn ich mir überlege, ja, jetzt dann vielleicht auch... Oh, warte, ja, ich muss meine Armee ausheben. Ganz kurz Pause machen. Jawohl. Ich muss mal eben kurz hier noch eine weitere Fahne installieren. Ah, wo ist er denn jetzt? Wo ist die grüne? Da, bei Dannenberg. Okay. Wieso kann ich die denn nicht alle ausheben? Wieso kannst du nicht? Also was wird da dir gesagt? Ich glaube, weil da die anderen Armeen, weil ich gerade belagert werde, glaube ich. Dann machen wir das eben. Warte mal, habe ich jetzt alle ausgehoben? Nein! Alter! Hm. Was ist das denn jetzt? Wieso die Armee von Lüneburg? Ja, Prinz Nils hat bereits einen Sohn. Er heißt Berthold von der Moral und er ist auch ein Genie. Das ist doch ganz wundervoll. Ja, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hallo? Check's grad nicht. Tage. Ah, okay. Ah, da kommen sie. Ah, oh, ja, okay. Ja, ja. Mein Fehler. Ich war auf Pause, das habe ich gar nicht mehr gecheckt. Jetzt kommen sie. Ja, jetzt vertreiben sie die. Jetzt kommst du auch nicht mehr weg, mein Lieber. Jetzt gibst du richtig auf die Nase. Kann ich den Räuber irgendwie... Oh, Mist. Ich sehe gerade, der Kampf ist knapper, als ich mir das eigentlich... Oh nein. Oh, oh. Ich befürchte, er hat die besseren Leute. Ich fürchte, ich verliere diese Schlacht. Es tut mir sehr leid. Oh, oh. Hast du nicht noch Verbündete, die du rufen kannst? Ja, das... Hast du doch immer Verbündete, die du rufen konntest? Nee. Oh, oh. Ich habe aber deutlichst verloren. Eine sehr, sehr deutliche Niederlage. Oh! Maurice, der Second Generation, der Zweite, ist endlich gesundet. Ist also eine gute und eine schlechte Nachricht. Absolut. Ey, der hat mich einfach mal komplett besiegt. Also woran das liegen kann, ist, wenn er halt, er könnte die besseren Ritter haben. Ja. Er könnte mehr Kriegsvolk haben als du. Das kann man auch gucken, wenn man jemandem den Krieg erklärt und sein, also auch seine Stärke im Charakterfenster anschaut. Da siehst du auch, wie viel Kriegsvolk er hat. Muss mehr Kriegsvolk-Regimente erschaffen. Ansonsten kann es auch sein, dass er einen besseren General hat. Also, dass sein bester General halt mehr Kriegsführungswert hat als deiner. Ja. Ja, und ansonsten gibt es noch Faktoren, wie ob du zum Beispiel über den Fluss angegriffen hast, direkt oder so Zeugs. Ich muss mal meine Regimente erhöhen. Aber er haut wieder ab. Das ist gut, er hat den Krieg gewonnen und verpieselt sich wieder. Das gefällt mir gut. Ich werde jetzt mal mit dem nächsten... Jetzt habe ich aber nur noch... Ich hatte mal zwischendurch 11 Einnahmen, jetzt habe ich... gar keine mehr. Was? Religionskrieg im Scheichtum von Madrid, ist mir doch egal. Verbiete deinen Erben, Ritter zu sein. Ganz ehrlich, das halte ich für eine ganz gute Idee.
Also die Erben, die du willst, die Erben, die du nicht willst, kannst du zwingen, Ritter zu sein. Ja, das ist eine gute Idee. Warte, wo konnte ich das nochmal einstellen? War das unter... Wenn du auf Militär gehst und dann auf die Ritterschaltfläche klickst, dann kannst du sehen... Du sollst auch, du kannst immer gucken, so bei deinen Ratsmitgliedern zum Beispiel, da will man ja auch nicht immer, dass die Ritter sind. Ja. Aber außer eben Leute, die du loswerden willst, die kann man dann zwingen. Ja, dem einen habe ich das jetzt natürlich untersagt. Ja, ich will auf jeden Fall jetzt mit diesem will ich jetzt noch eine neue Religion gründen, absolut. Ich muss nur noch gucken, dass ich das auch noch hinkriege, bevor er stirbt. Und dass ich jetzt noch ein bisschen will, was kann ich noch machen, um Frömmigkeit zu kriegen? Pilgerreise, seht ihr, geht noch nicht, aber bald, dauert sogar noch ein bisschen. Was kann ich noch machen, um mehr Bildung zu bekommen? Kann ich irgendwie beim Papst, ich kann doch irgendwie Ablassbriefe oder sowas kaufen. Das gab's doch auch noch. Kirchen bauen. Stimmt. Aber hier auch noch, komm, ich kann doch bestimmt noch hier... Ich könnte den Papst verführen. Du könntest den Papst verführen? Weil ich offensichtlich... ich bin heterosexuell. Warum geht das dann überhaupt? Ich wurde gerade von Chameleon Storm mit einer Gruppe von 4 Personen geraidet. Und das sind tatsächlich ungefähr 1400 Personen weniger, als ich gerade von dem Wikinger geradet wurde. Aber ich möchte euch im Gegensatz zu den Wikingern nicht mit militärischen Fanfaren begrüßen, sondern mit freudigen Worten. Ich freue mich sehr über die 4 Personen, die vor 5 Minuten geradet haben. Ich hoffe, ihr seid noch da und habt nicht direkt abgeschaltet. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr seid herzlich willkommen bei Nils Boom auf Live. Ich spiele gerade mit Maurice Weber, dem großartigen Maurice Crusader Kings 3. Hallo allerseits. Ich habe gerade festgestellt tatsächlich, dass der Papst ist homosexuell. Ja. Aktuell. Okay. Aber er lässt sich nicht von mir verführen. Ich weiß auch gar nicht warum. Eigentlich stehen wir gut zueinander. Wir hatten auch schon lange fruchtbaren Briefverkehr. Ja. Aber warum will er das nicht? Schwer, das kann man eigentlich nicht wissen. Okay, es wird tatsächlich einfach ein großes Minus, weil er mein Glaubensoberhaupt ist. Deswegen geht das nicht. Schade. Das hätte mich jetzt amüsiert, gebe ich zu. Und Ablassbriefe kosten unglaublich viel Geld. Wo kann ich denn Kirchen bauen? Glaubenwechsel, Papst verführen. Ey, ich habe immer noch keinen Enkelsohn. Oh, ich habe wieder seine Erbin gefangen gesetzt. Die habe ich ja schon mal gemacht. Diesmal kriege ich nicht ganz so viel Geld, aber immer ein bisschen was. Die habe ich schon mal gefangen gesetzt gehabt. Die hat kein angenehmes Leben. Aroli, da stand, dass mich Männer nicht anziehen. Ihn schon. Deswegen ist meine Chance noch mal geringer, ihn zu verführen, weil ich es wohl nicht so überzeugend machen kann. Ich könnte den kleinen Maurice, er ist gesundet. Ich könnte ihn direkt verheiraten, ja. Das stimmt, aber er ist natürlich noch sehr jung. Er wird jetzt noch keinen Nachwuchs in die Bödefeldsche Dynastie bringen. Was? Oh, Doka hat Erfahrung im Kampf. Bemerkenswerter Gast. Oh, Alter, die will den Kampfgeschick ist das, was Ritter brauchen, ne? Ich möchte ihn zum Bleiben überzeugen. Wie geht das? Rechtsklick und dann an den Hof rekrutieren, ne? Genau, das kostet mir Geld. 25 lächerliche Penunzen. Und jetzt habe ich direkt mal 9 geilen Ritter. Das ist ja das Allerbeste. Und jetzt werde ich mir den Humphrey erlauben. Ja, Mann. Und hier Humphrey, Neffe und Ritter von euch. Gibt es noch Möglichkeiten, lieber Chat, wie ich mehr Frömmigkeit kriege? Ich will alles tun, was das hier, das kostet mich, glaube ich, Frömmigkeit, ne? Frömmigkeit. Ja. Oh, meine, Cookie meine religiöse Trance. Selbstkasteiung, bringt das was? Ne, das ist nur Anspannung. Werden automatisch die besten Kämpfer als Ritter eingesetzt? Ja. Na, das ist es sei denn, du hast halt so viele Leute, die du dazu zwingst, Ritter zu sein, dass für die Besten kein Platz mehr ist. Nee, so einer bin ich nicht.
Aber das war gerade prima. Der kam zur rechten Zeit. Ein magischer Kämpfer. 20 Stärke. Der führt ab jetzt meine Ritterschaft an. An einen heiligen Krieg anfangen. Aber das kostet mich ja Frömmigkeit. Ey, sag mal, wenn man Geld bezahlen muss, um Ritter zu rekrutieren, ne? Ist das dann die sogenannte Rittersmark? Eindeutig, Nils. Eindeutig. Oh, ich habe noch einen Gast, der eingetroffen ist. Die ist ja blind. Warum ist sie denn blind? Den Papst beschenken. Ich glaube, den Papst beschenken gibt nicht automatisch. Was spricht der Geheimnis? Sich Ablassbriefe kaufen. Geschenk schicken. Ihr Fut vom Geheimnis von Odoka ungläubig. Ja. Mein Ratsmitglied ist gestorben. Ah, oh, der war gut. Verdammt. Dann. Du hier. Der ist ungläubig. Alter, das ist. Ich habe einen Riesen am Hof. Ich habe einen Riesen bekommen. Aber der ist auch leider ungläubig. Aber der hat ein Kampfgeschick. Von 20. Ja, das ist ja großartig. Der kann ja direkt mal zum Ritter werden. Ja, prima. Alter, Odoka, der, Alter, ich habe jetzt noch ein. Nee, warte mal, ist das der von eben? Das ist ja der von eben. Odoka. Der kriegt direkt mal eine Frau an seine Seite gesetzt. Gibt's eine andere Frau, die auch ungläubig ist, oder? Giselle, 32, das passt. Der Berg. Hodor, ich habe wirklich Hodor bekommen, oder Hagrid, ne? An den gütigen Maurice, ich nehme diese bla bla bla. Oh, stark. Und ich habe, ja, das ist gut. Ich fühle mich wieder stark und mächtig, mit guten Rittern dabei. Ich muss noch mehr gute Ritter haben. Auch mehr gute Ritter. Wie teuer ist so ein guter Ritter? Kann bis zu 50 kosten, ah, je nachdem. Das habe ich gerade. Dann sende den Herold. Auch bessere Ritter. Sonst verliere ich hier jede Schlacht. Das wollen wir ja nicht. Der Berg ruft. Hahaha. So. Neue, wenig Kontrollen. Ich weiß, das ist mir jetzt alles noch zu viel. Diese ganzen Details. Ich will jetzt Ritter bekommen. Da. Ritter ist eingetroffen. Oh, 27 Kampfeskraft. Oh, den will ich sofort haben. 80 Mark. Mir auch egal. Ich brauche gute Ritter mit Kampfeskraft. Das ist wichtig. Okay, 80 ist hart. Ja, aber das ist aber auch richtig, ey, gut. Der hat 27 Kampfeskraft. Okay, das ist geil. Das ist ziemlich geil. Und der ist erst 27. Also der kann mir richtig lange Spaß machen. Und ich habe die ganze Zeit eben verkackt. Ich habe richtig aufs Maul gekriegt, weil ich hatte keine vernünftigen Ritter. Ich hatte, der Beste war 12 und der Zweitbeste hatte schon 4. Und das war mein eigener Sohn. Den habe ich verboten. Und der Drittbeste war 3 und dann 2 und 1. Ich brauche gute Ritter, Leute. Jetzt habe ich wenigstens 2,5 gute Ritter. Und der Dritte mag mich halt einfach überhaupt nicht. Ich glaube, der muss bald mal in vorderster Front angreifen. Ja, ohne gute Ritter ist der beste Herzog ist nur so viel wert. Das stimmt, ja. Wie sein schlechtester Ritter. Gerade am Anfang, also wenn du noch ein bisschen kleiner bist, ist tatsächlich, machen Ritter einen beträchtlichen Teil deiner Kampfstärke aus in deinem Heer. Das stimmt. Und ich habe ja immer noch, ich muss ja gleich nach Göttingen rein. Und du musst? Ja. Warum musst du, Nils? Ja, also weil ich... Nur mal so für meine persönliche Neugier. Weil Göttingen ist in Ungnade gefallen und... Wie? Was haben sie getan? Die haben sich unleidlich geäußert über dich. Und haben gesagt, du wärst du wärst ein stinkender Unsympath, der nicht ein einziges seiner Kinder selbst gezeugt hat, dessen komplette Dynastie zersetzt ist von Bastarden unterschiedlicher Frauen,
die sich alle, okay, ja, okay, ich, ist so, ja. Nee, ich verstehe schon, ja, nee, dann, vergnügt dann, haben. Dann machst du platten, Nils, du musst gar nicht mehr was sagen, dann müssen sie alle sterben. Ey, ein Neffe Estebanu von euch wurde gefangen genommen. Oh, der Arme. Aber er hat den Kerker bereits verlassen. Und angeblich ist es ein Neffe von mir und ich kenne den Mann aber nicht. Wer ist das denn jetzt hier? Leuderik von Schlawe. Mein neuer Lieblingsritter. Was genau ist das? Ich kenne hier diesen Neffen nicht, ich beschäftige mich nicht mit ihm. Und seine Geschichte ist mir egal. Ach, ich muss noch. Was? Mein Sohn muss noch. Ja, ihr habt recht, Mist. Der braucht noch einen Mündel, ne? Das habe ich vergessen. Kind unterrichten. Oh oh. Ja, das sollte man immer machen. Weil damit kannst du halt bestimmen, in welche Richtung er sich entwickelt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Etwas zu spät. Wir hören einen riesigen Krieg um eine absolut winzige Grafschaft. Aber. Wie viele Armeen hast du denn? Ich habe 4000 Mann. Wie bitte? Die sich hier mit dem König von Bayern prügeln. Oh, go, nur König. Um die Grafschaft von Krems zu erobern. Weil es ist ein bisschen eine Sache an diesem Spiel ist, dass wenn halt zwei größere Reiche sich bekämpfen, dann musst du eine ganze Menge an Schlachten und Städten gewinnen, bis du den Krieg gewinnst. Selbst wenn es nur um irgendwas Furziges geht, wie halt eine einzige Grafschaft. Hm. Deswegen sagt noch Ascari, gerade als König mache ich mir die Mühe mit dem Krieg um Grafschaften schon nicht mehr. Ja, ich will nur gerade nichts Größeres erobern, weil. Oh, er hat eine neue Allianz gebildet, diese Halunke. Alter! Jetzt will er. Entschuldigung, dass ich dich. Ja. Ich habe nur gerade gesehen, dass ich habe ein Geheimnis erfahren, dass meine Erzfeindin in Wirklichkeit ein Bastard ist. Okay, sie ist gar nicht meine Erzfeindin. Egal. Aber sie ist trotzdem ein Bastard. Ja. Will ich mich entschuldigen, dass ich jetzt nur dir dazwischen gefunkt habe. Das ist absolut in Ordnung, Nils. So, Leute, wie viel muss ich denn jetzt hier noch gewinnen, ey? Das kann doch nicht sein. Ich will mehr Glaube. Ich will mehr Glaube, Leute. Aber ich meine, gut, bald kann ich ja. Man kann übrigens, Nils, das wird dir gefallen, man kann, wenn du halt eine Religion gründest, wirklich sehr viel albernen Unsinn machen. Man kann zum Beispiel sagen, dass Lüsternheit eine Tugend ist. Aha. Und Sachen wie Ehebruch und so auch alles okay sind. Ja, das wie Heinrich, ne? So. Ja, genau. Sorgen der Einheimischen bedacht. Okay, das. Die Grafschaft hat sich wieder zurückgeholt, deswegen. Die hatte ich doch schon. Die Säcke. Ah. So, was ist jetzt? Ich will jetzt nach Göttingen rein, das dauert ja ewig. Mein Bischof ist einfach mega schlecht in Dingen, die wirklich wichtig sind. Ja, meiner ist auch total. Ich habe ja vorhin schon einen umgebracht und der Hoffnung, dass dann einer von den Besseren eingesetzt wird, aber der Papst ist da auch nicht so am Start, muss ich sagen. Er setzt hier einen inkompetenten Trottel nach dem anderen ein. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, bevor ich hier das Zeitliche segne, bevor ich dem Herrgott gegenübertrete, ja, will ich dafür sorgen, dass es der richtige Herrgott wird, dem ich gegenübertrete, indem ich meinen eigenen Glauben gründe. Gaunerfahrrad hat ein Prime dagelassen. Das ist ein sehr lustiger Name. Und Cookie, auch dir.
Nochmal, vielen Dank. So, und Gihihihihi. Selbstverständlich auch. So, ey, was ist jetzt hier los? Volta ist gekommen. Was kann der denn? 14 Uhr. Das ist ja nicht so gut. Wirklich, man braucht halt wirklich viel, noch viel mehr Glaube, als mein Typ, glaube ich, kriegen kann, wenn ich auch nur irgendwas ändern will bei diesem Glauben. Ich würde mir ja einen richtig albernen zusammenklicken wollen. Schade. Das wird wahrscheinlich nicht mehr. Es wird auch. Warum ist es jetzt wieder teurer geworden? Ach, durch derzeitigen Eifer verändert sich auch nochmal, wie viel das ist. Ah, gut, da werde ich nicht mehr drauf kommen, wahrscheinlich. Schade, ich hätte gern noch der Welt noch mehr hinterlassen als nur das Königreich Tirol. Weißt du, ein bleibenderes Vermächtnis. Ja, das kann ich gut verstehen. Ein Glaube, der sich über die Welt ausbreitet. Ein Komplott bei Hofe. Jemand spielt ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar mein Neffe Humfried. Humfried! Nein. Die Frage ist, wen will er ermorden? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Nee, um Humfried, also Humfried ist das Opfer in diesem Plot. Ach so. Ja, ja. Ich dachte, er will jemanden ermorden. Nee, Humfried. Wollte jetzt kein Victim-Blaming betreiben. Ja, eben. Nein! Odoka hat Humfried ermordet. Nicht Odoka, mein wichtigster Rittersmann. Den brauche ich. Ich bin abhängig von Odoka für den kommenden Krieg. Oh, was hast du getan, Odoka? Es ist die Frage, ist das der 27er-Typ? Das ist der 20er-Typ, ja. Nicht der 27er, aber der 20er-Typ. Okay. Ja gut, ich ignoriere das. Ich tue so, als wenn das nicht passiert ist. Oh, hat Odoka das halt. Odoka. Naja, dafür musst du gleich schön in den Krieg ziehen. Wir sind nämlich gleich so weit. Odoka. Lieber Andersen, du wirst nicht im Chat überlesen. Ich hab's doch vorher schon gesagt. Ich kann keine Tempel bauen, weil die bayerische Kultur noch nicht die Innovation Stadtplanung hat. Aber ich kann natürlich der bayerischen Kultur mal befehlen. Ich bin ja das Oberhaupt der Kultur Bayern. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Innovation gehe, dann, in 17 Jahren decken wir das. Bis dahin wird mein 67-jähriger Herrscher wahrscheinlich sterben. Es sei denn, es ist Gottes Wille, dass er noch seine eigene Religion gründet. Prinzessin Amalberga im Ostfrankenreich. 3000 Truppen. Oh, schön, mein Ratskanzler hat es geschafft, zu überzeugen, dass mein Friedensvertrag mit König Volkmar von Bayern komplett unrecht, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist, obwohl ich den Krieg angefangen habe. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Sehr schön. Das machen wir, glaube ich, auch, König Volkmar, weil die Grafschaft von Amstetten gehört ja auch rechtmäßig mir, de jure. Und da muss man schon auch mal, also, und hier Graf Heinrich hat eigentlich auch hier, gut, das machen wir später. Was ist das denn hier? Der Oberhäuptling Raslav von Rapp ist ein Nudist, der ist entkleidet in seinem Charakterbildschirm. So, um welche Grafschaft geht's denn jetzt hier? Was? Ich habe ja gar nicht geguckt, was ich hier mir hole. Ich habe nur... Okay. Halt. Wenn ich das kriege, die... Sündiger Bischof bloßgestellt. Graf Otto von Amstetten. Wo ist Amstetten? Hier. Ah ja, dann muss ich das erstmal erobern. Das hole ich mir direkt. Wo sind die Onager drin? Hier. Ich fall gleich in Göttingen ein. Ja, also nachdem wie die über mich geredet haben, ist das auch, also... Ich räche dich. Es ist nur gerecht. Ich räche dich. Ja. Ja. Ernsthaft? Ich hab da kein Mitleid. Ich hab da absolut kein Mitleid. Musst du auch nicht. Ja. Meine Rache wird fürchterlich sein. Blutig. Astrid Lindgren, vielen Dank, dass du dabei bist.
Freue mich sehr. Vielleicht wirst du Zeuge werden, liebe Astrid, die ich Göttingen mir einverleibe, weil sie schlecht geredet haben über meinen guten Freund Maurice. Da kann es keine Gnade für geben. Keine Gnade. Nee. So, wir holen uns jetzt hier noch Amstetten, denn das ist eindeutig meins, wie alles auf der Welt. So, ich muss doch jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die Nachfolge mache, ja, ich werde nichts verlieren. Nils der Vierte mit seinem Sohn Berthold von der Moral, auch ein Genie. Okay, Berthold von der Moral ist schon herrisch. Echt? Aber das kann ja mal passieren. 39 Mark. So, warte mal. 1181. Wieso ist der denn auf einmal so gut? Wie viel Verbündete hat der? Oh, shit. Oh, shit. Ich muss noch, oh nein. Ich muss noch schnell irgendwas, irgendwelche Soldaten rekrutieren. Kostet zu viel Geld, hab ich nicht. Los, beeil dich. Leichtes Fußvolk. Leichte Reiterei. Kann ich mir noch leisten? Geld vom Papst. Erschaffen. Auf der Regimenterschwelle für Kriegsvolk? What? Wenn du kannst nur begrenzt viele Regimenter an Kriegsvolk haben, aber du kannst die du hast, noch vergrößern. Wenn du auf eins klickst, kannst du die Stärke erhöhen. Das ist dann wie, als würdest du neue anwerben. Okay. Das ist dann nur, dass du kannst nicht alle verschiedenen haben, die du willst, leider. Ah, das Leben versucht immer einem irgendwie das noch schwieriger zu machen. Das stimmt, das stimmt. Gerade, und wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, Crusader Kings ist ja das Leben. Wer bist du? Wer marschiert hier? Durch mein Land. Wieso können eigentlich Leute durch mein Land marschieren? Das ist doch eigentlich. Oh! Ich habe nicht mehr den geringsten Zweifel. Meine Affäre Baronin Bertha gebar einen Sohn und wir beide wissen, dass ich der Vater bin. Zum Glück schwärgt Bertha. Was mich anbelangt, und niemand sonst kennt die Wahrheit, zumindest im Augenblick. Oh mein Gott, hast du das gehört? Ich habe einen Bastardsohn. Das, also so lüstern, wie du die ganze Zeit schon warst, überrascht mich das gar nicht. Wenn das der Papst erfährt, Nils. Und Baronin Bertha ist eh ganz zwielichtiger Mensch. Ich werde nicht. Warum sie und warum nicht du? Also du bist doch genauso ein Schurke. Nee, aber die ist auch irgendwie, die ist komisch. Bei der ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Warum hast du sie dann beschlafen, Nils? Weil sie. Es war spät, wir waren beide vom Wein berauscht und das Licht war zwielichtig und es ist geschehen. Okay. Es ist einfach geschehen. Was soll ich sagen? Dauert das volle Stärke in 5 Monaten erst? In 5 Monaten? In 5 Monaten? Oh, das ist ja voll lang. So, ich muss nochmal nach Göttingen rein jetzt hier. Der hat ja selbst gar nichts. Der hat nur einfach gute Verbündete. Der hat einfach einen richtig guten Verbündeten. Herzog Thank Ulf. Der heißt also Thank Ulf. Stell dir mal vor, Maurice, dass irgendjemand dir so viele Gefallen tut, dass du deinen Sohn oder deinen Nachnamen Thank Ulf nennst. Was hat dieser Ulf für dich getan? Ich werde mein nächstes Kind Thank Nils nennen. Thank Nils, ja. Für dich. Weil du ja für mich Göttingen angreifst, um meine Ehre zu retten. Thank Martin. Aber du kannst, wenn du auf das Bündnis drüber fährst, im Diplomatie-Fenster, dann siehst du ja, durch welche Heirat das zustande gekommen ist. Mhm. Und dann kannst du probieren, einen der Leute umbringen zu lassen, um das Bündnis zu brechen. Weil wenn einer von denen stirbt, ist das Bündnis ja weg.
Das ist dann nicht unbedingt nett, aber wir sind ja im Krieg. Ja, eben. Also noch nicht, aber du wärst gern im Krieg und dann ist ja quasi das Gleiche. So, ach, Entschuldigung, also bei Diplomatie soll ich was machen? Wenn du auf das Bündnis fährst, ja. Also dann siehst du, wie es zustande gekommen ist, durch welche Charaktere. Okay. Warte mal. Also Krieg erklären und dann sehe ich... Also in diesem Diplomatiefenster von dem Charakter, wo diese Banner sind, Warte mal, okay. Also erstmal den Charakter quasi an. Okay, nee, das ist der falsche. Der hier. Wo die Banner sind. Da, Diplomatie verbündet mit Graf durch Heirat von Isabel. Genau, da siehst du jetzt mit wem und da kannst du bei den beiden Charakteren mal gucken, wie hoch die Erfolgschance eines Mordkomplotts wäre. Das ist ja lustig. Und wenn das dann halt Leute sind, die du leicht umbringen kannst, manchmal ist es schwierig, vor allem du hast ja nicht auf Ränkespiel geskillt, aber manchmal ist es überraschend leicht bei manchen Charakteren. Und dann kannst du mal schauen, ob du die umgebracht kriegst. Okay, Isabel Iconen ist, wir können ja mal gucken, Mord. Versuchen Isabel zu ermorden. Kann ich sie auch verführen? Ja, aber es bringt ja nichts. Nee, ich ermorde doch niemanden. Solche Sachen. Aber schau doch, Nils, guck doch, wir gucken doch gerade. Du bist nur. Der Teufel. Wir schauen du doch nur, wie hoch die Chance vom wäre. Kurs abbringen. Du musst ja, wenn du da nur drauf klickst, siehst du erstmal nur die Chance. Okay, ich guck mir mal die Chance gucke ich mir mal an. Ja, ne? Mehr ist es doch gar nicht. Also man muss doch auch, also du bist doch auch, Nils, du bist ein Mensch, der seine eigene Firma gegründet hat. Du weißt doch, dass Chancen ausnutzen im Leben etwas ist, was man tun muss. Ja, absolut, absolut richtig, absolut richtig. Diplomatie, warte mal, seht ihr, wie einfach das ist? Alter, was ist das denn jetzt? Göttingen ist für mich verloren. Nee. Was? Warum? Warte mal, nee. Warum kann ich kein Lösegeld für den König hier haben? Das gehört ja diesem Typ von Kassel. Shit, der wird immer mächtiger. Herzog ich könnte jetzt den König von Bayern hinrichten lassen. Herzog von Anglien. Und weil ich einen guten Grund habe, wird mich niemand für einen Tyrannen halten. Ich weiß nicht. Den? Ich bin ein bisschen geneigt, das Herzog zu machen. Herzog von Anglia? Der hier. Okay, der Herzog von Anglia, der ich ist. Ich setze Glauben ein, stimmt. Ich will ja Glauben haben. Ja. Durch Heirat von Herzog Angria und Herzogin Hell. Ah ne, ist jetzt auch Glaube. Ein Nachkommen, dann lassen wir König Volkmar in Frieden. Also muss ich will jetzt fromm sein. Ganz kurz, ich muss quasi die Ehepartnerin des Herzogs, der sein Lehnsherr ist, sozusagen beseitigen, oder? Du musst eine von den beiden Personen, die in das Bündnis involviert sind, beseitigen. Das kann der Mann oder die Frau sein. Dann ist das Bündnis nichtig. Ja, also 5% ist okay, das ist... Ist es mir jetzt nicht wert. Nee, manchmal ist, also es gibt da verschiedenste Faktoren. Manchmal ist dann überraschend, dass du, obwohl du ohne viel Ränke spielst, trotzdem 95% hast. Und dann kann man es einfach machen. Aber ich meine, unsere Armeen sind ungefähr gleich stark. Ich kann es ja einfach mal probieren. Vielleicht habe ich ja Glück. Jetzt hast du ja auch stärkere Ritter, also vielleicht. Ja, jetzt habe ich bessere Ritter. Oh, er wird immer stärker, ey. Er wird immer stärker. Wieso hat er denn jetzt schon... Ey, wie verstellt er denn eigentlich auf? Aber warte mal, wenn der blaue Balken mehr in meinem Sinne ist, also dann habe ich stärkere Ritter sozusagen wahrscheinlich, ne? Ja. Oder einen besseren Anführer. Ja, okay, vielleicht kann ich ja noch irgendwas mal eben schnell nochmal kaufen. Ich glaube, Söldner kann ich mir nicht leisten. Kann man die alle nur einmal? Das ist ja echt. Kann die nur einmal für mich begeistern? Die Söldner. Wieso kann ich die nicht ein zweites Mal anwerben? Du kannst ja mehrere verschiedene Söldnertruppen machen. Ja, aber die werden ja immer teurer. Gut, also ich könnte jetzt, wenn ich schon keinen eigenen Glauben. Gründe mit diesem, könnte ich noch einen eigenen Kriegerorden hinterlassen. Das fände ich eigentlich auch cool.
So, das finde ich auch nicht schlecht, einen eigenen Krieger. Ich muss irgendwie gucken, wie ich noch Bündnisse kriege, aber ich habe niemanden. Ich habe nicht mal mehr. Ich habe ja niemanden mehr. Ich habe hier extra schon einen verheiratet. Ich weiß nicht, warum der mir hier kein Bündnis gibt. Mein. Liebe Leute, wollen wir einen Kriegerorden gründen oder glaubt ihr, wir kriegen noch eine Religion? Ich glaube halt mit 1700 kriegen wir keine gescheite Religion mehr. Was meint ihr, lieber Chat? Papst gibt dir Geld? Frag den Papst nach Geld. Oh, wie geht das? Wie kann man den Papst nach Geld fragen? Wenn das geht, ist es in deiner derzeitigen Lagemeldung oben mit drin. Da müsst ihr dann stehen, ihr könnt euer Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Wird auch gesagt, ich sollte einen Kriegerorden nicht gründen, bevor ich eine Religion gründe, weil dann gründe ich jetzt einen katholischen Kriegerorden, der dann gegen mich kämpft, wenn ich selber meine Ketzerreligion Vergiss. gründe. Das ist natürlich smart. Gold erbitten. Wird es dir nicht angezeigt in deiner derzeitigen Lageliste oben? Ah ja, doch, ich kriege jetzt Geld. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt mit dieser Kohle einen so Söldner kaufen. Genau. Also allgemein lohnt es sich immer wieder, diesen derzeitigen Lagereiter zu checken. Da sind tatsächlich, da ist drin, ob man Kriege erklären kann, da ist drin, ob man Oder was bringt mehr mit der Kohle Söldner, weil die sind ja weg, oder soll ich damit meine Regimente vergrößern? eigentlich erstmal die Regimente Ja, vergrößern, wenn ne? du Das macht die wahrscheinlich Sinn. Söldner sind eher dafür da, wenn du dringend schnell jetzt Truppen Ja. brauchst, weil du zum Beispiel angegriffen wirst. Aber Regimenter sind langfristig eine bessere Investition. Ja, dann lasse ich die einmal kurz noch sich jetzt vergrößern. Und dann machen wir das doch. Wie sieht es hier mit meinen Rittersleuten aus? 27, 20, ja, 14, 13, 12, na gut. Oh, hier ist noch ein 13er. 1, 2, 3, 4. Oh ja, das bringt mir tatsächlich was. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auch noch, ach, ich stelle Ich meine bräuchte noch Frau einen. komplett auf Bildung um. Dann kriege ich auch noch mal mehr Frömmigkeit. Das hätte ich vorher auch schon machen sollen. Bündnis aushandeln mit Maurice, dem the second one. Echt? Gibt er mir Truppen? Hat doch nix. Der hat doch nix. So, jetzt warte ich noch, bis mein Militär vernünftig ausgehoben ist. Und dann geht's los. Und dann hole ich mir Göttingen. Ich beobachte Göttingen. Was geht ab in Göttingen? Ich beobachte dich. Alter, der hat auch richtig hart Truppen ausgehoben. Wieso habe ich noch keinen Verbündeten? Es Ein kostet guter immer noch sehr Rittersmann wäre noch viel gut. mit den Glauben hier. Ist Kriegsführung eigentlich gleichbedeutend mit männlich, ja, schon männlich. Schon wieder einen Arzt suchen. Was ist denn mit meinen Ärzten? Hier ist doch Gertrud ist doch da. Okay, nee. Dachte mir jetzt gerade schon. Der König von Bayern ist so Frankreich. pleite, dass er nicht mehr für seine Ehefrau noch Lösegeld zahlen kann. 52. Zu alt. Das ist nicht das gleiche. So, okay, die sind voll. Jetzt geht's los. Göttingen. Kriegerreise, jetzt. Krieg erklären.
So, Jerusalem ist eigentlich immer das Beste, was man haben kann als Pilgerreise. Ich muss mal ganz kurz. Jerusalem als Pilger. Ja, ich hoffe doch. Immer kurz, zack. Da kann ich, wenn ich einen anderen Ort, gibt es da noch bessere Sachen? Eigentlich nicht, oder? Los? Nein, das glaube ich auch nicht. Und was ist jetzt mit meinen Verbündeten? Was? Oh, der 1500? Nee, also ist was anderes. 115, naja, gut. Okay, nee, komm, mal das hier. Kann man das auch lange weit machen. Weg. Welche heiligen Stätten gibt's? Das wäre auch cool, wenn ich meine Blutlinie weihen würde. Aber was sind denn katholische heilige Stätten? Gibt's erkennt einer davon, die ich mir relativ leicht schnappen könnte? Bei Glaubensikone könnte ich ja. Na gut, es dauert noch. Ja, das stimmt, schaffe ich nicht mehr. Gut, Köln, Rom und. Ja, gut, ich könnte Köln erobern. Köln könnte ich vielleicht sogar noch schaffen. Aber. Wird auch schwierig. Irgendwie dieser Herzog hier hat sich irgendwie sonderbar hochgekämpft. Nee, Herzogin Kunigunde hat sich hier irgendwie mein halbes Land gehört, der. Nein! Nils, was ist los? Ich verliere diesen Kampf! Ich bin dem Tode nahe. Komm Leute, dann gründe ich jetzt noch einen Kriegerorden, oder? Bevor wir jetzt hier gar nichts machen. Why? Ich bin dem Tode nahe. No, jetzt belagert der Stendel. Was ist geschehen? Ich kann keinen Kriegerorden mehr gründen. Warum nicht? Weil ich das Gold nicht mehr habe. Ach, ich narre. Jetzt habe ich alles in die Pilgerreise gesteckt. Was habe ich getan? Was hast du denn getan, Nils? Ich hab verloren. Ich hab ihn erobert. Ich dachte, ich gewinne. Was? Warum? Lieber Nils, Chat, gib doch mal Tipps. Was war los? Können wir da Tipps geben, wie Nils... Oh, ich hab ein Genie. Aber der ist auch wahnsinnig. Beides. Genie und Wahnsinn. So, jetzt habe ich 2600 Glaube. Damit könnte man noch eine Religion versuchen zu gründen. Oh, ich bin weiterhin... Ich nehme lieber aufgebrachte Bauern. Minus... Ah, ne, ja. Was kann der denn? Mein Ratsmitglied hat sich zu Tode getrunken. Oh, ich muss leider hier... Oh, aus Versehen. Also ich brauche schweres Fußvolk. Wartet, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was machen. Müsste eh mal pausieren, weil ich meine Religion jetzt gründen will. Das ist gut. Und zwar... Oh, ich kann kein Gold mehr abbetteln. Ja, das hat immer Abstände. Ah, das ist jetzt unangenehm, wie hier Stendal... belagert wird. Aber das ist egal, oder? Weil der muss ja auch quasi auf 100% kommen, um mich besiegt zu haben, sozusagen. Ja. Wie tausche ich Befehlshaber aus? Da müsstest du, wenn du auf deine Armee klickst, müsste das gehen. Dann siehst du den. Ich habe leider gerade keine Armee ausgehoben. Befehlshaber Wolter Brunswick. Und wer ist der beste Befehlshaber? Befehlshaber-Vorteil. Ist es einfach der zusammengefasste Wert? Das macht ja schon Sinn, dass der das ist. Ich will es ja nicht machen. Macht schon Sinn. So, Nils, willst du mir helfen, eine Religion zu basteln? Wir müssen uns Eigenschaften aussuchen. Güte und Liebe. Also ich fange halt an mit den Eigenschaften des Katholizismus. Die sind dann auch billiger. Das ist halt wehrhafte Pilgerreisen, also Kreuzzug und sowas. Kommunion. Ich kann
Ablässe kaufen. Und nee, das ist die langweiligste Eigenschaft. Da können wir mal was anderes machen. Wir können... Also ich kann richtig schlimm werden. Ich kann irgendwie... Entleibung geht zum Beispiel. Ach nee, das ist... Ich dachte, das wäre jetzt Nudismus. Das ist aber Selbstmord. Entleibung. Alles, was Kriegsgründe gibt. Mein Chat ist sehr... sehr pragmatisch. Ach so, mach's selbst, dann habe ich den 15er Volta als Ritter frei, echt? Aber ich werde ich dann nicht gefangen genommen? Ach so, ich muss ein weltliches Glaubensoberhaupt, dann werde ich das selbst. Stimmt, das geht ja, aber gut. Nicht. Okay. Theokratisch, wo ist das denn? Du sagst, wenn du wieder Play machen willst, ne? Ja, ich bin gerade im Religionsbaukasten. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ich das Oberhaupt wäre. Und zwar klerikale Ernennung weltlich. Und dann Glaubensoberhaupt auch weltlich. So, jetzt haben wir schon nicht mehr viel. So, jetzt kann ich tatsächlich, dadurch, wenn ich es richtig sehe, wird dem Gründer des Glaubens verliehen und dann seinem Haupterben. Ja, das ist super. Kommunion lassen wir dann. Was gibt's noch, lieber Chat? Wir haben nicht mehr viel, was wir ändern können. Kirchentyp im Rat austauschen. Wo kann ich das? Das ist ja schon, ich nenne die eigenen Reichsprediger, ne? Das ist das. Mönchstum ist schwach. Ich habe zweimal Pekin. Ja, Mönchstum ersetzt man noch durch irgendwas Cooles. Irgendwas auch Billiges, tatsächlich. Aber ich habe jetzt nicht die Kohle. Ich habe nämlich zweimal Pekiniere, das ist mein Fehler gewesen. Aber wenn ich die jetzt auflöse, dann habe ich ja gar nicht die Kohle, um die neu aufzustellen. Okay, ich verstehe. Also, wenn ich mehr Glaube hätte, Nils, könnte ich auch einen Glauben machen, der Lügen zu einer Tugend macht und Ehrlichkeit zu einer Sünde. Also leichtes Fußvolk dann. Achso, ja echt? Das geht? Man kriegt dann Frömmigkeit, wenn man Ränke spielt, komplette... Leute, ja, ich sehe, Widerrufbar auf klerikale Ernennung, es kostet mich halt noch mehr Glaube. Ich will gerade noch, ob wir das Mönchstum durch irgendwas Witziges ersetzen können. Lese dir mal durch, was kontert. Ja, woher soll ich wissen, was hat er denn? Mach doch nicht weiter jetzt bitte, Maurice. Nee, ich erst mal checken, bin auch gerade noch im Religionsmenü. Was der hat, woher weiß ich denn, was der hat? Kann ich das irgendwo ansehen? Ja, du siehst in der Anzeige, wo auch seine Gesamttruppen angezeigt werden. Wenn du drüber gehst, siehst du, welche er hat im konkreten Detail. Gepanzertes Fußvolk, Onaga, Pikiniere. Okay, was soll ich nehmen? Bogenschützen? Also was, Bogenschützen? Freunde, antwortet mir im Chat. Ich brauche euren Rat. Ihr seid mein Rat. Bogenschützen. Ja, drei verschiedene Antworten. Entweder leichtes Fußvolk. Leichtes Fußvolk kontert schweres Fußvolk. Oh. Leichtes Fußvolk. Okay, leichtes Fußvolk ist es. Leichtes Fußvolk. Leichtes Fußvolk erschaffen. Leichtes Fußvolk erhöhen. Dafür fehlt mir noch die Kohle. Okay. Dann, und dann soll ich die Armee nicht selbst anführen, weil wenn ich dann sterbe, dann war es das. Deswegen muss dann doch er hier das machen. Okay. Gut.
So, ich bin auch gleich durch. Ich brauche nur noch eine coole Eigenschaft für meinen Glauben. Mach das, dann esse ich so lange meinen Berliner. Das hab Jawohl. Das habe ich in meinem Chat versprochen. Ich habe den heute Morgen, als ich den Stream gestartet habe, versprochen, dass ich den dann zusammen mit denen esse und die sich so richtig daran erfreuen können, wie ich hier mit dem, wie ich den so esse. Habe ich den versprochen. Das wird sie bestimmt freuen. Mm. Ich mag Berliner sehr gerne. Du auch? Ja, absolut. So, sowohl Berliner als auch Berliner. Mm, Leute, ist gut. Ist lecker. Yam, yam. Yam, yam. Mm. Meine Religion wird langweilig genannt, weil ich all meine Punkte nicht darauf irgendwie verbringe, dass ich dass ich irgendwie eine lustige Religion baue, sondern sie knallhart einfach darauf trimme, dass ich Religionsoberhaupt bin und mehr nicht. Das ist tatsächlich vielleicht korrekt, aber deal with it. Brauchst du überhaupt ein Reich auf Erden, wenn du ein himmlisches besitzt? Eigentlich brauche ich schon beides. Ja. Wow, ritueller Kannibalismus. Die Eigenschaft Kannibale wird nicht mehr als Verbrecher betrachtet. Aha. Macht Kannibale zu einer Tugend. Das geht also auch. Gut, Machtstreben wäre cool. Oder wir machen noch ein bisschen hier bei der Ehe. Haltung zur Ehe, nee, Heiratsarten. Hier, ich kann... Danke fürs Abo, Ameisen. Nee, Gibay. Ich kann hier Partner und Konkubinen oder Polygam. Mhm. Bis zu 4 Ehepartner. Ja, das finde ich eigentlich gut. Lord Strombeck hat 5 Stufe 1 Community Geschenkabos verteilt. Dankeschön. Und auch Dintor ist dabei mit Prime. Wenn wir schon eine kurze Pause machen, sei das erwähnt. Ja, absolut. So, wie viel kostet mich das hier? Perversion verboten oder akzeptiert? Göttingen, Göttingen, du schwerer Prüfstein. Du bringst mich ins Grübeln. Doch eins wirst du meins sein. Manchmal mache ich so aus Versehen brillante Gedichte. Das ist gar nicht geplant gewesen, wenn der erste Satz fällt. Und am Ende merke ich, ey, das ist eigentlich ein richtig gutes Gedicht gewesen. Es war große Kunst. Große Kunst. 4 Ehepartner bedeutet aber auch 4 Schwiegermütter. Nein, das sind nämlich 4 Schwestern. Wusstest du, ich meine, natürlich wusstest du das, aber wenn, es passiert ja häufiger, wenn 2 Zwillingspaare, ne, also das 2 männliche Zwillinge und 2 weibliche Zwillinge heiraten und Kinder bekommen, sind die Kinder genetisch gesehen Geschwister. Tatsächlich? Ja. Das wusste ich nicht. Aber natürlich nicht rechtlich. Aber eigentlich... Müssten sie ja eigentlich auch rechtlich Kinder, also Geschwister eigentlich sein können. Das stimmt. Wer definiert das? Das ist eine sehr gute Frage. Also in meiner Religion würde wahrscheinlich ich es definieren, oder? Weil ich der Gottherrscher bin. Bei mir wird gesagt, dass Nils sich aber verdächtig genau mit Inzest auskennt, sagt Askari. Was sagst du dazu, Nils? Inzest war jahrhundertelang völlig in Ordnung. Und außerdem, ich weiß nicht, wie sehr ihr in dieses Thema abdriften wollt, aber wir leben ja auch in der Zeit, in der man in allen Konstellationen sich verehelichen darf. Gilt das jetzt auch für 2 männliche Probanden? Fragen über Fragen, Maurice. Das sind gute Fragen. Und wenn ja, warum eigentlich nicht? Was ist der zugrunde liegende, was ist die Begründung? Man weiß es alles nicht. Ich als Anwalt
praktiziere in Bayern, übrigens unter meinem echten Namen. Nils, wie war das noch? Bohm? Nils, ich muss mal gucken. Bohmwerde? Es war Bronhofer. Nils Bronhofer. Ich habe Nils Bronhofer, der Rechtsanwalt. Ich fand das so, ich musste so lachen, weil ich da einfach random vorbeigelaufen bin. Der hat ja nur zwei Buchstaben ausgetauscht oder so. Das ist ja echt. Können wir noch Perversion akzeptieren? Ja, komm, wir akzeptieren jetzt Hexerei und Perversion noch in diesem Glauben. So, liebe Leute, guckt nochmal kurz drüber. Habe ich irgendwelchen kompletten Schwachsinn gemacht? Hast du noch nie gemacht? Oder ist das jetzt ein Glaube, der mir viel Vorteil gibt? Oder ist das, ich will, ein bisschen Albernheit will ich halt, deswegen ist hier Perversion und Hexerei akzeptiert. Oder ist das irgendwie Quatsch hier alles? Die Leute in meinem Chat wollen gerne in deine Religion eintreten. Perversion ist egal, nimm lieber uneingeschränkte Ehe. Also gleichgeschlechtliche Beziehungen. Mhm. Weder männlich noch weiblich dominiert. Das wäre natürlich cool. Ich glaube nur, das kann ich mir nicht leisten. Nee, gleichberechtigt. Ja, das geht sogar. Okay, das finde ich cool. Nee, das machen wir noch. Eine gleichberechtigte Religion. Mhm. Kann ich noch den Klerus ist auch beides. Mhm. Pervers weg. Pervers ist wieder verboten. Hexerei akzeptieren wir, was lustig ist. Ich glaube, das ist doch eine gute Religion für die Punkte. Nicht Onkel-Ehe. Die beste. Die allerbeste. Ihr wollt also, dass ich Inzest noch... Ich kann Onkel, Ehe, Vetter, ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Kann ich nur noch gleichgeschlechtliche Beziehungen leisten? Geht gerade sogar noch. Ey, die wird voll tolerant, aber auch gut, weil ich der Herrscher werde. Gleichberechtigt sorgt aber auch dafür, dass deine Töchter erbberechtigt sind. Mm. Ja, gut, aber... Klasse. Prima. Aber es heißt auch, dass auch Männer und Frauen Befehlshaber und Ritter werden können. Machtstreben ist mega. Ja, Machtstreben kann ich mir nicht leisten. Das kostet zu viele Punkte. So. Erst die Frage. Mit der Gleichberechtigung schenke ich mir möglicherweise selbst ein Problem ein. Aber ich habe ja jetzt wahrscheinlich eine Königin, die lesbisch ist. Deswegen werde ich ja nicht so viele Kinder haben. Na gut, das wird allgemein mit der Ehe ein bisschen ein Problem, weil ich ja auch noch polygam bin. Das heißt, man kann haufenweise Erben haben. Komm, wir machen das jetzt. So. Das Himmelreich des Moritz, was? Ach, jetzt ist meine Tochter, jetzt ist direkt meine Tochter auch Erbe. Komm, die muss ich noch enterben. Nee, das ist nicht. Ach nein, Maurice, die hat sich so gefreut. Nee. Die hat sich so gefreut, dass sie... Oh, und jetzt schmeißt du sie direkt wieder raus. Unglaublich. Ja. Ja, stimmt, das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt habe ich hier die ganzen Enkelinnen und sowas werde jetzt noch erben. Jetzt verliere ich meinen Nils, meinen wichtigen, der ja eigentlich erben soll. Nee, so gleichberechtigt habe ich das eigentlich auch nicht gemeint. Fuck, das geht jetzt nicht mehr. Ah, verdammt! Jetzt habe ich meinen eigenen Nils, den vierten. Ah, wie blöd. Die wird jetzt nicht, komm, wir müssen jetzt hier die noch loswerden. Ey, Graf Maurice... Second Generation. Maurice ruiniert sich selbst. Ja, verdammt, das war jetzt saublöd. Alter, der hat 29. Ey, Maurice, weißt du, soll ich dir mal was sagen? Graf ja. Maurice, Second Generation, der Erste, ne? Mhm. Er ist Genie, er ist ein scharfsinniger Intellektueller, er ist zufrieden, treuherzig und fleißig. Es geht nicht besser. Er hat 29 auf Bildung, 19 auf Verwaltung. Es ist echt ein richtig geiler Typ. Und? Aber... Er kriegt einfach keine Kinder. Und er ist schon 31 und seine Holde Maid ist 33. Ey. Wenn die nicht bald mal Kinder bekommen, habe ich echt ein Problem. Das stimmt. Und ich will ja ihn behalten, weil er ist ja echt ein geiler Typ. So. Ich meine, sein Bruder ist auch intelligent. Aber... Also, kein Genie, ne? Der hat einen, das ist blöd, jetzt kann ich hier niemanden enterben, das ist so schlimm.
Ach, der hat einen Sohn, Maurice von Pro. Mein Supererbe wird jetzt nicht mehr mein Erbe. Ich habe alles kaputt gemacht. Oh, ich nehme es zurück, er hat einen Sohn. Und der Sohn ist sogar ein Genie. Aber der nein, ich wollte doch Nils. Das hier sollte mein Erbe werden. Guckt euch an, wie perfekt er ist. Nein, das habe ich nicht bedacht. Was hast du gemacht, Maurice? Ja, ich hab doch jetzt meine neue Religion gegründet, wo alle gleichberechtigt sind. Und jetzt werden meine ganzen Enkelinnen und Töchter jetzt auch erbberechtigt. Und was ja eigentlich auch erstmal kein Problem wäre, aber ich habe ja alles drauf hingelegt, dass Nils mein Erbe wird. Und jetzt wird er es nicht mehr. Weil das ist ja schlimm. Ich kann auch nicht genug entehren. Oh, das tut mir sehr leid. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Ende die Regelung für den Königstitel auf Voting. Geht das? Kann ich das noch machen? Das ist mein Enkel. Oh ja, das kriege ich vielleicht noch. Ich brauche Prestige. Komm. Liebes Dinge, Liebeserklärung. Ich flaniere gerade mit einigen der Fürsten des Hofes durch den Garten, als mein Höfling Giselle daherkommt. Ich trete beiseite, um sie vorbeizulassen, doch zu meiner großen Überraschung versperrt sie mir den Weg und kniet vor mir nieder. Bevor ich dies auch nur ansatzweise verarbeitet habe, fängt Giselle an zu singen. Schnell erkenne ich das Lied. Es ist eine berühmte sächsische Liebesballade. Ich habe sie schon von mehreren Musikanten gehört, aber noch nie so gut und leidenschaftlich. Die intensiven Gefühle des Liedes spiegeln sich im Blick von Giselle wieder, der auf mir ruht. Sie schaut. Ihr schmeichelt mir, Fürstin. Giselle wird versuchen, mein Herz zu erobern. Nein, das geht doch nicht. Wer ist Giselle überhaupt? 36? Höfling? Nein. Nein, das machen wir nicht. Moral ist mir wichtig. So, was geht jetzt hier ab? Verliere ich jetzt hier meine... Oh, Stendal ist gefallen. Aber ich kann ja auch, solange der Krieg nicht verloren ist, sehe ich das richtig, bringt dem das ja nichts, ne? Oder? Ja. Jetzt ist die hier mein Erbe. Das kann doch nicht sein. Viel zu viele Erben. Und die kann ich nicht mal... Das ist ja schlimm. Was für eine Katastrophe. Dann lasse ich mal jetzt in Wölbe rumbaggern. Ich will doch nur... Spielen? Ich ja. Tue doch nicht. Ich will doch hier wirklich nur... Will doch nur spielen. Es ist ja eine Katastrophe hier. Das, Nils, es ist alles... Maurice, du wärst nicht der erste Herrscher, dem seine religiösen Machenschaften zum Verhängnis werden. Das stimmt. Ich denke dort an Knut den Dritten. Kennst du den? Nein. Was hat er für amüsante religiöse... Tja, der Grund, weshalb niemand Knut kennt, ist, weil er von der Kirche aus den Archiven der Welt gelöscht wurde. Deswegen kenne ich ihn auch nicht. Verstehst du? Ich glaube, du erzählst mir gerade Unsinn. Nein. Nils. Nein. Die Wahrheit spricht aus meinem Munde. Ich tue sie lediglich Kunde. So. Komm mal jetzt hier, Armee. Ich bin jetzt immerhin dem Tode nicht mehr nahe, weil ich noch einen Gesundheitsbonus im Skilltree gefunden habe. Ich habe jetzt noch Zeit, meine Tochter, Königin Pia von Lothringen, irgendwie aus der Erbfolge rauszuballern. Und... Aber warum wolltest du jetzt nochmal nicht, dass sie so richtig da, weil sie eine Frau ist oder was? Oder? Es ist ja das Problem. Weißt du, kennst du das auch, Nils, wenn deine eigenen hehren Ideale so ein bisschen an der kalten, harten Realität scheitern? Ja. Weil ich habe ja für die Gleichberechtigung in dieser Welt, glaube ich, mehr getan als jeder andere Mensch auf der Welt, weil ich eine Religion erlassen habe, die alle gleichstellt. Das heißt, im Prinzip bin ich dafür, aber im konkreten Fall habe ich ja jetzt schon 3 Söhne ins Kloster geballert oder um die Ecke gebracht, um Prinz Nils auf den Thron zu hieven. Mhm. Und jetzt habe ich versehentlich erlaubt, dass alle Frauen in meiner Familie vor ihm in der Erbfolge stehen. Das ist nicht gut. Das heißt, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das Frauen erben sollen, aber nicht diese konkrete Frau. Weil Prinz Nils von Tirol ein Genie und eine graue Eminenz ist.
und er halt. Haha, hab ich ihn gestellt. Mein Erbe sein soll. Ich kann sie enterben, wird gesagt. Ja, Leute, ich hab schon zwei Leute enterbt. Ich hab nicht mehr den Ruhm dafür, aber vielleicht kriege ich ihn noch. Ich brauch 150. Ich werde binnen eines Jahres sterben. Nein, das reicht nicht. Das ist alles ganz schlimm. Wir brauchen Prestige, Leute. Wir brauchen Prestige. Ich muss noch irgendwie. Ja, ich war gerade schon jagen. Festmahl. Wir machen jetzt gleich ein Festmahl. Oh nein. Das kann doch nicht sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist. Nein, das ist alles so schlimm. Ja, ich kann sie auch nicht umbringen lassen, weil sie mein eigenes Kind ist. Sie ist ja an einem anderen Hof. Ich kann hier tatsächlich nichts mit ihr machen. Ey. Kann die erben und dann Selbstmord begehen? Nee, ich glaube dann, wenn sie erbt, ist auch halt wiederum. Ich weiß gar nicht, wer dann bei ihr erbt, aber die hatte ihre eigenen Kinder schon, die auch alle doof sind. Ja, guckt euch die Werte von der Frau an. Die kann nix. Das kann nicht sein. Alles, wofür ich gearbeitet habe, ist hinfällig. An den Hof einladen? Wie kann ich sie an den Hof einladen? Sie ist ja. Das gibt's nicht. Das ist alles. Es wird alles zur Hölle gehen, Nils. Nein, das tut mir leid. Habe ich mich jetzt echt selbst. In eine Sackgasse manövriert. Ich habe ja ein starkes Reich. Es ist ja nicht so, als wäre alles schlimm oder sowas. Ich habe halt meinen perfekten Genie-Erben rangezüchtet. Und jetzt. Komm, jetzt, wir können jetzt noch hier. Ich mache mal Pause. Wir machen jetzt noch das Gesetz der Wahl hier für den Königstitel. Was ist der beste? Feudalwahl ist. Sie können einen Titel aus Ihrer Gruppe nominieren. So, Leute, welche von diesen Wahldingern soll ich jetzt nehmen? Feudalwahl. Ah, ich kann eh nur Feudalwahl, stimmt. So. Nachfolger nominieren. Prinz Nils, komm. Prinz Nils, bitte, ihr müsst jetzt alle Prinz Nils wählen, Leute. Warum wählen sie diese unsägliche Königin Pia? Rang 1, komm. Ja, ja, schaffen wir's. Ja, nee, Prinz Nils, es ist gerettet, Leute. Prinz Nils wird erben, wie es von Gott bestimmt war. Ich gratuliere. Ja, ja. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn sich jetzt noch niemand umentscheidet. Oh mein Gott, ey. Was für eine Katastrophe das alles war. Glückwunsch. Das wäre so schlimm gewesen jetzt. Das sind wirklich tolle Neuigkeiten. Ja, das ist doch gut, dass Nils, auch du wirst doch dich gewiss freuen, dass ein Nils erbt, oder? Wie läuft's derweil bei dir in Göttingen? Okay, soweit. Ich belagere hier erstmal so eine, hier Dingsbums, so ein Ort. Und danach die Stadt Göttingen und dann hoffe ich, dass niemand mehr mich aufhält. Sehr gut. Goslar heißt die Stadt. Ist das so? Ja, Baronie von Goslar. Ja, ja. Liebe Grüße aus dem echten Göttingen, schreibt bei mir Silver Dietzel. Das Lustige an Crusader Kings, wenn du es in Deutschland spielst, ist wirklich, dass ständig Leute sich melden im Chat, die sagen, du eroberst gerade meine Heimatstadt. Aber der will Oldenburg. Wie viele hat der? Truppenanzahl.
Oder es ist, mein Herzogtum wird sich dann tatsächlich ziemlich teilen, weil sie hier einiges bekommt, diese... Das ist meine Hauptstadt. Diese Schurkin, Königin Pia von Lothringen. Aber ich werde Nils sein und den Rest können wir dann schon irgendwie du hinkriegen. Du wirst Nils sein und der Rest ergibt sich, wenn man einmal Nils ist. Der Rest wird sich ergeben, ja. Der Rest wird sich ergeben. Shit. Königin Pia kriegt halt leider echt viel. Das ist wirklich ein bisschen schade. Sie kriegt auch einige der wohlhabenden Sachen. Woher weiß ich, wie groß ist diese Armee? 329. Der ist schneller, wa? Ja, dass die jetzt diesen Kram bekommt, aber da kann ich jetzt nichts machen. Wird mein Reich eben ein bisschen in entzwei gerissen? Ich weiß nicht, ob sie meine Vasallin wird. Sie ist ja selbst schon Königin. Sie ist ja Königin von Lothringen. Oh Gott, der nimmt mir Oldenburg. Was passiert, wenn er mir Oldenburg nimmt, meine Hauptstadt? Erstmal nichts, aber es kann passieren, dass er dich dann gefangen nimmt. Oh, kann ich abhauen? Müsstest du können. Kommt nochmal ein Nachschub. Eieiei, das sieht alles nicht gut aus. Ach, hab ich die schon? Hm. Oh oh. Also Göttingen gehört mir, aber das wird jetzt schwierig werden. Oh oh, hoffentlich nimmt er mich nicht gefangen. Kann ich noch irgendwie Bekanntheit bekommen? Schnell? Ich brauche ja nicht mehr viel. Ah, ich bin eingekerkert. Ich bin gestorben. König Nils erbt. Aber das Reich hat viel verloren. Man muss es sagen, wie es ist. Oh Gott. Wow, jetzt hat sie auch direkt eine Fraktion geschaffen. Meine Schwester Königin Pia, mit der sie auf den Thron will. Das ist auch wirklich unterirdisch. Oh oh. Nein! Nein! Ich habe den Krieg verloren. Sie ist aber sogar mein Vasall. Ach, sie ist mein Vasall geblieben. Was, Nils, warum? Was? Ach, ich habe jetzt quasi gar nichts verloren. Ey, aber das ist doch Quatsch mit Soße. Wo ist meine Armee? Meine Armee kam eine Sekunde zu spät. Oder was? Sind wir völlig wahnsinnig? Was ist passiert? Ich kam eine Sekunde zu spät. Das ist passiert. Gott. Niederlage. Oh nein. Oh nein, ey. Ich war eigentlich viel besser. Oh, das war alles nicht gut. Ein Unglück geschah. Ich will mit meinen Truppen. Ja. Ich will aber... Alle meine Truppen. Kann ich nicht wieder angreifen? Was ist das denn? Wie erklären? Warum? Ah, jetzt muss ich die Armeen alle auflösen erstmal, oder was? Der hat mich... Oh, oh, oh. Und mein Rat ist... zerschmettert. Er liegt da nieder. Was ist passiert? Ich wurde schändlich besiegt.
Oh oh. Welch schwere Not. Welch schwere Not. Ich will sofort einen neuen Kriegsgrund gegen Göttingen. Ich hatte Göttingen schon. Ich hatte Göttingen schon unter meinen Stiefeln. Und dann habe ich leider zu lange gezögert. Oh nein. Und er ist auf meine Hauptstadt marschiert. Das hat er gut gemacht, das muss ich ihm leider sagen. Aber ich komme zurück. Hm. Maurice, mein Chat meutert gegen mich. Was? Sie wollen jetzt, dass Pia, die Königin, hier jetzt auf den Thron kommt, weil sie den rechten Glauben hat? Was wird das denn jetzt hier? Ihr Halunken. Ja. Gut, aber ich meine, damit bin ich jetzt eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich werde zurückkommen. Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich mich hier von Göttingen hier so deklassieren lasse. Leute, ja, das war vielleicht ein Rückschritt. Ein Schritt nach hinten, zwei nach vorne. Wollen wir vielleicht mit diesem Cliffhanger dann für heute es beschließen? Oder würdest du noch... Können wir gerne machen. Ein wenig weitermachen. Das dauert jetzt eh wieder, bis ich meine Wunden geleckt habe. Das dachte ich, und bei mir ist jetzt auch gerade neues Reich und sowas. Ich glaube, es ist gerade so ein ganz guter Schlusspunkt, dass die Göttingen-Saga wird weitergehen in der nächsten Folge, wie man so schön sagt. Und ja. In der nächsten Folge werden wir dann auch sehen, ob Königin Pia, die meine katholische Ketzerschwester, es hier schaffen kann, meinem Genie-Erben, der dem einzig wahren Glauben, dem Himmelreich des Mauritius anhängt, ob er hier sich durchsetzen kann. Das werden wir sehen, ja. Aber mich würde nochmal interessieren, wie jetzt nach zwei Runden jetzt, wie ist denn dein Fazit jetzt inzwischen zu dem Spiel? Du hattest jetzt ja auch einige Rückschläge. Findest du, es macht trotzdem Spaß? Findest du, es ist zu irgendwie verworren in seinen Charakterinteraktionen? Wie ist deine aktuelle Einschätzung von CK3? Ich finde es tatsächlich sehr spannend. Es ist natürlich total komplex und das Ding bei solchen Spielen ist, wenn man noch nicht alles so checkt, ne, wie die Dinge zusammenlaufen und die ganzen Optionen. Ich bin relativ schnell erschlagen dann jetzt natürlich von der Vielfalt an Dingen und muss ganz viele Sachen erstmal checken. Es ist so komplex, so viele Zusammenhänge, so viele Stellschrauben und so, dass ich schon manchmal das Gefühl der Ohnmacht habe, so, also weil da kommen irgendwelche Meldungen und ich muss mich dann auf eins natürlich jetzt erstmal reduzieren und gucken. Aber mit jeder Minute in dem Spiel wird mir das näher gebracht und ich muss sagen, ich finde es total cool. Also wie das ist diese Dynastiengeschichte, ne? Wie viele lustige Geschichten halt aus diesem Spiel heraus entstehen. Meistens ist das so bei Spielen, du musst deine eigene Geschichte schreiben. Bei Civilization schreibst du deine eigene Geschichte. Aber hier passiert eben ganz viel, auf das du keinen Einfluss hast oder nur bedingt und du musst dann damit umgehen. Und das mag ich, weil das Spiel selbst ist viel mehr Geschichtenerzähler als andere Spiele das machen. Deswegen ist wahrscheinlich auch jedes Spiel total einzigartig. Jede Spielrunde. Und ich bin sehr begierig drauf, das noch besser kennenzulernen. Also auch für alle, die jetzt irgendwie vielleicht gar nicht checken, was hier Phase ist. Maurice bringt mir das Spiel gerade bei. Es ist meine zweite Session mit Maurice. Vorher habe ich das noch nie irgendwie angefasst. Und dementsprechend habe ich natürlich noch sehr viele Defizite. Aber ich komme rein langsam. Ja, sehr gut. Dann, das freut mich sehr. Mir ging es genauso damals, dass ich auch so Schritt für Schritt, es dauert eine Weile. Ich merke auch, glaube ich, also ich bringe das ja auch zum ersten Mal jemanden so remote bei, dass es nicht unklug gewesen wäre, wenn ich ein bisschen näher bei dir gestartet wäre, glaube ich, dass ich da mehr auch eingreifen könnte. Mhm. Weil so ist oft so, dass ich deinen Bildschirm nicht sehe, kann ich dir zwar schon allgemeine Tipps geben, aber auch nicht immer so ganz konkrete, weil ich deine genaue Situation ja nicht habe. Ja. Das merke ich so ein bisschen, also falls es noch zustande kommt, dass ich mit Ede ja auch so eine Einführungsrunde mache, werde ich bei ihm, glaube ich, auf jeden Fall, werden wir noch näher beieinander starten.
dass ich ihm da noch ein bisschen besser Tipps geben kann. Aber ich meine, ich wusste ja auch bei dir, dass du für die inhärente Schurkerei, die man bei diesem Spiel braucht, dass du da ein Naturtalent sein würdest. Und alles andere ergibt sich ja dann auch so ein bisschen. Alles andere ergibt sich, ja, genau. Richtig. Und man, also ich muss sagen, wenn, da ist also auch so von der Gehirnkapazität, ne? Also ich muss das Spiel erstmal mit all den Ereignissen, die auf mich eintrommeln, weil das Spiel setzt ja ständig Impulse, ne? Und verlangt die Aufmerksamkeit und verlangt Entscheidungen. Das heißt, du bist ständig beschäftigt in dem Spiel. Dadurch, dass wir auch im Multiplayer spielen, habe ich auch nicht ständig die Möglichkeit, jetzt Pause zu machen, um mal durchzuatmen. Das wäre für dich auch mega nervig. So, das ist schon viel. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir beide auch immer noch miteinander so ein bisschen so uns unterhalten und ein bisschen uns gegenseitig die Geschichten erzählen. Das ist auch nochmal ein Teil der Gehirnkapazität. Richtig. Und der dritte Faktor ist der Chat, weil ich natürlich auch gerne mal auf den Chat gucke oder auch mal gucken, was so allgemein, was geht da oder was geben die für Tipps. Und das ist so viel Input. Und dann muss ich noch irgendwie natürlich auch ein bisschen die Zuschauer im Blick haben und ein bisschen, ja, wiu. Und also das ist eine Gesamtaufgabenstellung, die nicht so ohne ist, sage ich ehrlich. Aber Gehirnakrobatik, ja. Aber ich gebe mir Mühe. Es ist halt ein Unterschied. Guck mal, wenn ich das jetzt mit Maurice ohne Kameras das spielen würde oder ich würde es alleine spielen im Tutorial und würde mir wirklich mega viel Zeit lassen können, jede einzelne Mechanik einmal gescheckt zu haben, dann geht das vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, es ist trotzdem mega lustig und lass uns gerne alsbald die nächste Session sehr gerne verabreden. Absolut. Können wir auch mal gucken, falls es Ede auch taugt, können wir auch gucken, ob wir eine zu dritt mal machen. Aber erstmal gucken, ob es ihm überhaupt Spaß macht. Und so oder so können wir derweil auf jeden Fall auch hier weitermachen. Ich will jetzt auch selber wissen, was hier im Ringen um Göttingen passiert, wie es meiner Religion jetzt hier ergeht. Das sind ja alles auch, wie gesagt, wenn das hier eine Serie wäre, hätten wir jetzt einen sehr spannenden Cliffhanger für diesen zweiten Akt, wie es sich ja auch geziemt. Ja. Das heißt, ich hoffe, ihr alle schaltet auch wieder ein, wenn wir weitermachen. Wir haben jetzt noch keinen festen Termin. Es geht wohl nicht nächste Woche. Nils und ich haben nämlich schon gesprochen. Nächste Woche kommen wir zeitlich nicht zusammen. Aber wir versuchen, dass es nicht zu lange dauert. Ja. Deswegen lasst alle ein Follow bei mir und bei Nils. Das heißt, ihr werdet informiert, wenn einer von uns wieder live geht, dann wird nämlich der andere ja zwangsläufig mit Crusader Kings auch wieder live sein. Und dann seid ihr hoffentlich alle wieder am Start. Dann sage ich euch erstmal danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, Nils und ich werden uns wahrscheinlich beide jetzt noch kurz in unseren eigenen Chat verabschieden und dann noch den Abend ausklingen lassen. Deswegen, Nils, verabschiede ich mich auch von dir. Ich sage vielen Dank für die sehr spaßige Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es allgemein sehr lustig, dass wir jetzt beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt dieses Twitch-Ding so ein bisschen mehr machen. Da ergibt sich ja sehr schön, dass man cool zusammen Sachen machen kann. Und das ist mir eine große Freude. Ey, definitiv. Mir auch, lieber Maurice. Immer wieder gern. Und lieben Gruß nochmal an deinen Chat. Vielen Dank fürs Beibringen. Und wir haben ja noch viele andere Sachen. Wir haben ja noch Civilization. Wenn da mal wieder ein G8-Gipfel oder ähnliches ansteht, können wir auch gern vielleicht nochmal eine Trainingssession einfach zusammen einlegen. Auch eine gute Idee. Ich hatte tatsächlich, ja, stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Dass wir einfach sagen, ja, wir nehmen uns ein bisschen Zeit und dann machen wir mal, wir beide ein Multiplayer-Spiel, aber jetzt nicht so, gar nicht so kompetitiv, sondern eher so vielleicht auch, dass wir gegenseitig mal ein bisschen Wissen austauschen oder so, weil ich glaube, bei Civ habe ich auch durchaus noch Bedarf an es gab neulich, die Peets haben ja ab und an Events und da war neulich eins, wo Writing Bull mitgemacht hat. Der hat uns alle so an die Wand gespielt, dass ich mir auch gedacht hätte, mal so eine Runde mit dir, super, und auch mit dem Chat, der da ja gut Tipps geben kann, weil du hast ja immer so ein paar Superprofis für das Spiel dann im Chat. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir auf jeden Fall auch. Finde ich gut. Also, dann hab einen guten Abend und wir schnacken uns zusammen, ne? Wunderbar. Tschüss, Maurice. Bis bald.